Podcast 18.40 Uhr mit Franz Rampelmann und Julian Schlichting. Ja, da sind wir wieder. Schon wieder. Neue Woche, neues Glück, neuer Sonntag, Podcast 18.40 mit Franz Rampelmann. Schön, dass du da bist. Grüß Gott, grüß Gott. Heute bereits die fünfte Folge. Unglaublich, wie schnell das hier voranschreitet. Ja, ne? Ja. Schon kaum der zweite, eine Woche hinter sich, geht's schon wieder weiter. Schon der zweite Sonntag ohne Lindenstraße. Naja, das macht nichts. Man gewöhnt sich langsam dran, oder? Ah, es ist eine Lüge. Man gewöhnt sich da überhaupt nicht dran. Nee, tatsächlich nicht. Also da könnte es noch weitergehen. Das glaube ich auch. Da. Ja, absolut. Genau, richtig. Das hatten wir das letzte Mal ja, dieses komische Gefühl. Und, und wir haben uns ja gedacht, wir machen dann, wenn ein Loch ist, dann füllen wir das Loch einfach selber mit den Nahrungsmitteln, die wir haben wollen. Und wir kochen das, was wir wollen. Und dann gehen diese Stunden bis zum Abend um 10 auch vorbei. Oder? Ja. Wir machen den Podcast heute extra lang und extra breit auch vor allen Dingen, was die Themenvielfalt angeht. Denn wir haben ganz viel zu besprechen. Natürlich auch wieder Hörerfragen nachher für dich. Da kannst du dich schon mal ein bisschen drauf gefasst machen. Da kommt einiges auf dich zu. Wir sprechen heute auch über das Busunglück, habe ich schon vorweggenommen. Ja. Da warst du ja auch dabei bei dieser Folge. Ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Warum? Wieso? Weshalb? Reden wir später drüber. Also, ja. Ja, weil es eine ganz besondere Folge war. Da sind mehrere Leute gestorben. Man wusste im Vorfeld schon, da passiert was. Es war ein Jubiläum, 10 Jahre Lindenstraße. Und ja. Da gab es so einen Bus mit so vielen Leuten und alle waren sie danach im Krankenhaus oder im Grab. Ja, und wirklich. Ich wollte eigentlich mit dem Auto fahren, aber musste ich doch mit dem Bus fahren. Genau, das ist ja auch. Nein. Und ihr habt gesungen, hoch auf dem gelben Wagen. Das Ach, wirklich? Ja, das kannte ich vorher natürlich auch nicht als Kind und habe ich das zum ersten Mal gehört. Das war ja, gigantisch. Dieses Lied verbinde ich immer mit dieser Busfahrt. Ja, das ist auch politisch, weil das hat doch der Scheel, der Bundespräsident Scheel hat es immer gesungen. Ah, okay, ja. Da gibt es eine Fassung, wo der Bundespräsident Scheel als Schlagerstar eine Schallplatte rausgebracht hat. Hoch auf dem gelben Wagen. Das singt der Bundespräsident Scheel, das muss man sich mal vorstellen. Ob der Steinmeier überhaupt singen kann, ich weiß es nicht. Du hattest ja letztes Mal eine Fanclub-Liste dabei. Jawohl. Und die war ja sehr witzig. Also mein Lieblingsname war ja anonyme Interessengemeinschaft Lindenstraße. Das war der schönste Fanclub. Und ich hatte ja dich gebeten, ein paar davon anzurufen. Hast du das gemacht? Ja, natürlich habe ich das gemacht. Absolut. Hast du auch jemanden erreicht aus den 90ern? Also jetzt fangen wir mal an mit Fans. Thema Fans. Ja. Was ist eigentlich ein Fan? Also ich hatte ja die Liste in Papier wieder mitgenommen. Ja? Mhm. Du hast dir die abfotografiert, damit du die auch hast. Genau. Und damit man darauf zurückgreifen kann und ich muss nicht immer das Papier hin und her tragen. Und zurzeit ist ja auch das Kopieren ein bisschen schwierig. Die Kopiershops nur haben auch kein Service irgendwie, oder? Mit Abstand, mit großem Abstand. Ich weiß es nicht. Ja, wie? Soll man das noch einen Meter drüber halten, das Papier über dem Kopierer oder wie? Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich glaube, Copyshops sind wahrscheinlich schon zu. Ne? Also ich habe keinen gesehen, der offen hat. Das Leben ist abfotografieren. Wir haben also die Fanliste. Da habe ich mich hingesetzt, da habe ich mir einen Kaffee dazu gestellt, sage ich. Okay, ja. Fanliste von 1995. 96. 96, entschuldige, ja, 96, richtig, genau. Und keine einzige Handynummer. Natürlich das ist nicht. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil die Handynummern wechseln ja auch öfters. Es geht dir wahrscheinlich auch so, dass du manchmal eine Handynummer anrufst, die du lange nicht angerufen hast. Da ist jemand anders dran, nach drei Jahren. Ich habe dann mein erstes Handy im Jahr 2000 bekommen und habe da bestimmt jetzt schon die sechste Nummer oder fünfte, sechste Nummer garantiert. Ja, eben. Das wechselt nämlich auch. Auf einmal wahrscheinlich, das wechselt viel mehr als eine Festnetznummer. Ja, genau. Garantiert. Also hatte ich dann so ein gemischtes Zutrauen, ob man noch jemand erreicht. Und dann die erste Nummer, ich weiß nicht mehr, wo das war, kein Anschluss unter dieser Nummer. Okay, zweite Nummer. Ich führe ihr Buch, schreibe ich immer Fanclub drauf, Nummer und so weiter. Erreicht, nicht erreicht, sodass ich eine Liste habe. Ah ja. Das sind ja immerhin, wie viel hatten wir? 29 Fanclubs. Ah, es waren einige, ja. 28 oder so Fanclubs. Ne? Und Liste, wieder ein Strich und so weiter. Wieder kein Anschluss unter dieser Nummer. Dann gucke ich auf den nächsten Fanclub, die hatten überhaupt keine Telefonnummer verzeichnet. Ja, da stand der Name, da stand eine Ansprechperson, aber kein einziges Telefon. Und ich dachte, dann sofort überspringen. Und dann hatte ich also etliche, da war ich schon etwas frustriert, habe gedacht, ach ja, meine Güte, ja, mit den Fanclubs, die sind halt irgendwo. Und dann habe ich noch eine angerufen und das war eine Nummer, jetzt weiß ich es natürlich, in Kassel, 0561 die Vorwahl, weiß ich jetzt auch nur auswendig. Und geht ein Mann dran. Ja, hallo. Und so sage ich, ja. Und so habe ich dann nett erklärt und habe gesagt, ja, Franz Rampelmann und aus der Lindenstraße. Und ich habe den Olaf Kling gespielt und ich wollte mal fragen, sagen Sie mal, hier ist die Liste von einem Fanclub. Haben Sie da noch mit zu tun? Ganz vorsichtig. Ja klar, wir treffen uns ja jeden Sonntag noch. Sag ich, was? Tatsächlich, die treffen sich jetzt noch jeden Sonntag. Ja, so zumindest
Es ist wirklich unglaublich. Also ich kann nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, es ist noch jeden Sonntag, weil sie sich sowieso treffen. Ja, okay. Die haben so eine Art von Stammtischfunktion schon vorher gehabt. Mhm, mh. Aber vor 2000 Jahren. Also das muss man sich vorstellen, schon 1996 hatten sie sich schon vorher getroffen. Also 2-3 Jahre vorher irgendwie war das Treffen da. Und irgendwann haben sie sich entschlossen und gesagt, wir könnten doch einen Lindenstraßen-Treffpunkt machen. Und dann hat er also erzählt, da musste man sich erstmal ein bisschen verifizieren, ach, sind Sie der wirklich, also der sich da, also der den Olaf Kling gespielt hat, weil wir haben Sie ja damals besucht. Und er hat dann erzählt, dass Sie zu Gast waren in der Kantine und da wäre ich auch dabei gesessen. Und so nach und nach hat es mir gedämmert, dachte ich, okay, ich verstehe. Konntest du dich erinnern an die? Das wurde, weil sowas wurde ja organisiert. Mhm. Ja, sowas wurde, und da kann ich mich schon noch an einzelne Fanclubs erinnern. Nicht an alle, aber da hatte ich dann so eine Idee, vor allem als er dann erzählt hat, noch Näheres und sie durften mitspielen und so weiter und so weiter. Und das war also, dann dachte ich, ach, das ist doch fantastisch. Und wie machen Sie das jetzt, heute? Was passiert? Ja, also wir haben jetzt auch immer noch Lindenstraße geschaut, vielleicht nicht jeder immer. Aber danach haben wir uns getroffen, und zwar beim Griechen. Sag ich, beim Griechen? Ja, wir haben hier einen Griechen um die Ecke, der heißt Achilles. Sag ich, was? Das gibt's ja nicht. Ja, wir treffen sich beim Griechen, der heißt Achilles, und immer nach der Lindenstraße, ich werde wahnsinnig. Okay, und wie viele sind da? Naja, immer noch 6, 7. Einer ist weg und es kam ein anderer. Ja. Und also ganz, dachte ich, das ist ja das gefundene Fressen. Die sind ja, das ist ja wirklich genauso, wie man sich einen Fanclub vorstellt. Vor allem gehen die auch noch zum Griechen. Die gehen nicht irgendwie zum, zum Postboten ins Lokal oder treffen sich im Café Schweinchen Dick, sondern die gehen zum Griechen. Das wird wahr, man wird wahnsinnig. Und der hat er gesagt, ja klar, natürlich. Und damals gab es den Wirt, der war jahrelang da, dann war er mal weg. Und jetzt ist er wieder da. Gott sei Dank hat er wieder das Lokal übernommen. Der heißt Kostas. Sag ich, was, wie heißt der? Heißt auch noch Kostas? Ja. Ja, so wie der, das ist ja der wirkliche Name von dem, also der Zivilname von dem Wirt. Kostas Papanastasiou, so ähnlich. Papanastasiou. Ne? Ja, genau. Das ist sowas wie Amon Jurankanjanajan. Richtig, ne? Richtig. So was muss man lernen. Ne? Ja. Der Wirt war auch in meiner Garderobe. Ich habe ja die Multigarderobe gewohnt. Kostas? Der Vater, der kam immer aus Berlin. Der hat ja das Lokal Terzo Mondo, hat er immer noch. Immer noch, genau. Und das gibt es immer noch im selben Stil. Da war ich dann später öfters. Und der lag dann in meiner Garderobe völlig übermüdet. Da kam ich eines Tages auch rein. Der den Wirt gespielt hat. Und da schnarcht es irgendwie. Und es riecht ein bisschen verschwitzt in meiner Garderobe. Und ich komme rein, dachte, was ist denn hier los? Ja, Franz, komm ruhig rein. So, ich, ja klar, komm ich rein. Ich habe gelesen, dem geht es gar nicht so gut jetzt inzwischen. Er ist ein bisschen krank geworden. Ja, irgendwo war ein Interview mit dem Sohn von ihm. Genau, hast du auch gesehen. Der sitzt noch vor dem Haus, aber irgendwie schwächelt er anscheinend auch geistig ein bisschen. Ja, richtig, richtig. Wahrscheinlich hat er zu viele Folgen auswendig lernen müssen. In der Lindenstraße war er erstaunlich lange immer noch mal wieder dabei. Er ist auch 2011, 2012, war da noch mal einen Auftritt gehabt und immer mal wieder, wenn irgendwas Besonderes war, Taufe oder Hochzeit, dann kam er auch noch mal aus Griechenland, also in der Geschichte. Ne, kam er noch mal wieder vorbei. Absolut. Aber gehört natürlich zur Urbesetzung der Lindenstraße. Der war ja auch preiswerter für die Produktion, der musste ja nur aus Berlin fahren. Ja, eben. Wohingegen dann Domna zum Beispiel auch wirklich nach Griechenland zurückging und da irgendwie ein Haus hatte, sich erworben hatte und da eben leben wollte. Aha, und dann musste die halt extra immer eingeflogen werden. Da rechnet eine Produktion dann schon auch, wie das so ausschaut. Ja, ob das unbedingt notwendig ist. Für einmal Domna kann man dreimal den Vater kommen lassen. Das ist jetzt Spaß natürlich. Ich weiß sowas nicht genau. Also mit dem Rechnen. Aber das war gut und der Fanclub war wirklich. Und dann habe ich gesagt, ja, sagen Sie mal, vor sich gefragt, können wir vielleicht so eine Aufnahme mit Ihnen im Podcast unterbringen? Ja, da weiß ich noch viel bessere Lösung. Also er rückte sehr patent gleich raus und sagte eben eine Dame, die auch dort wirklich in dem Fanclub fest verankert ist. Die auch mit bei diesem Stammtisch dabei sitzt. Ja, die auch die sagen wir, Art von Hintergrundverwaltung macht oder sowas, was auch immer zu verwalten die Bestellung, ist. Die Bestellung, die Gyros-Bestellung. Ja, also die bürokratische Stellung, weil sie ist selber Sekretärin in einem sehr aktiven Bereich und die ist also total fit und die würde mir noch mehr erzählen können. Und dann habe ich gedacht, ja okay, dann nehmen wir die Frau, das ist doch gut und wir probieren sie mal. Und weil es ist einfach, also für mich berührt das auch sehr, weil es ist einfach so etwas, es ist eigentlich die Ansprechgruppe, die wir eigentlich erreichen wollten, auch mit dem Podcast, oder? Stimmt, ja. Weil ich meine,
Das sind eben die, die jetzt in so ein Loch fallen und sagen, oh, das gibt es keine mehr, da müssen wir alte Folgen anschauen. Und vielleicht haben sie die aber nicht vorrätig, dann fallen sie in ein Loch und dann gibt es halt gar nichts. Und Sportschau kann man sich ja nicht antun oder was da läuft. Keine Ahnung, was da jetzt als Ersatz läuft. Es gibt keinen richtigen Ersatz. Es gibt keinen richtigen Ersatz und so weiter. Und da kommen wir ins Spiel, verstehst du? Mhm. Wie der Heil. Sogar schon am Telefon. Also ich wäre natürlich ausgeflippt, das hätte mich Olaf Klinger aus den 90ern angerufen. Ne? Das ist schon eine sehr witzige Situation. Ja, ja. Und du hast jetzt auch mit der Dame telefoniert? Und dann habe ich sie erreicht und dann haben wir sozusagen, einmal habe ich sie kurz erreicht, aber dann haben wir das Festnetz ausgemacht wegen der Aufnahme, weil ich ja sozusagen das recht praktisch mache. Ich lege einfach dann mein Handy daneben, das Telefon, lautsprechen, höre in die Hand. Und dann hat sie ein bisschen gejammert, dass sie mich schlecht versteht. Aber ich glaube, das haben wir ja auf der Aufnahme wahrscheinlich drauf. Wollen wir es mal ans Anhören? Ich glaube, jetzt wollen alle mal hören, wie das genau geklungen hat. Genau, jetzt kommen wir einfach mal zu der Sache, die ich jetzt angetickert habe. Ja, finde ich ganz, ganz cool, dass du das gemacht hast und dass du auch wirklich jetzt jemanden rausgesucht hast, der auch noch, also als Paradebeispiel, sich sogar noch trifft. Ja. Also, was das ja schon genau das, was wir mal haben wollten, so mit jemandem sprechen, der noch da ist. Sich auch noch damit beschäftigt, der dich natürlich sofort erkennt. Klar, ich meine, wenn die in den 90ern den Fanclub gehabt haben, sich da immer getroffen haben, die wissen, wer du bist, gar keine Frage. Ja. Und war für die wahrscheinlich auch was Besonderes dann, oder? Ja, ja. Ich meine, die haben jetzt keine Herzattacke gekriegt. Also so ein Fanclub, der hält einiges aus anscheinend. Ne? Also spielen wir es mal vor. Ja, spielen wir es mal vor. Ja, hallo, grüß Gott. Hier Franz Rampelmann. Hallo, grüß Gott. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo, grüß Sie. Weit weg. Ja, das ist jetzt Schicksal, damit müssen wir umgehen, weil ich sozusagen, ich habe jetzt hier, hören Sie mich, aber geht es ja, so? Ja, aber wie gesagt, ziemlich weit weg. Ja, ich gehe ein bisschen näher ans Mikro, dann geht's. So ist besser, gell? Gut, gut. Ja, so ist besser, jetzt kann man ja verschlucken fast das Mikrofon hier. Ja, genau, also herzlichen guten Abend und so weiter. Wir haben ja kurz vorher gesprochen, um uns zu erreichen wegen dem Telefon und ja, genau. Also hier Fanclub Kassel, das ist doch der Wahnsinn. Und den gibt. Stammtisch nach der Lindenstraße haben wir uns genannt. Wie war das? Stammtisch nach der Lindenstraße. Stammtisch nach der Lindenstraße? Genau, da habe ich dann sogar mal einen Wimpel kreiert. Ja. Hab den beklebt mit einer Kopie von dem Lindenstraßenbuch damals. Aha. Und den hat man dann in unserer Kneipe beim Achilles heißt der Grieche, zu dem wir auch immer noch gehen. Ah. Und haben da dann unseren Wimpel deponiert und jeden Sonntag nach der Lindenstraße haben wir uns dann da getroffen. Und dann stand unser Wimpel immer schon auf dem Tisch. Ah, ist ja ehrlich wahr. Also das heißt, ja, jeder hat, also in Kassel, das ist in Kassel in der Stadt, oder wie? In Kassel, in Rothen-Dietmold, das ist ein Stadtteil, also nicht direkt in der Innenstadt. Ja, 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 genau. Den Wimpel, den habe ich auch jetzt noch. Das steht bei mir hier im Wohnzimmer. Und wie alt ist der Wimpel? Oh. Also wann? Ja, das war Ende der 80er oder so. Ja? Also, ja, wir haben uns praktisch seit 87, 88 treffen uns eigentlich regelmäßig. Aha. So jetzt die letzten Jahre ist es dann abgeflacht, da haben wir uns dann nur noch einmal im Monat getroffen. Ja, ist ja Wahnsinn. Also, ja, aber ich meine, seit 88, sagen wir mal, es wäre seit 88, dann ist es ja fast 32 Jahre her jetzt, oder wie? Ja, das ist ja seit dem Anfang. Ja gut, es hat früher angefangen, aber wir haben uns dann erst so nach 3 Jahren praktisch so in diesen Rhythmus eingeklinkt. Aha, also dann hat jemand, jeder von Ihnen hat dann zu Hause die Lindenstraße geschaut, also zu Hause, allein genau, sozusagen. Genau, wir haben sie alle, jeder bei sich zu Hause angeguckt und dann haben wir uns danach beim Griechen getroffen. Ah, beim Griechen, das beim ist Griechen, doch... Achilles. Der heißt der Achilles, oder wie? Der heißt Achilles, ja. Es ist doch beim Griechen Achilles. Es ist doch unglaublich, ehrlich wahr. Ja, nicht Akropolis, sondern Achilles. Ja, aber es ist doch fast verwandt. Und Achilles ist eigentlich für einen Griechen auch ein schöner Name. Akropolis ist ja ein bisschen, ja, allgemein heißen wahrscheinlich viele Akropolis. Aber ein Lokal namens Achilles habe ich noch nie gehört. Ja, den gibt es auch immer noch. Also das sind nach wie vor noch die gleichen Besitzer und wir haben ein freundschaftliches Verhältnis und das ist immer nett. Ja, der Wahnsinn. Ja, das ist doch toll. Ja, genau. Und wie heißt der mit Namen, der Grieche? Kostas Spiroudis. Der heißt auch noch Kostas, oder wie? Ja, der heißt Kostas. Das ist doch unglaublich. Also, so wie der Darsteller vom Wirt, genau. Der heißt ja auch Kostas. Der heißt auch Kostas. Ja, ich glaube, jeder zweite Grieche heißt Kostas.
Ja, nicht wahr? Aha. Naja, gut, okay. Ja, und den gibt es jetzt wirklich noch. Also das ist ja, also traditionsreicher kann man es ja gar nicht machen. Nach 32 Jahren geht man noch so. Und wie oft treffen Sie sich jetzt? Einmal im Monat, Jetzt oder? treffen wir uns einmal im Monat. Und was ist dann das Thema? Also ist es auch noch das Thema Lindenstraße ab und zu oder geht es dann um was anderes? Also, es ist eigentlich mehr so allgemein, so hin und wieder redet man auch mal über die Lindenstraße, aber es ist jetzt nicht so mehr das Thema wie damals, als man wirklich dann hinterher dann die ganzen, die Folge dann besprochen haben im Nachhinein. Ja, genau, Die richtig. meisten gucken jetzt auch gar nicht mehr so, aber ich bin da eigentlich immer treu geblieben. Also Sie kennen Ich habe sich. eben Zeit versetzt. Aha. Ich habe dann leider zur Einschaltquote nicht so wirklich beigetragen, muss ich gestehen. Ach so, Sie waren ein Nachseher, sozusagen, hinterher, also Ja, später. genau. Entweder ich habe es mir aufgezeichnet, damals noch mit Video, oder Ja. dann eben später jetzt, wo die Technik war, über Mediathek. Ja, genau. Aber ich habe es immer verfolgt. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Das ist So, ja. ja, das muss man ja leider in der Vergangenheit sprechen. Naja, das ist halt jetzt einmal so. Aber es war doch ein Wahnsinnsabschnitt, oder? Was Ein be Wahnsinn, ah ja, das hat mich begleitet die ganze Zeit. Das war immer Unglaublich. irgendwie so wie, auch wie eine Familie oder wie ein Nachbar von neben, ein Ja. Nachbar eben. Ja, genau, mit den Nachbarn. Genau so ist es. Und Deswegen hat man zusammengelebt, man hat Klausi aufwachsen sehen und ja. ja, es sind ja unheimlich viele, die schon fast von der ersten Stunde an da sind. Also die Kontinuität, die hat mir immer wirklich gut gefallen. Aha, genau. Was war denn Ihr Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin? Gibt es da jemand? Die Gabi finde ich toll. Mhm. Gabi Zenker. Andrea Sawatzki, nee, wie In Wirklichkeit Spatzek heißt die mit Nachnamen. heißt sie? Spatzek, genau. Ja. Und ja, Klausi finde ich gut. Ja, Helga Beimer, die haben wir ja damals persönlich auch kennengelernt, so wie wir sie auch kennengelernt hatten, wo wir damals bei der Lindenstraße zum Dreh waren. Ja, Sie waren einmal da, oder? Wie war Wir das waren nochmal? einmal da, ja. Ja, Wir haben ja. mit ihnen auch zusammengesessen und haben uns mit ihnen unterhalten. Ja, das wurde ja auch immer sehr gut organisiert, das weiß ich noch. Weil, genau, richtig, weil das, also Fanclubs wurden sehr gepflegt und dann in der Kantine, ich glaube, wir saßen in der Kantine Wir zusammen, waren in oder? der Kantine, ja. Ja, ich weiß noch, ein bisschen was weiß ich auch noch. Genau, richtig. Genau, und da wurden da auch Fotos gemacht? Gab es da Fotos Es mit wurden mir auch oder Fotos so? gemacht, die existieren auch noch. Ehrlich? Danach Wow. kam dann auch hier ein großer Artikel in der HNA, also unserer Tageszeitung. Ja. Die kamen dann zu uns zum Griechen und haben Interviews mit uns gemacht. Aha. Habe ich alles dokumentiert, ist alles noch vorhanden. Alles noch vorhanden. Ja. Ja, da müssen Sie mir ein paar Bilder schicken, dann können wir die vielleicht auf unserem Blog stellen. Wir haben ja so einen Blog und da können wir vielleicht ein paar Bilder drauf tun und das sozusagen dann ein bisschen anschaulich machen, fällt mir gerade ein. Das ist doch ein Luxus. Ja, da kriegt man ein bisschen einen Begriff. Weil wir haben ja für Zuschauer gespielt, wir haben ja nicht für uns allein gespielt. Ja. Ja, genau. Und Sie haben bei uns immer ins Wohn- und Schlafzimmer reinschauen können. Genau. Ja, Das genau. war wirklich war immer schön, war und vor allem immer so aktuell. Und ja, schade, dass wir es nicht mehr erleben, wie es in der Lindenstraße mit Corona weitergegangen wäre. Ja, da haben Sie völlig recht. Das wären die absolut heißen Geschichten. Da hätte man erstmal ein Wäre mal halbes Jahr wieder was Drehbücher. Neues gewesen. Ja, absolut. Ja, das hätte man rauf und runter. Das war, was ja auch wirklich, wer weiß, was uns da noch mit blüht, was sie sich nur einfallen lassen. Und auf jeden Fall sind das die Themen, die die Lindenstraße doch ausgemacht haben. Also auch für Genau. mich, ja. Waren immer brandaktuell. Ja, absolut. Buchstäblich. Brandaktuell. Zum Beispiel die Szene mit den Handgranaten, mit Olli und dem Olaf. Wissen Sie die noch? Wo die getanzt haben und dann ist eine Handgranate explodiert. Ja, genau. Ja, wissen Sie noch? Das ist auch Ja? schon ewig her. Ja, das ist schon ewig her. Und was sagen Sie zu Else? Wie war Ihr Verhältnis zu Richtig gut. Else? Ja, Ja, das so jemand muss in so einem Haus sein. ja. Die war immer vorne dran. Immer durch den Briefkastenschlitz gucken, was der Plan ist und Ja, immer genau. durch den Spion und gleich rauskommen. Ah, ja, Ja, genau. es war schon eine gute Schauspielerin. Ja, gell, das. Ja, Nur die ja. haben wir damals nicht persönlich kennengelernt, die waren nicht da gewesen.
Ah ja, verstehe schon, genau, richtig. Ja, sie hat immer gesagt, sie, ich bin das Salz in der Ja, Suppe. genau. Sodom und Gomorra. Gomera, nix, nix, Gomera, ja. Gomera, so wie die Insel da unten. Das Ja, genau. hab ich am Anfang auch nicht verstanden. Was erzählt die da? Sodom und Gomera, das stimmt doch nicht. Und da war dann ein Wahlspruch. Ja, aber das freut mich wirklich. Das ist ja, also dann tun Sie mal unseren Podcast ein bisschen hören und so weiter. Da es gibt, wir produzieren das also jetzt gerne, weil wir uns einfach gerne erinnern in Gesprächen und dass Sie jetzt da so lange durchgehalten haben. Also meine Hochachtung und meine Bewunderung. Oh, danke, danke. Ja, doch ist wirklich, davon lebt so eine Serie. Das ist das auch das Einmalige. Ich glaube, andere Serien haben diese Stammseher ja nicht so sehr. Die verlieren sich dann wieder irgendwie. Ja, Ja, aber. und sie hatte ja immer irgendwie, war, wie gesagt, immer aktuell und Ja. ja, so nah eben. Es waren eben ganz normale Leute und nicht so überkandidelt und alle möglichen Charaktere. Ja. Und doch, das hat mir immer gut gefallen. Ah, das freut mich. Ja, super, wunderbar. Also dann kriegen Sie von mir jetzt sozusagen die goldene Treuekerze in Ah Gedanken ja. überreicht am Telefon. Und ja, dann, wie gesagt, wenn Sie die Bilder schicken, freue ich mich sehr. Und wenn wir noch Fragen haben oder wie das so geht in Kassel, dann würde ich mich einfach noch mal melden bei Ihnen, weil dann hat man sozusagen ein bisschen Verbindung. Ja, das ist gut. Einverstanden? Ich müsste dann bloß Ihre E-Mail-Adresse haben. Ja, genau, richtig. Die kann ich dann sozusagen, die schreibe ich Ihnen dann und dann, dann oder über den Kollegen. Wie viel sind Sie noch mal jetzt, wo Sie sich treffen von der Also wir harten sind im Abteilung? Moment Volker, Thomas, Reinhild, Gottfried, ich und von der Reinhild kommt immer mal noch die Tochter mit dazu. Oder wenn die andere, die aus Berlin kommt, die kommen dann auch noch mit dazu. Also wir sind so ein Stamm von 5 Leuten noch. Stamm von 5 Leuten, das muss man mal durchhalten. Also das Ja. ist über Früher 30 waren wir Jahre mal lang. mehr, da waren wir 10, aber dann ist mal einer weggezogen und so, Ja. das Leben halt so spielt. Ja, aber immerhin. Also das ist, also ich denke, das ist fast einmalig. Das ist wirklich klasse. Genau, wunderbar. Hat mich jetzt sehr gefreut. Also herzlichen Dank erst einmal und Ja, gerne, gerne. dann schreiben wir das kurz mal auf, dass wir Ihre Bilder kriegen und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute, Dankeschön und Dankeschön und hat Spaß gemacht. ja, alles Gute. Jo, dann Wiedersehen. Herr Frampelmann, alles Gute. Bis irgendwann mal wieder. Jawohl, bis dann. Jo, Wiedersehen. danke. Ciao. Wie sie auch am Ende sagt, Herr Rampelmann und so. Ja, hatte direkt eine Ebene offensichtlich, ja? Ja, absolut. Ja. Das war einfach ein sehr, sehr klares und sehr, sehr fröhliches und einfaches Gespräch. Und Ja. ja, für mich war es auch toll. Ich war, fand es gut. Und Total niedlich, auch wie sie dann noch die einzelnen Namen aufzählt, wer da noch hinkommt und so weiter und dass das so raus geworden ist. Sie hat jetzt gesagt, sie will dir Bilder schicken. Was wir vielleicht mal sagen könnten, die Bilder darfst du auch benutzen, oder? Oder sind die ich für denke, uns? ja, das ist jetzt. Wir haben nämlich noch nie auf unseren Blog hingewiesen hier in diesem Podcast. Wir haben einen ganz schönen Ah. kleinen Internetblog, www.podcast1840.de. Man kann auch 1840.de eingeben, kommt beides raus und da schreibt der Franz auch hier und da mal einen Text und da kann man auch die Fotos dann wahrscheinlich bald mal sehen. Das wäre natürlich Ja, interessant. absolut, genau, richtig. Da frage ich die Frau nochmal. Ich denke ja, Auch von weil diesem das ist ja. Wimpel zumindest mal. Was Von wie? diesem Wimpel, den Ja, den selbstgemachten. Wimpel, den berühmten Wimpel. Ja, das ist ja auch praktisch das Gleiche, was Olaf hat ja auch den Stammtisch gegründet. Richtig. Und Ja. da hat er ja dieses kleine Stammtischkärtchen da aufgestellt. Ne? Also so ein kleines, wie heißt das? Macht man dann in Bayern so oder so? Ne? Man stellt da so ein Ding hin. So Ein ein Ding hin, Stammtisch. also er stellt Wie da heißt in Bayern das? so ein Ding Wie heißt hin. so ein Stammtisch? Ja. So ein Ja, Stammtischständer. jetzt, ich sag's schon, was es ist. Das ist ja meistens ein gläserner Aschenbecher unten mit einem schmiedeeisernen oberen Teil und da steht oben auf einem Genau. schmiedeeisernen Also ein bisschen Schild rund, steht ja. das Wort Stammtisch. Ja. Das kann man fertig kaufen, weil in Bayern gibt es viele Stammtische und da gibt es auch eine Fabrik, die sowas offensichtlich herstellt. Also das muss man nicht selber machen, Ach sondern so. es ist total gediegen. Also es ist wirklich. Und soweit ich nur weiß, ich saß ja auch öfters am Stammtisch bei uns im Gasthof Post in Schlierse und da war auch so ein Ding in der Mitte. Und ich glaube, da ist auch in der Mitte der Aschenbecher, weil damals hat man natürlich wie Ah, die Hölle okay. am Stammtisch Ja, geraucht ja. und da hat man auf jeden Fall schon mal einen Aschenbecher gehabt und den konnte man dann rausnehmen und auswischen. Und da hat immer dann die Rolle Vasili hat dann immer den, wenn wir kamen, auch kam er dann, glaube ich, ab und zu mal, wenn wir uns hingesetzt haben mit Schiller und so, nach England, glaube ich. Irgendwie da gab es öfters einen Stammtisch, weil da hat man sich ja verschworen und Ja, kennengelernt. ja, ja. Und gab es dann Schiller und Scholz und Kling saßen dann da, die beiden Klingmänner.
und hatten in der Mitte so ein Ding. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das bedeutet auch in Bayern, dass sich gefälligst kein anderer, und zwar überhaupt keine andere, da hinsetzen darf, wenn der nicht Mitglied beim Stammtisch ist. Aha. Das heißt, im Wirtshaus bleibt der Tisch. Wenn du dich da hinsetzt, du kommst in der Wirtshaus irgendwo in Hinterhugel-Hapfing. Ja, aber kommst, was? Wie oft trifft sich so ein Stammtisch denn? Einmal die Woche oder jeden Abend? Ja, das ist unregelmäßig. So ein Stammtisch. Aber das Schildchen steht immer da. Ja, das Schildchen. Also ist der Tisch geblockt. Ja, ja, es ist auch der beste Tisch, meistens der größte und der robusteste und der beste. Und was hat der Wirt davon? Wenn die Leute nicht kommen vom Stammtisch und der... Normal im Wirtshaus hocken immer welche da. Okay. Ja, da wird ja jeden Tag gesoffen, außer wenn Ruhetag ist. Ah, ja. Das ist dann Montag. Ja, weil Sonntag muss ja gesoffen werden nach der Kirche, manchmal schon vor der Kirche. Es gibt ja manche, die gehen in die Kirche und dann ins Wirtshaus. Und es gibt manche, die gehen nur ins Wirtshaus. Oder halbe. Ja, die gehen dann kurz in die Kirche und sind schon wieder draußen. Und dann sind sie im Wirtshaus. Nein, dieses Ding hat wirklich Symbolwert, weil es dürfen sich vor allem keine Preußen oder irgend sowas, was da auch noch in der Wirtschaft rumkreistert. Okay. Ja, und halt dann einen Schweinebraten oder ein Rippchen verzehrt. Ne? Und die dürfen sich da auf keinen Fall hinsetzen. Ich bin da schon mal rausgeflogen. Irgendwo habe ich mich hingesetzt und gesagt, du hör mal, das ist der Stammtisch. So, ja. Ja, schau, dass du schleichst. Das ist auch für den Wirt so, das ist für den sehr, sehr wichtig, weil die Stammtischbrüder sind seine Stammkundschaft, ja, muss man sicher. So sehen. Da. Und selbst wenn da nur einer sitzt oder mal keiner und er würde Fremde hinlassen, dann ist das Geschäft mit dem Stammtisch vorbei. Dann gehen die nämlich in ein anderes Wirtshaus. Tatsächlich. Ja, in Bayern ist man ja rachsüchtig. Was glaubst du, man lässt sich da alles gefallen von irgendeinem Wirt, weil der meint, er könnte... Ja, guck mal, das ist überhaupt nicht meine Welt. Da kenne ich mich gar nicht mit aus. Mit Stammtisch und so weiter. Wir klären die Leute sehr, auf. Sehr interessant, dass es so funktioniert. Ja, Lindenstraße, gut, die spielte immer am Donnerstag. Man weiß nicht, wie oft ihr euch da getroffen habt am Stammtisch, aber der Stammtisch war auch für die Serie ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kamen die Figuren zusammen, auch die so gar nicht sich jedes Mal treffen, zum Beispiel Schiller und Hans und so, die waren jetzt nicht die besten Freunde, aber trotzdem am Stammtisch hat man immer wieder zusammengesessen. Ja. Gung saß auch oft dabei, Olli oft und du sowieso. Ja, Sind natürlich Sachen entstanden, auch witzige Wetten sind da entstanden. Öfter ist auch mal so ein Cliffhanger am Ende am Stammtisch gewesen, wenn jemand eine Idee hatte. Genau. Das war für die Serie ganz, ganz toll. Ja, und auch für die Schreiber. Man muss sich nochmal von der Kreation her vorstellen. Mhm. Es gibt ein Ritualplatz, wo man alles Mögliche reinschreiben kann. Genau. Also wenn es wieder was Aktuelles bräuchte, zum Beispiel, war das auch ein Platz, wo man kann sich auch darüber aufregen, klar. Ja, kann man sich darüber aufregen. Ja. Man nennt es ja auch die Stammtischhoheit. Da werden Meinungen mal richtig aggressiv vorgetragen. Mhm. Wer jetzt der nächste Bundeskanzler wird, ob das der aus NRW ist oder aus Bayern sein soll und wer wen mag und wer überhaupt nicht geht und warum wir den Österreicher nicht haben, nicht so einen netten Kerl wie aus Österreich, das wäre alles am Stammtisch jetzt besprochen worden. Ja. Das ist, für Drehbuchschreiber ist es immer ein unglaublich guter Einstieg. Glaube ich, genau. Ja, und die treffen sich immer noch, jetzt nicht mehr unbedingt zum Thema, um über Lindenstraße zu sprechen, aber sie sind noch mehrere solcher Fanclubs, die sich dem Ritual wegen treffen und gar nicht mal mehr so mit der Lindenstraße sich beschäftigt haben. Ja, das wäre hypothetisch, wäre das jetzt. Ja, genau, das ist eine reine Spekulationsfrage. Das ist reine Spekulation. Also, ob es das so gibt, weil das ist schon ein Treuebonus, ein Treuefaktor par excellence. Ja, eben, ja stimmt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil der Fanclubs einfach in der Luft zerplatzt sind, schon auf dem Weg bis hierher, seit den 90er Jahren. Mhm. Und vor allen Dingen die nur zwei Mitglieder hatten. Ja, gerade, aber ich dachte nur zwei. Zwei Mitglieder und keine Telefonnummer. Das ist natürlich out, das geht natürlich überhaupt nicht. Na, ich denke mal, wir machen das so, damit wir da jetzt mal ein bisschen auch fündig werden, werde ich weitere anrufen, um das rauszufinden. Weil ich meine, das ist jetzt die Top-Geschichte. Aber es gibt vielleicht noch andere nette, die wir vielleicht kann man es auch verknüpfen. Und es soll auch so sein, dass du speziell jetzt solche Fanclubs anrufst, von denen man heute auch nicht mehr viel weiß. Also es gibt ja den berühmten Joe Fix Fanclub, wenn du den anrufst, ist klar, was... Ja, die gibt es ja. Es gibt ja zwei, drei, die sind präsent, auch im Internet und da schreibt die Zeitung drüber und so weiter. Ja. Und das ist ja okay, die kenne ich auch. Joe Fix kenne ich, die Schweizer kenne ich nur, weil ich dann immer zur Mutter Beimer bin und gesagt, oh, da gibt es wieder was, die haben immer so Leckerli mitgebracht, so Schweizer hochqualitative, da gibt es so Süßigkeiten oder sowas, ne? so Bäckereien oder Karamell oder irgendwas, so Zeug. Was ist? Die Kekse heißen Gützi. Ja, so, ja. So wie heißt das? Gützi, sagen die zu Keksen. Ja, so Gurteln, ne? So Gurteln, also so süße Bonbons. Und
Also das muss man rausfinden. Wenn ich da jemanden finde, dann haben wir das wieder im Podcast. Du kannst es ja versuchen. Rein. Versuchen Weil kannst du es, ja. Das paar muss Folgen man bekannt machen. Das ist ja eine schöne Sucht. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Das ist ja jetzt nicht so, dass man dann irgendwo dann an einer Überdosis sterben kann oder sowas. Ne? Das macht ja auch Spaß und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Zwei Folgen machen wir und nächste und übernächste Woche sitzen wir ja sowieso nochmal hier. Also wenn du noch was mitbringst, ja, bitte schön. Dann Drehbuch kannst du auch nochmal mitbringen, vielleicht für die übernächste Folge. Ja, ich weiß, das ist so deine große Idee, über Drehbücher zu sprechen. Ja. Das stimmt nämlich auch. Und da kann ich ja wirklich viel erzählen, weil das ja, sagen wir mal, wie Drehbücher auch entstehen und was sie mit dem Theater zu tun haben und mit Dramaturgie zum Beispiel. Einfach die Abteilung Dramaturgie hat damit sehr viel zu tun. Ja. Das ist noch was ganz Eigenes. Freund von mir hatte gesagt, ich soll dich unbedingt mal fragen, das können wir mal kurz unterbringen, bevor wir dann zum eigentlichen Thema heute kommen. Wenn Schauspieler sich zum ersten Mal treffen für eine Probe, die Szene zum ersten Mal, also haben das zu Hause gelernt und dann trifft man sich im Studio, macht man dann erstmal so eine Trockenübung, auch emotional, liest dann jeder nur so seinen Text runter oder ist man direkt in der Rolle oder setzt man sich erstmal hin und liest das erstmal nur so ein bisschen stumpf gegenseitig sich vor? Wie funktioniert das? Also sprechen wir jetzt von der Filmerei, also genau, von unserer Lindenstraße. Genau, Lindenstraße. Ich spreche immer von der Lindenstraße. Da wird überhaupt nichts vorgelesen. Ach, gar nichts. Wie kommt ihr denn auch vorlesen? Naja, dass man so sich trocken erstmal so den Text zuwirft. Was meinst du, was die Produktion dir erzählt, wenn du anfängst vorzulesen? Weil da läuft ja die Uhr. Okay, also man trifft sich und man ist direkt man versucht direkt es in der Rolle darzustellen. Ja, Film ist eine Frage der Zeit. Okay. Denn Zeit bedeutet Kosten. Wir hatten zum Beispiel, ich sage das deswegen, weil wir hatten in der Lindenstraße ja ein bestimmtes Tagespensum, das recht bürgerlich war. Also das normale Drehen fing einfach um 9 an und hat um 5 aufgehört. Ah ja. Weil wir hatten ja vertraglich auch eingebunden die Kameraleute mit den Kameras vom WDR gemietet. Mhm. Also Maschine und Mensch. Und das waren sozusagen ein Preis sozusagen. Ah ja, okay. Denke ich mal. Und die waren gewerkschaftlich oder auch organisatorischer beim WDR untergebracht und waren gewerkschaftlich und WDR-mäßig um 5 Uhr fertig. Ah, ganz see, einfach. Okay. Ja, wenn die Szene aber jetzt nicht fertig war, weil vormittags irgendwas gedauert hat, dann kam es zu Überstunden. Das wurde im Lautsprecher angesagt. Quack, quack, quack. Ja, Lautsprecher, hallo, liebe Leute. Heute kommt es zu einer Überstunde. Oder zwei. Und alle direkt, oh. Ja, das ist für uns war das nicht so schlimm, weil ich spiele ja gerne und dann dauert es halt noch länger. Man muss sowieso immer warten. Ja, beim Film muss man sehr viel warten, bis viel die Pause fertig sind, mit drin, bis die eingeleuchtet haben, bis die Sachen gesetzt sind, weil immer wieder neu gebastelt werden muss, das Ganze. Da muss man sowieso viel warten. Also mir macht ja das nichts aus, aber für die Produktion war es so, unterm Strich erhöht das den Kostenfaktor von einer Folge. Und wenn das ja sehr oft vorkommt, dann muss natürlich beim WDR zum Beispiel einmal angesagt werden, ja Leute, wir wollen ein bisschen mehr Geld. Und dann sagt das Rechnungswesen beim WDR, ja, wie, wird es ja nicht fertig mit der Folge, was ist da los? Ja. Weil es muss ja immer eine Folge abgeliefert werden. Und zu einem bestimmten Preis. Irgendwie eine Folge hat, was weiß ich, kostet so und so viel und dann wird es abgeliefert. Mhm. Und erst wenn es abgenommen ist, muss man auch sehen, es gibt ein Abnahmeritual. Da kommt nämlich jemand von der Redaktion, vom WDR, der das Drehbuch kennt, der dafür beauftragt ist und setzt sich mit einer Person vom, oder auch öfters mit dem Geisendörfer zusammen, haben die sich hingesetzt in den Schneidetisch und haben die fertige Folge, die fix und fertig, sendefertig war, angeschaut, zwar ganz durch und dann den Segen gegeben, jawohl, in Ordnung, kann so gesendet werden. Von beiden, dann war es gut, dann kann es gesendet werden. Wenn noch was auszusetzen war, wurde halt wie beim TÜV, wurde dann gesagt, okay, da müssen noch zwei Schrauben angezogen werden und die Lampe darf nicht da sein und das Bierglas darf auch nicht so sein, weil da steht wieder Löwenbräu drauf und ach so, das wollen wir nicht bezahlen und so weiter. Also so Sachen, wenn entdeckt wurden, dann muss nochmal nachgebessert werden und ob es dann nochmal Abnahme gab oder auf Treu und Glauben, auf jeden Fall so war das dann von dem. Und wie kam ich jetzt auf die Überstunden? Das muss mir kurz mal helfen. Überstunden? Naja, weil du sagtest, wir haben nicht so viel Zeit, alles trocken vorzulesen. Man muss direkt reingehen. Ja, genau, wegen der Vorarbeit. Also, man kommt mit gelerntem Text. Ja, okay. Ja, das gehört zum Job dazu. Das ist im Vertrag drin. Du musst mit gelerntem Text kommen. Und den auch direkt spielen können. Ja, du musst. Natürlich geht das jetzt nicht gleich in Perfektion vom Anfang an. Sondern man kommt halt, der Regisseur, und kommen alle ans Set. Und dann gucken noch, der Ton kommt dazu. Der hält schon mal die Angel drauf. Angelegt, nimmt man den Stab mit dem Mikrofon vorne dran und dann wird halt geprobt. Und es kommt darauf an, wie der Regisseur eben sich vorbereitet hat. Es gibt da
welche die am Reißbrett jeden Gang ganz genau vorbereiten. Mhm. Weil die Kameras werden ja so positioniert, weil wir mehrere haben, sodass es in der Szene eben der Schnitt A, B, C, D, E, F, dass es dann fortlaufend die Handlung schon gibt in den verschiedenen Kameraeinstellungen. Deswegen geht es ja eigentlich relativ schnell. Mhm. Und manche haben das schon Wochen vorher wie auf dem Reißbrett vorbereitet und sich genau eingezeichnet, wo der Schauspieler zu stehen hat. Und da durfte er sich auch nicht wegrühren, weil das hat in den seinen Plan reingepasst. Das musste so sein. Ja, das heißt, da war die Kreativität ein bisschen beschnitten. Da musste man es in Kauf nehmen, musste man sagen, okay, ich stehe halt hier und kann nicht mehr und soll auch nicht und jetzt muss ich halt alles von hier aus machen und dann meinen Gang rüber machen und dann da wieder stehen bleiben. Es wurde dann ein bisschen marionettenhaft. Zack, zupf, zupf, zupf und so war die Szene dann gebaut. Das konnte auch gut sein. Wenn der gut war oder die gut war, wir hatten ja viele Frauen auch, dann konnte man damit auch ganz gut spielen. Man muss halt den inneren Vorgang dann gestalten. Das heißt, die Gestaltung ist dann nicht möglich, dass man sagt, ja, würde ich aber gerne rübergehen und einfach, bevor ich der Frau eine klebe, sie nochmal umarmen. Finde ich aufregender. So, ach, das geht gar nicht, Franz. Nein, 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 du klebst dir eine, aber ohne Umarmung, sage ich. Aber das wirkt besser, wenn ich sie erst umarme und dann eine scheure. Oder umgekehrt. Oder sie mir. Oder wir machen, oder wir, oder, ja, ja. Oder wir schimpfen da oder haben das, oder ich gucke nochmal zurück und schimpf nochmal. Ich gucke nochmal zur Tür rein und dann sage ich nochmal, du bist ein Schwein, ein zweites Mal. Sowas alles kann man ja sagen und dann kreativ einbringen bei der Probe. Aber das bei manchen war das nicht möglich. Dann gab es welche, die waren gnadenvoll zu einer Mischung. Und dann gab es einen, der hatte dann die absolute Souveränität. Und das war der am Anfang, wie ich kam, die meisten Folgen gemacht hatte. Das war George Moores. Ah ja, der berühmte George Moores. Der berühmte George Moores. Der also viele, viele Kinofilme vorgemacht hat, auch aus München kam und ein deutsch sprechender, perfekt deutsch sprechender Amerikaner war, der aber so ein bisschen wie so ein GI sprach. Hallo Franz, ja Franz, gehst du rüber oder hast du was anderes vor? So. Der sprach ein bisschen so und war also der Grand Seigneur, war wirklich auch der Lehrmeister von Geisendörfer gewesen, einmal eine Zeit lang, habe ich also dann von mir erzählen lassen und der hat sehr viel Freiheit gegeben. Der hat gesagt, okay, also, was machen wir denn jetzt? Sag ich, naja, wir fangen jetzt mal an. Ja, dann zeig mal. Der hat es ganz bequem gemacht. Der hat erstmal die Schauspieler schnell mal spielen lassen, wie die sich das vorstellen. Ah, und da wir nicht blöd sind, wissen wir schon auch. Sagt er, ja, Franz, du bist da in der Ecke und sitzt da auf dem Stuhl, Marie-Louise. Und dann kommt einer rein und die Tür geht auf und er sagt, nein und so weiter. Draußen schneit's, ich will nicht nach draußen, bla bla. Irgend sowas. Ne? Und dann reagiert ihr. Okay, dann zeigt er mal, wie das so geht. Und er hat sich erst mal zeigen lassen. Und so konnte man eine Beziehung zu dem anderen Schauspieler schon mal intensiver aufbauen, weil klar, er hatte einen Spielraum. Und manchmal konnte ich sagen, ich kann nicht da rübergehen und einfach mal die Hand auf den Tisch legen und sagen, ich brauche aber diese Reisebuchung sofort, Frau Beimer. Jetzt, weil die Claudia springt mir sonst im Quadrat oder sowas, ne? Kann ich da hingehen und ein bisschen auf den Tisch pochen, zum Beispiel klack, klack, klack oder sowas, dem Nachdruck verleihen? Ja, ja, klar, natürlich, ja, mach das mal. Danach hat er dann die Kameras eingerichtet. Das hat er sich gemerkt, sehr schnell, dass er gesagt hat, okay, da geht er darüber. Das steht nicht im Drehbuch drin, das ist neu. Und die Beimerin hat natürlich auch Kreativität ganz oben gehabt. Die hat sich ganz viel einfallen lassen. Echt, ja, da könnte ich ja hier, da und da. Die musste man dann ein bisschen bremsen, weil sie so ein Temperament hat. Und unterschiedliche Art haben die Leute das benutzt. Und dann hat der George Moores die Kameras danach eingerichtet, das wurde schnell nach hinten gegeben und da wussten die schon, also die im Schnitt hinten und im Vorschnitt, die Dame, die das koordiniert, eine unglaubliche Aufgabe, die wussten dann schon, wenn der George Moores die Regie hat, dann müssen sie ein bisschen alert sein, weil da ist noch Flexibilität. Ja? Okay. Bei dem anderen geht es nach Schema F, da können sie über den festen Plan, können sie schon ein Nickerchen machen, weil da geht der Schauspieler nicht. War der deshalb so beliebt beim Team, der George Moores, dass man immer so viel über, weil der Geißendörfer redet, auch in höchsten Tönen von ihm, es wurde ihm ja auch nach ihm ja auch das Café benannt, da in einer anderen Straße. Ja, War das für euch schon auch persönliche... Ja, da ist halt was, wenn man weiß, dass einer hundertprozentig kompetent ist und ruhig ist. Dass einer einfach so viel Erfahrung hat. Weißt, das ist wie ein guter Koch. Ja. Also er war wahnsinnig souverän. Absolut ruhig, souverän. Der wusste das genau. Und er hatte aber
Witz und Charme und auch eine Ironie, mhm, haben nicht alles so ernst. Ja? Mhm. Man muss dann nicht auch nicht alles so ernst nehmen. Da, wenn es auch eine tragische Szene ist, das ist halt am Theater. Das wird ja hergestellt. Und deswegen muss man jetzt nicht in Sack und Asche gehen und so ernst durch die Gegend laufen. Jetzt haben wir eine ernste Szene. Ho, 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 ho. Ja, ja. Sondern man sieht es ja auch an den vielen Klappenfilmen, also an dem, wie es nicht geklappt stimmt, hat und so weiter, dass es auch immer was Humorvolles hat, weil sonst kannst du den Job ja gar nicht machen. Sonst sagst du, was mache ich da eigentlich? Ich gehe in einen beleuchteten Raum, ziehe mir vorher andere Kleidung an, lass mir ein bisschen Farbe ins Gesicht tun. Was mache ich denn da eigentlich? Das ist ja unter meiner Würde. Und dann gehe ich rüber und spreche einen Text, den jemand anders geschrieben hat. Ja, bin ich bescheuert? Also man muss als Schauspieler auch eine bestimmte Leichtfertigkeit haben. Ja, ja. Und das war bei ihm halt einfach, und er hat einfach diese Erfahrung gehabt und er hat uns auch gelassen, er hat einfach dann Freiheit gelassen und dadurch wurden manche Szenen einfach wirklich toll. Ich fand das wirklich faszinierend, weil dann war das, wie der Schauspieler, man konnte noch mehr anbieten. Er hat gesagt, ja, wenn er sagt, nee, Franz, das ist nicht gut oder sowas, sage ich, ja, warte, ich mache es anders, ich habe noch zwei Angebote. Ah, zack, ja, okay. Zack, verstehst du, wenn ich dann nicht mit der Frau auf den Tisch schauen soll, dann gehe ich halt hinten um sie rum und flüstere ihr ins Ohr oder sowas und sage, Frau Beimer, ich brauche das jetzt sofort, hören Sie das einmal jetzt und so weiter. Ja, weißt du, dass man einen anderen Gang macht, dass, ja, eine andere, dass die Intensität mit einer anderen Körperlichkeit einhergeht. Aha. Und das ging und mit der Marie-Louise Marjan auch gut, da war sie auch für zu haben für sowas. Ja, ja, die hat dann sofort ganz spritzig gesagt, ja, mach ich das, dann machst du das. Die hat natürlich dann auch, es gab welche, die haben dann auch gerne eine Co-Regie gemacht. Mhm, ja, wenn man da nie aufgepasst hat, dann hat nämlich dann jemand, also nicht nur Marie-Louise Marjan, sondern manche anderen oder so, manchmal ertappte ich mich auch dabei, vielleicht bei jüngeren Schauspielern, dass ich gesagt habe, ja, dann lass uns das so machen, dann machst du das und dann mach ich nur das. Aber da gibt es doch bestimmt auch Regisseure, die da das überhaupt nicht abkönnen, wenn man absolut auch nur ansatzweise irgendwas. Ja, ja, da ist, ja, ja, ist schon gut, Franz, okay, pass auf, also wir machen das jetzt so. Ja, wir wollen heute über Fanclubs sprechen, über Fans allgemein. Also wahrscheinlich auch darüber, von wem du mal so Fan warst oder wie man überhaupt dazu kommt, Fan zu sein. Wie würdest du das Wort Fan eigentlich definieren? Also Fan kommt ja eigentlich so von Fanatiker. Ist Fan automatisch positiv oder kann das auch übertrieben sein? Naja, ich meine, es gibt wahrscheinlich einfach jede Menge Abstufungen von Fan. Und was die Leute halt und darunter verstehen, also oder wenn man jemand verehrt, zum Beispiel wenn man eine Frau verehrt, ist man der Fan. Ja, stimmt. Das hören sie gerne übrigens, gell? Wenn man sagt, wissen Sie was, Sie schauen gut aus, ich bin Ihr Fan. Das ist nicht selbstverständlich, da kann man ein bisschen Charme verbreiten. Ja. Und weißt du noch, von wem du zuerst Fan warst oder wo du gedacht hast, Mensch, also nimm mal den künstlerischen Bereich jetzt schon mal auf, ne? Oder zumindest den öffentlichen Bereich, kann auch ein Sportler sein, wo du als Kind gerne nachgeeifert hast oder so ein Autogramm haben wolltest, wo du so das Gefühl hattest, gibt es da so jemanden? Ja, es ist so, ich bin ja, sagen wir mal so, aufgewachsen, so ein bisschen wie Mowgli im Dschungelbuch. Ja, 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 ja. Okay. Also in den Bayerischen Bergen oben, in Schliersee, wenn man beim Maibaum so rauffährt da oben und im Winter alles ein halbes Jahr zugeschneit wie die Hölle, bis zu 2 Meter Schnee, gell? Und wir hatten keinen Fernseher. Und mein Vater ist gestorben, wie ich klein war, der war Theaterintendant und der hat ja sehr viel, sehr, sehr viele diverse Karrieren gemacht, und aber immer mit Theater, der hat keinen Film gemacht. Und ja, und meine Mutter spielte nicht mehr, die war ja Schauspielerin. Und so bin ich eigentlich völlig unbelegt von diesem ganzen Theaterzeug aufgewachsen. Und das hat mich auch nicht interessiert, weil ich hatte immer den Eindruck, ja, mei, ich weiß nicht, es scheint kompliziert zu sein. Und ob man da Geld mit verdienen kann, weil wir hatten dann weniger, weil natürlich der Vater weg war. Ja. Und normalerweise hat ein Regisseur oder Theaterintendant sehr viel Geld verdient, aber das war nicht zu meiner Zeit. Sondern da war der halt dann schon sozusagen in den ewigen Jagdgründen verschieden und in einem nächsten Leben irgendwie untergebracht und da war er vielleicht Schauspieler. Ich jedenfalls wuchs mit Skiern auf, mit Bergsteigen und mit Auto reparieren und lauter so Zeug. Und wir hatten erst relativ spät einen Fernseher. Und jetzt muss ich schnell mal gründeln. Jetzt warte mal. Die erste, da war ich aber klein. Also zwei Sachen gibt es. Und zwar, müssen wir, Stichwort Schwarz-Weiß-Filme fällt mir gerade ein. Puh, ja, gar nicht mein Gebiet. Was? Gar nicht mein Gebiet, Schwarz-Weiß-Filme. Ja, warte nicht, ich muss ja mal was anderes erzählen, damit du einmal was hörst, was du noch nicht weißt. Du weißt ja sonst immer alles. Ja, ich versuche dann irgendwie schnell noch einen Bezug zur Lindenstraße hinzukriegen. Ja, dann ja, bin ich ja, wieder dabei. Ja, 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 das hat schon, Schwarz-Weiß hat einen Bezug zur Lindenstraße, weil wir haben immer Schwarz-Weiß die Fotos, die du auch hier in deinem Akt hast. Die Autogrammkarten, ja, stimmt. Das ist eine Anlehnung an die
an die Würdigung von Schauspielern, die viel besser rauskommen in Schwarz-Weiß. Stimmt, ja. Als Persönlichkeit, die, Karten die man viel verehren schön. Kann. Ja, das ist richtig. Das ja. muss man schon mal, das ja. ist schon mal die Überleitung. Aber da wurde mal bei uns in Schliersee wurden öfters mal Filme gedreht, und zwar Heimatfilme. Mhm. Da gab es einen bekannten Produzenten, der hieß Franz Seitz, sehr bekannt. Wunderschöne Idyllen in den bayerischen, österreichischen, Tiroler Bergen mhm. mit Musik und so weiter und so fort. Und da wurde ein Film gedreht, so ein Heimatfilm. Und da war eine Hauptdarstellerin, die war damals ganz bekannt, weil sie war die Frau von Dietmar Schönherr. Sie hieß Fifi Bach. Fifi Bach, eine Blondine, eine Schwedin und ein Sexsymbol schlechterdings hin. Und ja, genau. Und das wussten wir natürlich. Meine Mutter hat auch mal so Zeitschriften gehabt, irgendwie so über Schauspieler, oder ich wusste das irgendwo. Und auf jeden Fall haben die dann bei uns im Gasthaus Tierfall gedreht, innen drin. Und dann weiß ich noch, wie ich draußen hin bin und habe versucht reinzuschauen. Und an die Scheibe habe ich gedacht, wo ist die Frau? Wo ist das Sexsymbol? Da war ich vielleicht 8 oder sowas. Ach Gott. Ja, das sage ich jetzt mal so spaßhaft. Die war halt einfach wichtig und die war berühmt. Ja, das ja. wussten wir schon. Ja. Und meine Freunde hatten auch Fernsehen. Also beim Arzt drüben hatte ich meinen Freund, da hatte ich dann schon immer Fernsehen, konnten wir dann rauf und runter schauen, weil die hatten schon seit Anbeginn, seit 1954 einen Fernseher. Mhm. Auf jeden Fall war Fifi Bach sozusagen traumhaft, und wenn die dann irgendwie raustrat und nur irgendwie rüberging aufs Klo oder irgendwie, man sah sie dann irgendwie, ja, blieb einem schon das Herz stehen. Das ist ein richtiger Star und ganz was Besonderes, und es war wirklich Film, und ja, es war atemberaubend. Das war so meine allererste. Hast du mit ihr dann auch mal gesprochen? Nein. Das war völlig unmöglich. Die haben dann auch abgebaut und dann haben sie so Leitern raus. Dann war eine nächste Szene, weil sie wohnte anscheinend im ersten Stock oben. Und dann gab es so eine Szene, wo die bayerischen Männer in Lederhosen dann die Leitern auf sind. Gleich 5 aber mal, weil die wollten zu der zum Fenster. So ganz klassisch, also ganz klassische bayerische Szene. Absolut, völlig klassische Klassiker, bayerische Klassiker. Ja, das war für mich dann schon ein... Dings, als wir einen Fernseher hatten, da wurde ich dann Fan, das kann ich jetzt einflechten. Das war zum Beispiel für meine Karriere auch maßgeblich, weil da liefen, wir hatten 68, relativ spät, ne, hatten wir einen schwarz-weißen gebrauchten Fernseher. Ja. Übrigens, den habe ich später in der Lindenstraße versteigert. Ja, den Schwarz-Weiß-Fernseher. Ist auch eine lustige Geschichte. Dein es gab mal original einen Fan-Treffen, alten, ja. Den habe ich im Auto mitgebracht, und da sagte dann die maßgebliche Organisatorin, Frau von Wisotzki, also deinen Fernseher, meinst du, soll man wirklich versteigern? Sage ich, ja, ich gebe da Autogramme drauf. Und der wurde auch ordentlich versteigert, für einen guten Zweck. Ja, wirklich. Und dieser Fernseher stand dann bei uns ganz neu, und es gab Schwarz-Weiß-Filme mit Marlon Brando, ja. mit Humphrey Bogart, ja, okay. mit David Niven, mit Liz Taylor, alle die Western, alle die Sachen. Da hast du dich ja an den ganz Großen orientiert. An den ganz Großen, ja. Oder Gangster, die Gangsterfilme, also ja. Alles, was Humphrey Bogart gedreht hat. Ich wurde ein absoluter Humphrey Bogart-Fan. Mhm. Ich dachte, der ist doch cool. Der macht fast nichts. Ja, der verzieht das Gesicht so ein bisschen. Hat immer eine Zigarette im Mundwinkel, und die Frauen laufen ihm hinterher, finden ihn scharf. Ja, ja. Ja, so Casablanca lief natürlich auch. Und dann Ingrid Bergman. Und dann diese, also die ganzen 40er Jahre und die Beleuchtung. Ich fand das so faszinierend. Und ich war völlig hin und weg nach einem solchen Film und bin dann raus. Abends konnte meine Mutter irgendwas anderes überhaupt nicht mehr sehen. Dachte, was will ich überhaupt mit der? Und bin dann hoch den Almweg. Wir wohnten unterhalb von einer Niederalm, wo die Kühe im Sommer waren, wo man Schlitten fahren kann, wo man ganz gleich am Wald dort. Und dann bin ich den Weg zur Alm rauf und habe mich also dermaßen, habe das so nachgefühlt und habe mich in die, sagen wir, in die Rolle, wirklich in das Sein von diesem Humphrey Bogart eingefühlt. Oder wie hieß der noch, diese ganzen Strasberg-Schauspieler, wo ich später auf der Schule selber war. Also der da mit dem Porsche ums Leben kam, wie hieß er noch, der Liebling der Frauen. Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Vielleicht kann das jemand der mit dem Porsche sich daran hat. Ja, der hat dann und so weiter. Auf jeden Fall diese Zeit und den habe ich mir auch später hingehängt. Also Humphrey Bogart, dann Charlie Chaplin. Diese, von den Leuten habe ich viel gelernt. Dachte ich, wow, ja, genau, richtig. Und habe mich, das Wichtige ist für einen Schauspieler, sich in etwas hineinzufühlen, ja, und sich genau. das zu holen. Also dann war ja quasi dieses Fantum auch bereits so eine Art, so ein Vorbild oder Inspirations Gedanke mit da drin. Du warst ja nicht total. Einfach nur Fan und dachtest, oh Gott, den himmel ich an, da komme ich niemals hin, wie bei so Rockstars nein, oder so. Nein, für dich war das eher so eine Art Wegbegleiter, wie dein Weg auch
gehen könnte, so ein... Ja, ich habe das abgekupfert. Weil ich war immer temperamentvoll, wild und so weiter. Es war doch nicht die Zeit, wo man was von Mädchen will. Das war ein bisschen, es war eigentlich schon, natürlich. Entschuldigung, also, ja, Moment. Nur als Achtjähriger 68, schon, also. Als Achtjähriger, na gut, vergiss es. Also, ja, auf jeden Fall, war, das war schon die Zeit, wo man dann auf die Frauen zugeht. Und ich war etwas temperamentvoll und wild. Mhm. Ja, ich war ja schon bei den Schürblattler und ein bisschen so auf Zugriff. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, jetzt auf geht's, was machst du ein bisschen und so weiter. Das war selbst für die bayerischen Mädel ein bisschen zu viel. Ach was. Ja, so. Dann buchstäblich sind manche vor mir davongelaufen. Ich weiß nur eine, und die war so sportlich, dass sie mir einfach davon ist. Ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Die war so schnell. So, wart, ich will nur mit dir reden. Und die hatte panische Angst. Oder sie lief jedenfalls, wollte also bei ihren Eltern Unterschlupf suchen. Es ist ihr gelungen in der Bäckerei. Mm-hmm. Und auf jeden Fall hab ich dann gedacht, ja, wie macht denn der Humphrey Bogart das, dass eine Lorraine Bacall, ja, diese, und dann hat er noch eine gehabt, er hat immer zwei gehabt. Eine war Lorraine Bacall, die, glaube ich, mit dem Pfeifen, der gibt so eine Szene. Mm-hmm. Oder African Queen, ja, diese, da hat er dann die andere gehabt, dass die so scharf auf den sind. Ja, dachte, weil im Film, das war für mich auch ein bisschen real. Natürlich haben die das in Hollywood hergestellt, ist ja klar. Und der war vielleicht am Abend froh, wenn er die Lorraine Bacall nicht mehr sehen musste. Aber die haben es einfach so gut gemacht. Dann habe ich Understatement kennengelernt. Mhm, das heißt etwas, also nicht einfach so wild sein, wie man gerade will, sondern so ein bisschen so lässig. So, hallo, kann ich Ihnen helfen oder sowas? Oder hallo, haben Sie einen Wunsch frei? Ich würde Ihnen gerne helfen. So, so dem Stil. Das habe ich dann ausprobiert. Und schwerer Einbruch mal einmal in München. In München gibt es auf der Leopoldstraße gibt's so Stände am Abend im Sommer, wo so Kunstwerke und Schmuck verkauft wird. Mhm. Ja, so ganze Stände. Lauer Sommerabend, da habe ich schon studiert. Und da hatte der so Ringe und so schöne Sachen. Und ich gucke mir die so an, kommt eine Frau neben mich, schaut auf die Ringe. Da dachte ich, ja, hey, wie komme ich jetzt mit der ins Gespräch? Himmel, Donnerwetter. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich so wie im Film. Und habe ich den Spruch gebracht, ich habe ihn einfach gebracht, Entschuldigung, welchen Ring darf ich Ihnen kaufen? Aha. Wow, die haben mich angeschaut, verstehst du, als hätte ich ihren Finger ins Ohr gesteckt und ist sturstracks einfach abgehauen. Dann habe ich gedacht, dann hätte sie wenigstens sagen können, nein, Dankeschön oder sowas. Aber die war völlig überwältigt davon. Und das war, dann war ich natürlich traurig, dachte, ja, Mist, also irgendwie, dann fühlte ich mich abgewertet. Aber ich dachte, ja, die findet mich wahrscheinlich ziemlich scheiße. Und würde mit mir nie was anfangen. Das heißt, es ist auch kein Zielobjekt, hinterher zu rennen. Ja, und so weiter, dachte ich, ja, so genau funktioniert es auch nicht. Also, aber von denen habe ich viel gelernt und mir das auch abgeguckt einfach. Und auch Marlon Brando oder ja, wie er das gemacht hat in einer Szene, weiß ich noch, wie er dann einer hinterher ist. Also wirklich unglaublich, also wirklich ins Haus. Und dann hat er ein Haus fotografiert, das Foto alt gemacht, also der Trick. Und ist dann später wieder hin und hat gesagt, dieses Foto, da wohnte meine Urgroßmutter. Sagen Sie mal, wohnen Sie jetzt hier oder darf ich mal sehen, die Küche? Die hat mir immer so viel erzählt und so. Und dann, es dauerte im Film keine 3 Minuten, da war er mit ihr oben im Schlafzimmer. Nein, es war ein Traum, dachte ich, ja, so muss man es machen. Okay. Also das war quasi dann für dich auch menschlich so eine Inspiration, was man so versuchen kann. Und, Ja. Aber man muss natürlich die Wesensart eines Marlon Brando dann auch haben. Ja, oder? Das ist natürlich dann schwierig. Und das habe ich aber dann später auf der Schauspielschule, hatte ich dann da, ja, da hatte ich schon einen reichen Schatz für mich im Inneren angesammelt. Weißt du, das schon hattest du denn auch mal so eine Begegnung, wo du der Fan warst und du hast den, also Gerd Fröbe, ich weiß, das haben wir schon drüber gesprochen, Charlie Chaplin, hast du einen Brief geschrieben, aber hast du dich mal schon mal vor jemandem geoutet als Fan und wirklich nur den Moment des Fans gehabt, ein Autogramm genommen und dann bist du auch wieder brav gegangen? Oder hattest du immer so, bist immer noch einen Schritt weiter gegangen, weil du eigentlich ja noch ein Ziel da drin hattest? Also ich hatte, offen gestanden, ich hatte kein Autogrammbewusstsein. Mhm. Ja, das war bei uns im Dorf, hatte keiner ein Autogramm. Ja, das war dann später wahrscheinlich anders, also 20 Jahre später war das sicher anders. Möglicherweise, ja. Weil da war dieses, also das ging an mir völlig vorüber. Ich hatte nur Schwarz-Weiß-Fotos von meinen Eltern aus ihrer Theaterzeit und von meiner Mutter und aus der Schauspielschulzeit und der Zeit am Theater. Und mehr hatte ich eigentlich an Autogramm. Ich glaube, ich hatte nie ein Autogramm. Ah ja. Also, und ich hatte halt dann Begegnungen natürlich, weil ich ja beim Radio war. Ich war halt beim Radio als Nachrichtensprecher und als Stationssprecher für das jeweilige Programm und im sogenannten
dritten und ersten Programm gab es oft Gäste. Mhm, und natürlich waren das Prominente. Und der stationsführende Sprecher, das war auch ich schon in meinen jungen Jahren, man hatte die Federführung und auch die Aufsicht, diese 6 Stunden lang mit der Technikerin zusammen, aber die war weisungsgebunden, weil die musste ja die Arbeit, die technische machen, mhm, und der Sprecher musste auch das Sprecherische und das Gesellschaftliche machen. Und wenn die interviewt wurden von irgendeinem Interviewer, musste ich das vorbereiten und da kam halt dann auch Franz Josef Strauß. Ne? Naja. Kann man sagen, ja, okay, ist gut. Ja, also hast du einige Leute kennengelernt. Ja, eben. Auch welche, denen du im Gespräch gesagt hast, direkt so am Anfang, Mensch, sie bewundere ich ja schon mein ganzes Leben. Nein. Ist das eigentlich ein guter Einstieg für so einen Gast, wenn der Interviewer sich quasi am Anfang direkt so ergibt und sagt, ja, also ich bin ja schon lange Fan von Ihnen? Oder ist das unangenehm als Interviewter? Nein, das kommt darauf an, wie man es bringt. Das ist ja immer die Frage, wie. Das kann man ja, also das gab es bestimmt oft. Frag für Freund, ja, okay. Ja. Wir hatten ja dann Moderatoren da, also auch so im volkstümlichen Bereich. Mhm. Und dann, die dann so ganz berühmte Jodlerinnen. Und die kamen dann in einem aufgebrezelten Dirndl. Na, da fällt ja nichts mehr ein. Ja. Also Maria und Margot Hellwig, die kamen so oktoberfestmäßig, weißt du, die waren so perfekt. Also so auch businessmäßig. Also wirklich im Showgeschäft etabliert. Die Maria ist inzwischen gestorben, ne? Das, ja, die sind ja uralt. Ja. Also ob die beide noch leben. Ich wusste gar nicht, also ich dachte immer, es wären zwei Schwestern. Das heißt, Mutter und Tochter. Ja, genau, ja, das habe ich. Ja, manche halten sich ewig, sowas wie Marika Röck. Ja, solche Leute, ja, die haben kein Verfallsdatum. Also es ist ganz klar. Und naja, singen hält jung, come on. Also singen ja, und so weiter. Da lacht. Und solche Leute habe ich natürlich da reihenweise, da könnte ich natürlich von erzählen. Mhm. Aber einer war zum Beispiel schon bemerkenswert, der dann reinkam, ganz bescheiden lieb. Und den kannte ich natürlich deswegen, weil ich hatte natürlich Bravo, die Zeitschrift, die hatte ich natürlich auch mitgekriegt. Die habe ich nie gekauft, weil es hat mich dann nicht so interessiert. Und irgendwo gab es es immer zum Lesen bei den Freunden. Und da wollte ich nicht mein Taschengeld für verschwenden, für eine Bravo. Ich hatte aber auch nicht jemand, der Starschnitt aufgehängt hat oder sowas. Ja, ich schon, aber es waren noch andere Zeiten, 90er Jahre. Ja, da gab es Bravo immer noch. Also ja, zu unserer Zeit gab es schon Bravo. Gibt es heute noch. Eben, Bravo. Starschnitte und so, das sagt mir schon was. Ja, genau, die gab es auch mal in Lindstraße. Ich glaube, von mir gibt es auch einen Starschnitt. Ach, was, wirklich? Ja, was, wirklich? Natürlich gibt es einen Starschnitt. Wieso habe ich denn endlich etwas, was du nicht weißt. Ja. Man muss immer wissen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, der Herr Schlichting ist nämlich so ein ausgefuchster Alleswisser. Ich muss jetzt zu eBay und deinen Starschnitt kaufen für 1 Euro. Ja, dann weiß ich, ob ich das kaufen soll. Und zwar hat er das Foto in der weiß-blauen Schürze. Ja. Da, und zwar haben sie mir dann das Instrument, die Fleischergabel, da so eine lange Gabel in die Hand gegeben und da eine Wurst aufgespießt vorn. Und die halte ich so wie ein Schwert also nach vorn. Das Bild kenne ich. Das Bild kennst du. Und davon gibt es einen sogenannten Starschnitt. Ach so. Ob der in der Bravo kam, weiß ich gar nicht. Ich weiß, aber irgendwo gab es den zu bestellen. Wäre witzig. Ich glaube, das gab es im Internet. Irgendwie gab es sowas dann mal. Ach so, das kann sein. Vielleicht zum Ausdrucken oder so auf der Website, so als sowas. Aktion. Das mag sein, ja. Ja, wir hatten ja so verschiedene Aktionen. Auf jeden Fall, jetzt muss man eine Überleitung machen, wie kam man jetzt da zu dem Starschnitt und zwar zu den Vorbildern und Schwarz-Weiß war man. Gell? Ja, und zwar, naja, ich hatte dich ja gefragt, ob du auch schon mal als Fan jemandem begegnet bist und dich gleich dann so. Achso, ja, der da, jetzt weiß ich es wieder, der bei uns dann im Bayerischen Rundfunk reinkam, weil ja, der richtig, interviewt richtig, wurde. Genau. Und das war dann, der war in den Starschnitz und überall und dieser Teenie-Schwarm, das geht natürlich an mir auch nicht spurlos vorüber, das war Roy Black. Roy Black. Da kam Roy Black um die Ecke und den musste ich begrüßen und als Gastgeber sage ich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich dann Roy oder Roy Black sagen soll. Oder ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall war es ganz nett. Der saß dann auch auf dem Stuhl, wo früher der Franz Josef Strauß gesessen ist. Also wir sind hier immer noch beim Lindenstraßen-Podcast. Auch wenn jetzt Maria und Margot Hellwig gefallen sind und Roy Black jetzt hier das Hauptthema ist. Keine Sorge. Fans, genau. Ja, Fan. Auf jeden Fall durch diesen Bayerischen Rundfunk hatte ich dann auch eine Person kennengelernt. Einen ganz bekannten Kabarettisten und auch einen Schauspieler und der auch singen kann und der ganz viel Kinderfunk gemacht hat, ganz viele Kinderfunk-Hörspiele und der heißt Klaus Hafenstein. Klaus Hafenstein hatte so eine raue, sehr, sehr unwiderstehliche und unverkennbare Stimme. Und der hat eine eigene Sendung gehabt. Wir hatten ja dann Leute, die hatten eigene Sendung. Ach, das war der vom Dschungelbuch. Ne? Das ist und der, ja, genau, weil ich hatte gesagt vom Dschungelbuch. Ja. Genau. Und der hat doch dieses Lied gesungen, ich möchte so sein wie du. Okay? Oh, ja, du wie du.
Das ist der Affenkönig, oder? Genau. Ja. Genau. King Louis. Und das hat der mit der Stimme gesungen. Ich möchte sein wie du, stehen wie du, gehen wie du. Genau. Schnabbedipdabdabdu. Also dieses leichte, raue, das, was ich jetzt so imitiere. Ja, ja, ja. Rapapa. Und Klaus Hafenstein hatte mit dieser Stimme immer schöne Sendungen gemacht, auch sehr bedacht, auch auf die Leute, die zuhören. Er hat immer aus dem, sehr erfahren halt schon zu der Zeit, der war, da war der 60 Jahre alt oder so, der hatte wirklich auch 40 Jahre Showbusiness hinter sich. Und der hat dann auch in den Rundfunk Autogrammpost gekriegt. Und da war eigentlich das erste Mal, als ich dann, da war ich dann, 23 oder 22, da hatte ich dann gemerkt, aha, da schreiben Leute also einen Brief und wollen eine Postkarte mit dem Autogramm haben. Also es war mir nicht ganz fremd, ich war ja nicht blöd. Aber da sah ich, wie er damit zum Stapelchen kam und von der Redaktion und sagt dann, ja, ich habe wieder Autogramm gekriegt, mal gucken, was die so haben. Ist ja ein bisschen Pause, wenn so ein Musikstück spielt, der hat das angesagt, dann kommt er raus und so und da guckt er so rein und sagt, ah ja, die schreiben wieder dies oder jenes. Und so, ja, muss man ganz sorgfältig behandeln. Und da hat er mich etwas aufgeklärt, er merkte, wie ich so guckte. Und dann hat er gesagt, ja, also jeder, der ein Autogramm schreibt, ist sehr, sehr, einen Autogrammwunsch hat, ist sehr, sehr wertvoll. Denn für einen Darsteller ist das Kundschaft. Wie im Geschäft. Das ist das entscheidende Wort an der Stelle. Wie in der Metzgerei. Ja, kommt einer rein, sagt, ich möchte gerne ein halbes Pfund Wammerl und dann Aufschnitt, dann ist das Kundschaft. Ja, Aufschnitt ist also verschiedene Wurst. Ja, das weiß ich. Das, weißt du, das Wort ist in Norddeutschland angekommen. Ah, es gibt es in Norddeutschland. Gut, ja, muss ich, ja. Und auf jeden Fall dachte ich, ah ja, okay, ja, ja, das macht Sinn, natürlich, ja, klar, logisch, das ist ja Kundschaft. Ich meine, es sind nicht viele, er hat da vielleicht so 5 Briefe in der Hand gehabt, ne, an dem Tag. Und sagte, ja, ja, die muss man dann beantworten. Und so, und dann hat er die zu Hause wahrscheinlich mit dem Autogramm versehen und so weiter. Und dachte ich, ah ja, okay, so macht man das. Das habe ich so mir gemerkt und dann ist jahrelang vergangen und da hatte ich dann gar nichts mehr zu tun. Aber es ist auch interessant, dass das so eine Szene, wenn dir jemand sowas sagt, dass das auch so Momente sind, die dann so ewig nachhallen, ne? Die dann wirklich so prägend sind, dass du heute noch davon erzählst und die dich dann wahrscheinlich auch durch deine gesamte Darstellerkarriere so ein bisschen begleitet haben, dass du dich daran erinnerst und dass auch beim Schreiben dieser Autogrammkarten für die Lindenstraße zum Beispiel, ihr habt ja wirklich viele Autogrammkarten geschrieben in eurem Leben, ja. Das war ja immer dann quasi immer so mit dabei, diese Szene, ne? Absolut, ja. Das. Und da habe ich auch viel, ich habe auch missioniert. Ich habe ja bei vielen Kolleginnen oder Kollegen oder auch Jüngeren, weil manche waren gar nicht so begeistert, also die haben das dann gemacht wie lästige Pflichterfüllung, weil sie halt, sagen wir mal so, vielleicht auch nicht so viel Erfahrung hatten und haben dann ja, sich nicht so in den Gesichtspunkt rein versetzen können. Ja, ja. Und dieser Satz, alles Kundschaft, das muss man, habe ich gesagt, das musst du dir jetzt mal hochrechnen. Du musst mal schauen, wie viele Autogramme du gibst. Und hinter jedem, der halt, gibt es ja so Hochrechnungen, dass man sagt, hinter jedem, der ein Autogrammwunsch ausdrückt, also gibt es vielleicht, sagen wir mal, locker 1000 andere, die das nicht machen, die aber genauso denken. Die genauso Fans sind, bloß die sagen halt, ich hol mir jetzt keinen Umschlag und eine Briefmarke und schreib da dem Dings da oder der Mutter bei, mal kann ich ein Autogramm kriegen. Ach nö, mache ich nicht. Ja, ja, ja. Obwohl sie es gerne würden oder sie denken gar nicht daran, sind aber genauso im Herzen Fans, die zuschauen und dabei bleiben sollen. Ja, sicher. Insofern ist es nicht nur diese Person, sondern es sind Tausende, Zehntausende mehr, die genauso denken. Genau. Und das macht die Masse eben, die Menge der Zuhörer oder der Zuschauer aus. Ja, ja, und du hast eben gesagt, für manche ist es vielleicht lästig, was sicherlich auch anstrengend ist, ein paar 100 Karten zu unterschreiben. Na, weiß Gott. Wie ist das für dich dann? Ist man dann manchmal aber auch sehr unsauber oder versuchst du immer noch jede Karte so besonders perfekt zu machen? Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, von jemandem, der Autogrammkarten sammelt. Ja. Ja, ich habe das dann in der Lindenstraße also verstärkt kennengelernt, weil da war ja schon, das war so etabliert, dass über das Pressebüro natürlich Autogrammkartenwünsche kamen. Ja, die kamen auch von mir damals und tatsächlich. Die, ja, zum Beispiel, ja, genau. Mhm. Und wir hatten ja alle Fächer, das war ja wie ein Betrieb, ja, als wenn wir in einem metallverarbeitenden Betrieb ist, da hat jeder so ein Fach, wo Post reinkommt von der Gewerkschaft oder vom Boss oder so, jeder hatte so ein Postfach und da wurde das reingestopft.
Und da hat man sich das rausgeholt und da waren dann auch die Autogrammanfragen drin. Also das hat das Pressebüro nicht aufgemacht. Mhm. Die merkten schon, ist ein Brief an Rampelmann, da sind so ein bisschen, die meisten haben ja auch gelernt, die Fans, was ja sehr angenehm ist, dass sie einen Umschlag reintun, der bereits frankiert ist. Genau, so, das war eigentlich Standard, ne? Sonst kriegt man nichts zurück. Ist Standard, ist aber keine 100%. Manche schreiben einfach bloß einen Zettel, bitte 3 Autogramme, wenn sie das Wort bitte noch dazu schreiben. 3 Autogramme. Ja, achso, okay, 3 Autogramme. Ja, bumm, sonst nichts. Und da musst du dann 3 Autogramme, musst einen Umschlag her tun. Also wenn man die auch noch bedienen will, das habe ich meistens auch gemacht, habe gedacht, okay. Und habe die dann mit nach Hause genommen, haben selber einen Umschlag, Autogramme rein, 3. Ach Gott. Manchmal habe ich noch eine kleine Mahnung dazu geschrieben. Lieber Charlie, bitte das nächste Mal einen Umschlag und zwar frankiert beilegen. Das kostet ja auch Geld. Ne? Ja, eben. Ich bin ganz überrascht, dass du das überhaupt gemacht hast. Ja, ich bin ja meistens anständig gewesen. Ne? Und, ja, aber die Leute ja nicht. Also, dass du dann darauf dann doch so anständig reagierst, ist doch voll nett. Aber ganz ehrlich, die wissen das nicht besser. Möglicherweise, ja. Die wohnen dann irgendwo in Dingolsheim oder irgendwo und sagen, ich möchte gerne ein Autogramm. Freilich, was schreibe ich dem? Ja, logisch. Und dann schreibt er auf den Zettel und der hat auch nicht... Verstehst du, viele Leute haben ja nicht zu Briefschreiben gelernt, das ist ja Business. Sicher. Und dann schreiben die halt einen Zettel, was sie gern hätten und schicken das einfach los. Also ich habe das ja anders gemacht. Ich hatte ja immer, also man konnte bei der Lindenstraße, kann man bis jetzt, also ich glaube aktuell ist es auf der Homepage immer noch als Service geführt, sicherlich bald dann nicht mehr. Man konnte ja auch mehrere Autogrammkarten bekommen. Dann ging das nicht direkt an dich, sondern ich habe da meistens so 5, 6 Namen aufgeschrieben und dann kann man die je nach Verfügbarkeit bekommen. Das hat dann wohl jemand vom Pressebüro selber gemacht, hat die aus eurem Stapel geschnappt. Ne? Ja. Und wie viel Sorgfalt liegt auch so einer willkürlichen Karte, die dann da rausschnappten? Naja, also mit apropos Stapel, wir hatten ja ein Riesenregal, das wurde dann immer größer, weil dann kam, es wurde ja auch oft Autogrammkarten bedient, also das Verschicken bedient von Leuten, die gerade nicht aktuell waren. Sicher. Oder die schon tot waren. Und da wurde immer noch nachgefragt, kann ich mal von dem und dem was haben? Und irgendwann war es dann aus und dann haben sie und so. Und dann manche haben gesagt, bitte 20 Autogrammkarten. Oder von allen. Bitte von jedem Schauspieler 2 Autogrammkarten. Ja, das wurde dann, weil das muss die Produktion bezahlen. Ja, sicher. Und die Karten übrigens, Und man ist ja öffentlich-rechtlich, gell? Also die Karten, die wir zu Hause hatten, von der Produktion mussten wir bezahlen. Das wurde nicht gesponsert. Ach so, also wenn du auch privat... Der Kreisendörfer schon ein bisschen geizig, ne? Wenn du am Kölner Dom vorbeilaufen wolltest und hättest da gerne Karten, dann musstest du die kaufen. Ja genau, das wurde dann von der Gage abgezogen. Ich glaube, wir bekamen sie etwas billiger, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber es war genau. Ich habe gesagt, ich brauche wieder 200 Stück. Ah ja. Und dann 200 kostet so und so viel. Das ist jetzt nicht die Welt, weil das geht massenproduktionsmäßig. Ja, aber es muss ja irgendwie organisiert sein, das ist schon richtig. Da muss für alle einen Ablauf dafür geben. Absolut, ja genau. Also diese... Und dann hat man die Karten, wenn die da waren, gedruckt waren, okay, kommt wieder eine neue Kiste mit den Karten, ihr Franz, wir haben wieder Karten und so weiter. Und brauchst du welche? Sag ich, ich habe nur noch 5 Stück, okay, dann gib mir wieder 200 her. Und dann habe ich die mit nach Hause genommen und dann wurde da Buch geführt und wurde abgezogen. War aber völlig in Ordnung. Weil das ist ja auch mein Interesse. Schau, je mehr Autogrammkarten draußen rumfliegen bei den Leuten, umso mehr Kundschaft hat man. Und wenn hier 40 Darsteller und davon nur die Hälfte Autogramme, also viele Autogramme draußen haben, dann hat man einfach Tausende von Autogrammen pro Monat in der ganzen Bundesrepublik oder in Österreich, Schweiz am Laufen. Werden so gestreut. Ja, es wird so gestreut und die werden natürlich vorgezeigt. Was mich am meisten interessiert hätte, offen gestanden, und ich weiß es bis heute nicht, also fast nicht, was machen die Leute eigentlich mit den Autogrammkarten? Ja, also entweder werden sie verschenkt, wenn es wirklich speziell von dir sein soll, oder so wie ich, sammeln halt. Ne? Also so sammeln, das Ensemble komplett haben. Du hast mit deinen Aktenordner. Genau. Ich habe auch... ich fand das sehr schön, dass man bei euch auch alle paar Jahre neue Autogrammkarten bestellen konnte, weil sich das Motiv geändert hat. Das habe ich erst sehr spät gecheckt, muss ich sagen. Aber man kann inzwischen das ja auch alles noch bei eBay, die fehlenden Karten kann man bei eBay suchen. Ja, absolut. Ja. Ich habe ja ab und zu, schaue ich noch rein. Im Moment bin ich zwischen 2,99 und 3,50 gehandelt. Genau, das ist der aktuelle Rampelmann. Rampelmann-Kurs, genau. Da gibt es noch irgendwo mal so größere. Es gibt auch welche, die werden dann richtig für 10 Euro verhökert. So richtig große, so ein DIN A4-Format. Also die haben wir dann auch geschickt bekommen zwischendurch mal. Sowas finde ich auch ganz toll. Das gibt es in den USA, gibt es ja eigentlich sogar keine richtigen Postkarten. Da ist das eher Standard, dass die Schauspieler so ein Großbild dann schicken.
Dort werden die aber auch gern verkauft. Also das ist in den USA ist eine andere Autogrammkartenkultur. Da leben Schauspieler auch davon, dass sie einfach ihre eigenen Autogramme verkaufen. Wenn sie schon lange nicht mehr in den Medien waren, dann können die immer noch ihren eigenen Autogrammshop haben. Das ist bei uns nicht. Das sind eher so Streuartikel, ne? So kleine Karten. Mhm. Aber genau, wenn man euch was geschickt hat, habt ihr das auch unterschrieben sozusagen. Dann konnte man ein eigenes Unikat erstellen. Oder irgendwas und ganz sorgfältig. Da wurden dann auch schön eingewickelt, sehr gut verpackt, sehr wertvoll und so. Und da musste man dann auch unterschreiben oder je nachdem, wenn es vielleicht zwei Kollegen drauf waren, dann haben die das an alle weitergeschickt, sodass dann zum Schluss hatten sie das Foto mit allen dreien oder vieren, die in der Szene drin waren. Ja. Und jetzt? Das war wirklich klasse. Also das ist, und wie ich das gemacht habe, war ja deine Frage. Ich habe mir dann schon was zurechtgelegt. Erstmal habe ich geschaut, auf der Autogrammkarte habe ich, wo schreibe ich eigentlich meinen Namen hin? Mhm, je nachdem, wie das Foto so gemacht ist. Unten drunter steht ja in schwarz-weiß, dann steht der Name Franz Rampelmann zum Beispiel. Richtig. Ne? Gerade. Das war Standard bei jedem. Aber jeder hat ja in dem Schwarz-Weißen irgendeine andere Ecke, wo es schwarz ist, wo man die Schrift nicht gut sieht. Manche Frauen haben vielleicht ein schwarzes Kleid an, unten, oder sitzen dann da, und da ist ein Tisch davor, oder es ist irgendwas. Und ich hatte dieses relativ helle Foto, das war günstig, mit der hellen Weste. Das war sehr gut zu beschreiben, weil es war fast nichts Dunkles drauf. Stimmt. Ja, man konnte also dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ja, wenn ich es widme, das finde ich noch persönlicher, weil diese Person, das muss man auch wissen, wenn draufsteht für Susanne, das vergisst die nicht. Die bleibt wirklich 30 Jahre lang ein Fan. Weißt wenn man du nicht was? Draufschreibt weißt du was? Ich für Susanne. Ich habe ja nicht nur von der Lindenstraße Autogrammkarten gesammelt, sondern auch von vielen anderen. Und manchmal kam ja was mit Widmung zurück. Und ich kann dir jetzt noch sagen, von welchen eine Widmung drauf war und welche nicht. Also es war zum Beispiel Joachim Fuchsberger hatte eine gemacht, Harald Schmidt. Und Inge Meisel hatte sogar für Julian Schlichting geschrieben. Das vergisst du echt nie im Leben. Das ehrlich? Stimmt. Ja. Ah, siehst du, dann lag ich ja doch richtig mit dieser Vorstellung, die Person wirklich als genau die Person zu beschreiben, also mit einem einfach mit dem Namen. Ich habe die Karte auch noch. Man schmeißt das auch nicht weg, tatsächlich. Ich habe da nie drum gebeten, ob da eine Widmung drauf ist oder nicht. Manchmal war es eine Überraschung. Ne? Ja, genau. Das ist schon, das merkt man sich schon, kann ich dir aus Fansicht zurückgeben. Ja, ich hatte dann auch noch immer so ein aufmunterndes Teilchen dabei, halt alles Liebe. Und Datum, hast du ein Datum gemacht? Ja, das ist, ich lernte dann, ich weiß nicht mehr von wem, dass das Pflicht ist. Mhm. Ja, ein Autogramm ist nur dann richtig wertvoll, wenn das Datum drauf ist und auch der Ort. Ach, auch das noch. Ja, oh Gott, oh Gott. Köln, 15.05.1995. Ganz wichtig, weil sonst wird es so ein bisschen beliebig, muss man ja auch sehen, weil hinten steht ja das Datum nicht drauf. Ja, gut. Und wenn man so Fotos sieht, jetzt so alte Schwarz-Weiß-Fotos von irgendwelchen Stars, von was weiß ich, die 1923 bis 1945 berühmt waren, und dann steht nirgendwo eine Jahreszahl. Irgendwo nervt einen das. Und soll ich dir was sagen? Ja, Inge Meisel hat auch noch das Datum draufgeschrieben. Die hat im Prinzip die ganze Karte mit Julian Schlichting einen Spruch und das kann ich dir einmal raussuchen. Ja. Das tatsächlich, also sie hat es offensichtlich genauso gehandhabt wie du. Ja, das ist Inge Meisel ist absolut ein hartgesottener Profi. Ja, offensichtlich. Ja, pass auf, da stellen wir mal kurz eine Nebengeschichte. Wir waren ja auch zu Filmpreisen eingeladen. Filmpreisverleihung. Die wurden in Köln im schönen Maritimhotel, ganz fein, mit ganz viel Gold, Kunstgold-Ausstattung. Ja, riesen Veranstaltungsraum, Rolltreppe hoch, oben standen die Kameras. Ich war etwas später dran, knäpplich, die meisten waren schon drin irgendwie und ich ging dann da rein, elegant gekleidet und die Rolltreppe hoch, dachte, oben stehen die Kameras, ja, da nickt man nett und manchmal sagen die auch, na und freuen sich schon, Herr Rampelmann oder Olaf. Also persönliche Ansprache gibt es dann auch. Die sind manchmal, wenn man später kommt, sind die Kameraleute dankbar, weil dann kommt oft keiner mehr und wer dann kommt, für den haben sie mehr Zeit. Mhm. Weil zu den Zeiten, wenn da richtig ordentlich was los ist, dann sind halt 5 Riesenstars da und dann sind die toll aussehenden Frauen und die werden natürlich eher interviewt als die Männer. Also ich dachte, ja gut, okay, wunderbar, es passt ja, die Kameras sind alle frei. Dann fahre ich da hoch und sehe, dass die Kameras nicht auf mich filmen, sondern einfach da stehen und die Kamera nicht auf mich gerichtet haben. So, das merkt man ja mit der Zeit. Unmöglich. Ne? Unmöglich. Ja. War wirklich, ich dachte, schade, also irgendwie haben die keine Lust auf mich. Naja, schwamm drüber, ich habe sowieso Durst, ich gehe jetzt da rein. Dann drehte ich mich so leicht um und wen sehe ich auf der Hälfte der Rolltreppe? Inge Meisel, hinter mir. Ja, unglaublich. Da haben sie da, die Inge Meisel, wie die da hochgefahren ist, mit einem Hütchen oder wie es so ausschaut, dachte ich, Inge Meisel. Ich meine, ich kannte die nicht persönlich, aber natürlich als Kollegin und so weiter war sie bekannt und ich kannte sie so und so.
Und dachte ich, jetzt hat die mir doch die Schau gestohlen. Ich bin überhaupt ja, nicht in den Medien vertreten. Ich gehe zum Filmpreis und wer hinter mir, Inge Meisel. Und das konnte man da nicht ändern. Da musste man halt dann, bin ich dann abgedampft rein und dann war es auch schön. Aber das war nochmal, apropos Profi, absoluter Profi. Und die hat das eben sehr gut gemacht. Ja. Und ich also, habe ja bei der... Nee, sag ruhig zu Ende, sorry. Ja, bei den Autogrammkarten, das war ja nochmal deine Frage zu beantworten, um wirklich auch etwas Befriedigendes draufzuschreiben für die Leute. Was sie, du hast ja unheimlich viel Mühe gemacht. Ja, das gut, wenn man das Konzept drin hat, dann geht's wie's Würstel machen. Zack, zack, zack. Ja. Man muss halt dann nicht jedes Mal neu überlegen. Ich hatte an die Ränder Franz Hampel angeschrieben, das konnte man oft auch schon vorschreiben. Mhm. Je nachdem, stimmt, ja, klar. Wie weit man, wie die Autogrammstunden so liefen, wenn mehrere dran waren, wir hatten so Autogrammstunden, wo mehrere Schauspieler waren, dann konnte man, wenn man nicht dran war, schon mal den Namen vorschreiben, musste nur noch für Susanne schreiben oder für Eddie oder für irgend sowas. Und das Datum drunter konnte man auch schon vorschreiben. Dann ging das richtig ratzfatz, aber das waren die Sachen, die ich immer aufgeschrieben habe. Und dann habe ich natürlich auch noch manchmal mehrere gegeben, weil Leute sagen, kann ich noch eins haben? Soll, für wen ist denn das? Für meine Omi. Soll, wie heißen die mit Vornamen? Habe ich die auch adressiert? Mhm. Und das war das Geschäft. Die Großmütter, das sind die Hauptkunden und Hauptkundenfänger, weil da gucken die ganzen Kinder und Enkel, die gucken alle mit der Großmutter, jedenfalls damals, jahrzehntelang. Und dann kann die Mutter die Großmutter noch die Karte zeigen. Und dann natürlich, und das war dann für Oma Clotilde. Sag ich, wie heißt die Oma? Clotilde. Sag ich, ja, also Oma Clotilde. Ja, dann für Oma Clotilde, schreiben wir jetzt auf. Noch für jemand? Ja, die Tante guckt auch immer. Wie heißen die? Ja, die heißt Edith. Meinst du, bei der Lindenstraße kann ich mir als Fan sicher sein, dass alle Autogrammkarten, die ich habe, auch von denen unterschrieben wurde, die drauf stehen? Ja. Ja, wir hatten keine Autogramm-Druckmaschinerien. Also Lindenstraße ist so hart und brutal, Lindenstraße im Leben aufgetreten ist mit den ganzen Schicksalen, so hart und brutal und authentisch ist auch das Autogramm-Schreiben. Okay. Also gab es keine Praktikantin, die dann nochmal schnell... Nein, die hätte ich sofort... Na, ich will nicht sagen was. Nein, das gab es nicht. Nein, das konnte man sich gar nicht leisten. Hat gesagt, das ist viel sparsamer. Mhm. Stell dir vor, du musst noch jemand neuen Gehalt zahlen für jemanden, der dann Franz Hampelmann schreibt. Nein, überhaupt nicht. Es sind ja jetzt nicht so viele Anfragen. Weißt du, es ist ja nicht wie bei Roy Black. Mhm. Man muss sich vorstellen, Roy Black ist ein Einzeltäter. Mhm. Roy Black hat die ganzen Teenies. Der hat die Hälfte der Teenager zwischen, sagen wir mal, 11 und 17. Wollen alle ein Bild von ihm haben, um sich das hinzulegen und sagen, hoffentlich kriege ich auch mal einen Boyfriend, der so guckt wie der. Ja? So. Und das sind viele. Das sind die Waschkörbe, die man so, von denen man hörte. Das geht wirklich los, wenn der dann einen neuen Schlager rausbringt, ja, ganz in weiß oder ich weiß ich was oder sowas. Und dann, bitteschön, ja, dann kommen da einfach mal, dann kommen aus ganz Deutschland, kommen da einfach mal 74.000 Autogramme bei dem an. Und da wird der dann auch wahnsinnig. Ja, gut, klar. Deswegen hat man dann gesagt, okay, da werden die Agenturen eingebaut und irgendwann, ich weiß noch, welche Zahl einem wirklich das Handgelenk ein bisschen ausleiert. Ja, kann ich, also zahlmäßig. Autogramm, weiß ich noch, es gab so Autogrammnachmittage, zum Beispiel für mich die 400. Folge, das war mein allererstes richtiges großes Erlebnis. Mhm. Ich bin eingestiegen in der 387. Ah ja, Opa. 387. Also ganz frisch dabei und schon Jubilar. Danach gab es eine Riesenfeier, nicht so groß wie die anderen, aber 400. Folge wurde auch schon gefeiert. Klar. Und da haben wir in der Garage, da gibt es eine Garage, neben dem Haus 3 gibt es irgendeine Garage, die man aufmachen kann. Ich glaube, links davon oder sowas irgendwie, stimmt. So ein Garagentor. Mhm. Da das war, glaube ich, das einzige Tor, das man benutzen konnte, oder? Ja, genau. Das wurde eigentlich so gut wie nie benutzt, aber das haben sie aufgemacht und haben da einen Autogrammstand rein und haben die Annemarie Wendel und mich da reingesetzt. Ja, so. Und da gab es wieder einen heißen Tee und da saßen wir und da kamen die Leute dann viel besichtigen und hier und da und nochmal 10 und nochmal 5. Und ich hatte dann am Ende des Tages 400 Autogrammkarten geschrieben. Ja. Und ich war fix und fertig. Es war wirklich sehr, sehr anstrengend, weil du musst ja jede Person auch konfrontieren, sagt, für wen ist das? Ja, für den Hans. Ja. Und dann hat er vielleicht noch ein zweites. Und dann, wie schreibt er sich unter Umständen? Ja, ne? Ja, genau, dann gibt es noch Gwendolin. Was? Wie schreibt man das? Moment mal. Und dann muss man fragen. Und dann allein die Begegnung. Man begegnet einfach persönlich Leuten, die eine größte Wichtigkeit in einem sehen. Ja. Das heißt, die bauen sofort liebevoll eine innige Bindung auf, schauen einen ganz fromm an. Na klar, es ist ja der Moment. Für die ist das der Moment. Du musst im Prinzip 400 Mal den Magic Moment schaffen.
Ja, das ist so. Das ist so, als wenn ich bin ja auch viel Leuten aus dem öffentlichen Leben begegnet. Ja, das war für mich auch absolut, wie du sagst, war Magic Moment. Wie in New York, im Theater stehe ich da und schaue mir ein Musical an und auf einmal ist da so schwarzhaarige, kleine, relativ klein, mit so schwarz gelackten Haaren, mit so einem ganz frechen Gesicht und das war Liza Minnelli. Ach so, Ja. sagst du mal so nebenbei. Ja, so nebenbei. Die stand da neben mir und da guckte ich so, mit wem unterhält die sich. Und da habe ich einfach so Mäuschen gespielt, mal kurz zugehört, weil ich fand es einfach grandios. Ich habe dann nicht mit ihr gesprochen, leider, aber für mich allein nur die Nähe, dass ich dann einen halben Meter neben der stand. Ja, so. Ich sehe, das sind so Sachen, die vergisst man selbst, das vergisst du natürlich Ach, nie. Das vergisst du nie. Niemals. Ever, ever. Absolut nicht. Und so habe ich das dann, diese Autogrammkarten, wie gesagt, schön gestaltet. Das war ein System, das hat immer funktioniert. Und ich habe dann einen grünen Edding genommen, denn ich habe selber grüne Augen und war der Meinung, das Grün meiner Augen unterstützt sich eventuell durch den grünen Edding. Später habe ich dann für die Grüne Partei, die Bundespartei, sehr viel Wahlkampf gemacht. Da war der grüne Stift natürlich auch in. Ja. Und dann habe ich eine Autogrammkarte mal selber drucken lassen und habe mir dann digital, ganz neu war das, ganz neu, habe mir die Augen. Habe ich gesagt, kann man ein bisschen die Augen ein bisschen blau machen oder grün oder stechend machen. Ich hab die Schnauze voll von normalen Autogrammkarten. Irgendwann kriegst du es auch dann über. Jetzt kommt mal die Zeit, da hast du einfach satt, bis ich will das Bild jetzt nicht mehr sehen. Also, wenn du einfach 10.000 von den Dingen rausgeschrieben hast, dann dachte ich, mache mir ein eigenes, neues, sehr attraktives Bild. Und ich sagte, wir können digital Ihre Augen, in welcher Farbe Sie auch immer wollen, machen. Auch rot. Sag ich, nein, rot machen wir nicht. Was machen wir denn? Ja, wir haben grün. Ja, ich sage, ich habe grüne Augen. Das ist im Schwarz-Weiß-Bild grün. Ja. Und zwar 4% kann man im Drucker einstellen, dass nur die Pupille auch grün ist. Und es gibt so einen ganz bestimmten, leicht intensiven Blick. Genau. Man weiß nicht, warum. Wer die Karte haben will, davon sind auch ein paar bei eBay. Es gibt, glaube ich, 3 Autogrammkartenmotive von dir. 2 offizielle Lindenstraßenkarte und dann halt deine spezielle, die auch das schönste Motiv hat, finde ich auch. Ja. Deine spezielle Karte. Ja. Genau, da sind auch noch ein paar im Umlauf. Auch schon eine Zeit lang her. Ich meine, das ist, vielleicht soll ich mal wieder, man muss ja vielleicht eine neue nachliefern oder so. Ja, aber das war eben auch die neue Zeit. Das war für mich die Beginn. Aber es ist auch eine coole Idee. Klar. Ja, eben. Und da habe ich das so gestaltet und ich hatte dann auch immer welche dabei. Mhm. Weil ich habe dann von Annemarie Wendel wieder gelernt. Mhm. Ja, heute sind wir ja bei Autogrammkarten und Fans. Jetzt muss ich einen Schluck Kaffee nehmen. Ja, mach mal einen Schluck Kaffee. Über Annemarie Wendel würde ich gerne auch gleich noch ein bisschen mit dir sprechen, weil das natürlich eine Ikone der Lindenstraße ist, die nicht mehr lebt und die du hervorragend kennengelernt hast. Ja. Sicherlich, also von der hast du wahrscheinlich viel gelernt oder ist das übertrieben? Ja, jetzt machen wir mal so ein paar wesentliche Sachen, weil die halt einfach in Bezug auf diesen ganzen Öffentlichkeitszirkus sehr aggressiv war. Ja, sie war einfach wild und hat, also viele sind ja scheu, sagen, nee, ich will eigentlich nicht so viel. Die sind einfach sensible Schauspieler, gibt es ja auch. Mhm. Die sind nicht so, man sagt, da sagt man, es ist eine Rampensau, der da vorne hingeht und sagt, ich und jetzt, kein anderer, nur ich. So war natürlich Annemarie Wendel tatsächlich und ich war nicht so im Grunde. War sie privat auch so? Ach, eigentlich weniger. Es kostet ja auch Energie, aber im Showbusiness hat sie dann aufgedreht, richtig? Es gibt ja auch manche tolle Talkshow-Auftritte von ihr und da ist sie wirklich immer voll bei der Sache, ist immer voll da und alles andere als die Putzfrau. Also sie ist wirklich auch eine edle Dame gewesen. Ne? Natürlich, auch immer sehr fein mit der Frisur und immer sehr teure Klamotten und so weiter. Und ja, absolut. Auf jeden Fall habe ich von ihr dann... Mit den Autogrammen, wie kam ich jetzt drauf? Der Autogrammstunde war mal. Und, also sagtest du, hast immer ein paar dabei und sie auch? Ja, genau, richtig. Genau, ich ging mit ihr mal in Köln spazieren, von ihrer Wohnung aus, über die Ringe. Das ist sowas wie die Leopoldstraße. Ja. In München gibt es hier die Ringe, wo die ganzen Bars sind und Unterhaltung und also wo das heiße Leben blüht. Und da kam dann eben auch, ich glaube, das waren 2 Hunnenmädchen. Da kamen dann 2, hier gibt es ja so Karnevalsvereine in Köln, ist ja auch speziell, die haben eigentlich das ganze Jahr Karneval. Dazu gehören Hunnen, ja, das sind Hunnen. Und wie heißen die anderen noch? Kosaken oder sowas. Also 2 solche Gründe. Die Hunnen kamen und dann kamen 2 Hunnenfrauen, da fällt dir nichts mehr ein. Die hatten so Pelze, ja, so Silberfüchse an, ja, so über der Brust, so richtig ausgedehnt und über die Schultern, so kriegerisch. Und die hatten eine Kriegsbemalung, so blau-grün, so ganz im Oval, so hoch, also hoch wie eine Göttin, so hoch, so wie man soll mal sagen, ja, so hoch, so mandelförmig, aber ganz groß. Ja, so Art von zwischen Erotik und Kriegsbemalung. Sahen also völlig hinreißend aus, die kamen aus irgendeinem
Lokal. Und da haben dann die Annemarie, die ist ein bisschen kleiner, so eine ältere Dame neben mir gesehen, hoch, da ist er da, ging es dann los. Und sie blieb ganz ruhig und sagte, was seid ihr für welche? Ja, wir sind Hunnen. Ah, so, ja, mei, ja, nicht schlecht und so. Ne? Und dann können wir ein Autogramm kriegen. Ja, freilich. Und sie hat immer in der Handtasche so ein Päckchen gehabt. Und die waren vorunterschrieben. Und sie hat aber sich nicht die Mühe gemacht, einen Stift zu zücken und zu sagen, wie heißen sie? Und die sagt, eine sagt Rita, die andere sagt Susi. Ja. Sondern sie hat dann gesagt, da. Und hat ihr einfach das in die Hand gedrückt. Das hat für sie völlig genügt. Die waren hin und weg. Die nahmen die beiden Karten, die standen da wie bei der Heiligen Kommunion, die beiden Hohninnen, und haben die Karten in der Hand gehabt, weiß ich noch. Da dachte ich, ah ja, okay, das genügt auch manchmal. Man muss jetzt da nicht so lange verweilen oder so. Ja, weil so kann man natürlich auch einen besonderen Moment schaffen. Ne? Wenn man die denken, oha, guck mal, die hat uns das gegeben, die hat uns das hier rausgeholt und dann wurde das überreicht, das, vielleicht reicht das schon, klar. Das reicht total, weil das ist ja ein Geschenk. Ja. Meine, erstmal haben wir das bezahlt, ne? Stimmt. Und die Autogrammkarte 12 Cent oder sowas. Ja. Und ja. Zweitens sind sie dabei und vorunterschrieben. Man leistet einen Service. Ja, ja, ja. Und das vergessen die auch nie. Ja. So. Ich weiß nicht, ob sie von mir dann noch eine wollten. Ich glaube eher nicht. Da war bloß die Annemarie Wendel im Mittelpunkt. Wart ihr oft zusammen unterwegs? Habt ihr privat auch viel gemacht? Ja, das kann ich nochmal erzählen. Wir haben halt Text bearbeitet. Mhm. Ja. So, und da war ich bei ihr öfters. Und also um nochmal das Autogrammkartensache jetzt auch abzuschließen. Ja, gern. Oder ne, kann man nicht ab, da fällt mir noch was ein. Mir ist noch was eingefallen, was sehr, sehr wesentlich ist bei dem Ganzen. Und man hätte sich damals ja auch nicht träumen lassen, dass die mal in eBay verkauft werden, fällt mir gerade ein. Ja, natürlich nicht. Ja. Ja. Die Preise gerade bei eBay sind auch sehr willkürlich. Also da, also ja, manche verkaufen so für 1, 2, 3 Euro gehen die dann schon mal weg. Ja, ja, ja. Und ja, das schon, ja, da hat man dann damals wahrscheinlich nicht mit gerechnet. Ne? Aber wo waren denn die Börsen? Wo hat man das denn sonst? Gab es immer so? Na, es gab auch so Sammlerhefte. Ich hatte auch in den 90ern gab es auch so ein paar Händler sogar, so Autogrammhändler, die dann auch sowas wieder verkauft haben, wo dann hinten so Suche, Finde, Biete und so sozusagen so ein bisschen kleinanzeigenmäßig, das da drin war. Ach so, in der Zeitung. Ja, ja, es gab ja so spezielle Autogrammsammelhefte auch. Ne? Genau, da konnte man das auch so ein bisschen machen, so wie jetzt mit eBay natürlich nicht. Ja, ja, so, ja, ja, weil es ist ja auch so wie Fußballbildchen, dass man vielleicht was getauscht hat. Ja, sicher, sowas, klar, ne? Gerade wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, Wolfgang Grönebaum ist frisch gestorben, ich habe noch ein Autogramm von ihm, mein Freund Malte, vielleicht nicht mehr, gibt es nicht mehr bei Lindenstraße, da muss man natürlich gucken, wenn es einem das wert ist, vielleicht hat man noch jemanden, der das hat, das kann man schon so handeln, aber es ist schon nicht, natürlich jetzt nicht so wie Fußballbildchen, ne? Das ist schon spezielle Autogrammkarte. Ja, ja, aber es muss ja irgendwo eine Plattform haben, wo man dann jemand anders kennenlernt oder der ist so wie Briefmarken, vielleicht stelle ich mir das vor, ja, genau, wo man so Briefmarken Sammelstellen hat oder... Übrigens ist es so, gerade bei Autogrammkarten, wo du sagst, personalisiert mit Widmung, das funktioniert nicht so gut. Also wenn irgendwo eine Widmung drauf ist, dann läuft das bei eBay nicht mehr so gut, weil dann ist es schon ein bisschen zu speziell. Ne? Und das, ich weiß, wir waren noch zusammen bei der Lindenstraße vor kurzem und da hat auch die Dame von der Presseabteilung, dürfen wir den Namen sagen? Ja, das ist die Frau von Wisotzki. Genau, ja, die da schon immer die Presseabteilung macht. Und die sagte auch, ja, manchmal kriegt sie halt auch Autogrammanfragen mit 10-mal den. 10-mal den, dann weiß ich schon, okay, das kommt danach zu eBay. Ja, 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 ja. Das ist dann nicht so gern gesehen. Das haben wir privat auch gekriegt, da heißt es dann 10-mal. Da habe ich mir dann überlegt, habe ich gesagt, die Hunde verkaufen das dann oder was? Und ja, dann, genau. Und 10-mal, da habe ich dann, also 10 waren schon, das war schon üppig, da habe ich dann schon keine Lust gehabt. Aber bei 5 geht's, da habe ich dann bei 5, manchmal habe ich dann weniger rein. Habe ich gesagt, schön groß muss reichen oder sowas irgendwie. Ja, ja. Oder halt, ja, ja. Oder halt, da, aber da gab es natürlich auch so clubmäßig, also die haben dann die Namen aufgeschrieben gehabt in den Brief für Susanne. Ja, das ist doch schön. Und ab dem Moment weißt du auch, dass das womöglich nicht zum Verkauf bestimmt ist, sondern doch schon ein bisschen persönlicher ja, ist. Ja, ne? ja, natürlich. Ganz große Fans, also ganz wichtig und sehr gepflegt waren die Gehörlosen. Mhm. Das war ein ganz wichtiger Stamm in ganz Deutschland, im deutschsprachigen Raum, die ja dann auch geguckt haben und für die das ganz wichtig war und die dann auch dann, manchmal gab es so auch Briefe von Leuten, die oder ein behindertes Kind hatten oder sowas, das aber auch geguckt hatten. Also die dann einen Brief geschrieben haben, recht rührend, also richtig persönlich und die für die das wirklich, wirklich etwas bedeutet hat. Und da habe ich natürlich dann manchmal habe ich auch bei solchen Leuten, habe ich da mehrere Autogramme rein. Ja, so habe ich dann, je nachdem wie ich Spot oder es trug, habe ich dann gesagt, okay, ich gebe dann noch einfach ein paar Blankos rein, wenn Leute wirklich nett waren. Mhm.
Aber wenn einfach einer auf den Zettel schreibt, 10 Autogramme, dann, dann ist man da ein bisschen vorsichtig. Also, genau, richtig. Also das, das ist halt sehr, 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 sehr bedeutsam, also weil das, wie gesagt, das ist eine Kundenpflege. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon Autogramme gibt. Ich überlege gerade mal, wann die aufkam mit der Stummfilmzeit vielleicht. Hast du da einen Begriff? Nee, also es gibt ja sogar Autogrammkarten von Albert Einstein. Also das ist erstaunlich. Ja, natürlich. Autogramme. Ah ja, ich hatte dann auch immer, genau, ich hatte noch was Neues eingeführt. Ne? Und zwar habe ich dann, ich habe Wahlkampf gemacht mit den Grünen und das war dann 98. Mhm. Und Wahlkampf stand und da gab es immer Prospekte. Und die Grünen waren natürlich dann meine Partei, für die ich gearbeitet habe, wo ich gesagt habe, das macht Sinn. Und habe gesagt, die Prospekte müssen unter die Leute. Mhm. Und dann habe ich ja die Abgeordneten vorgestellt, also diejenigen, die man dann wählen kann, mhm. die Kandidaten. Mhm. Die kannten die Leute ja gar nicht, ne? Irgendwie aus Bayern gab es ja verschiedene Kandidaten und da habe ich viel Wahlkampf mitgemacht. Und dann frage ich die Leute, kennen Sie, wen Sie wählen sollen? Die Damen, ne, kennen Sie nicht. Sag ich, da steht sie, stell ich Ihnen vor, die heißt so und so und so. So, ah, wirklich, wahr? Sie können sie auch was fragen. Fragen Sie zu der Gemeinde, was ist Ihnen wichtig, was soll in der Stadt passieren? Und sagt er, ah ja, gut, dann frage ich sie mal, ja, also ja, na, ich habe keine Frage. Mann, die waren scheu, waren dann wieder weg. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwie muss man die Leute auch vorstellen. Da habe ich gesagt, hey Kinder, ihr braucht auch Autogrammkarten. Ihr braucht sowas wie ich, wenn man schon den ist ja auch ein guter Flyer quasi, ein guter Rausgebeflyer. Das ist eine gute, ja, gute Sache. Ja, dann wurden dann auf die Flyer wurde das öfters mal schon gedruckt irgendwie. Mhm. Da wurde schon mal das Bild gedruckt. Sie können wählen Sie, was weiß ich, Hinz und Kunz und Diesel und so weiter. Das war schon da drauf, aber keine Autogrammkarte. Ja, dann habe ich gesagt, ihr braucht Autogramm. Und dann haben die, die sich für wichtig hielten, also die sagten, ja, kann ich mir vorstellen, die dann in diesen Sektor fing man an reinzugehen. Dann war ja Rot-Grün am Berg, dann kam Herr Schröder als Bundeskanzler, der als erstes Mal für eine Nobel-Pelz-Mantelfirma Werbung gemacht hat. Die haben ihn benutzt und er hat darüber eingestimmt, Werbung zu machen. Da war immer, wollten sie sich ein bisschen lustig machen über ihn, glaube ich, weil es gab ja auch viele Gegner davon, von Rot-Grün, und haben gedacht, na mal schauen und so weiter, das ist also der Mr. Mode und so weiter und so weiter. Da wurde es dann aber eher üblich, dass die dann auch eigene Autogrammkarten hatten, richtig nach, genau wie mir, drunter stand bei der Name. Und da haben die dann unterschrieben, sage ich, da unterschreibst du und dann gibst du es dem. Und dann wählt der dich, weil der ein Autogramm hat. Verstehst du das? Dann missioniert. Und das war dann, haben wir dann viel Spaß gehabt. Und etliche hatten dann auch Autogramme, eigene, und was sie dann alles mitgemacht haben, weiß ich nicht. Aber es war bereichernd und dadurch kam ein mehr persönlicher Kontakt, ähnlich wie mit diesem Fanzirkus mit Schauspielern, zustande. Und das hat dann bis heute, und dann wurde der Kult um Politiker als Persönlichkeitskult ja intensiviert. Dann hatten das die SPD hat mich dann auch mal gefragt, ob ich Wahlkampf machen will. Da habe ich gesagt, na, ich könnte für beide Parteien Wahlkampf machen. Und so weiter, weil die wollten sich auch ein bisschen dranhängen an die Lindenstraße. Und weiß ich noch, im Flugzeug saß mal die gesamte Journalistenriege von einem großen Wahlkampfveranstaltungstag. Mhm. Und die Chefin, die den Wahlkampf organisiert hat, sah mich und sagte, können Sie nicht für uns auch ein bisschen machen und so? Dann habe ich gesagt, wie soll ich das machen? Jetzt kommen gerade von den Grünen und jetzt bei Ihnen. Ich meine, ja, man wusste ja nicht genau, wie die Wahl ausgeht. Ne? Das war dieser heiße Wahlkampf. Und da habe ich dann das abgelehnt. Und blieb dann also da bei der Stange bei den anderen. Ja, auf jeden Fall war das auch etwas, das ist einfach Public Relations, das ist was sehr, sehr Wichtiges. Und ich kann mir vorstellen, es hat angefangen nach dem Ersten Weltkrieg, als man Stummfilmstars hatte. Ich überlege gerade mal, Pola Negri und wie sie alle so hießen. Ja, diese Leute, die hatten dann auch aus dem Film heraus, wollten die Leute. Das ist ja eine gute Idee, ne? Man übergibt etwas, wo man persönlich was drauf geschrieben hat, was man schon in der Hand hatte. Ne? Genau. Aber du hast offensichtlich nie ein Autogramm gesammelt, sondern immer nur rausgegeben. Auch keins von Annemarie Wendel bekommen? Doch. Ich habe, also jetzt nicht explizit, aber ich habe mir dann mal, weiß ich noch, oder mehrmals, bin ich mal im Pressebüro dann gewesen und habe geschaut, die ganzen Autogramme, und habe mir einfach von jedem eins mitgenommen. Ah ja, okay. Fertig unterschrieben. Also jetzt nicht für Franz extra oder so, sondern ich habe die einfach, ich wusste für später, kann sowas auch mal wichtig sein, um sie jemand zu zeigen. Ja, sicher, klar. Und das zu haben. Ist ja auch eine persönliche, schöne Erinnerung, gerade wenn man da im Ensemble ist, warum denn nicht? Ne? Ja, natürlich. Ja, klar, natürlich. Genau. Und dann gab es welche, die die Serie verlassen haben. Ja. Und da gab es dann nur noch ein kleines Stapelchen. Und dann habe ich dann, so wie Inga Abel oder so. Ne? Oh ja, ja. Und dachte ich, naja, wenn die nicht mehr da ist,
wenn der Stapel zu Ende ist, das weiß ich auch, dann gibt es die nicht mehr. Ja. Dann hat es Seltenheitswert und schließlich war ich ja dabei und habe ja dann, ist ja auch ein Lebensabschnitt sozusagen und davon gibt es eben dann Bilder. Fand ich mal ganz großartig, Inga Abel als Dr. Eva Maria Sperling, unvergessen. Ja, genau. Plötzlich verstorben leider, die Rolle ist dann nach Afrika gegangen, von jetzt auf gleich. Ja, Afrika war beliebt, da haben sie... Kam hier aus Düsseldorf, glaube ich. Die liegt auch hier in Düsseldorf begraben. Ja, kann sein, das weiß ich. Ja, ich weiß noch genau richtig, das war, das weiß ich auch noch da, wo die dann, ich glaube, wir waren auch bei einer Art von Beerdigung dabei. Da weiß ich noch, aus dem Bus stieg ich dann früher aus, da wurde ein Bus organisiert und wir konnten dann da dabei sein. Ja, bei der Aussegnung oder bei der Beerdigung. Das wurde dann auch pietätsvoll, wurde das dann organisiert, wie auch bei Martin Rickel zum Beispiel, unten in Karlsruhe, da war eine große Abteilung, da waren wir viele. Ja, das glaube ich. Ja. Es gibt bei YouTube eine ganz tolle Dokumentation über Martin Rickelt. Okay. Ist das schon seit 10 Jahren da eingestellt in 4-5 Teilen und da sieht man auch ganz schön, das ist ziemlich am Ende seines Lebens gemacht worden, diese Dokumentation, weil da spielt er auch schon den alten Onkel Franz, den sehr dünnen, tatterigen Onkel Franz und ist aber dann privat ja wahnsinnig agil gewesen. Und er hat sich immer gewünscht wohl, dass Onkel Franz nochmal wieder aus dieser Demenz zurückkehrt und wieder ein bisschen böser wird. Das ziemlich in dem Zeitraum spielt diese Doku und unglaublich toll anzugucken, weil man ihn da auch mit seiner gesamten Karriere zeigt, aber halt dann mit dem letzten Abschnitt Lindenstraße ein bisschen genauer. Mhm. Und da sieht man aber auch, viel Geißendörfer, dass dem das auch sehr viel bedeutet hat. Ne? Auch diese einzelnen Rollen. Das merkt er eben auch an, also dass er da also sehr betroffen war. Das war auch dann wirklich so während dieser Zeremonie oder davor, wir mussten dann irgendwo warten, dann irgendwie warten, bis das dann und da war er nicht gut ansprechbar. Da war er nicht gut drauf. Das war kein Spaß. Ja. Und da können wir mal, aber ich würde mal sagen, also die Rolle Onkel Franz oder die Persönlichkeit dahinter, das ist nochmal ein extra Thema, weil er hat mir so viel erzählt. Wenn du möchtest, gerne. Und zwar, weil er ja ein Filmfachmann war. Das wusste ich ja vorher gar nicht. Ich habe das auch nochmal kurz nachrecherchiert. Er hat ja, er war ja Filmvorführer für die Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Genau, er hat das quasi dort auch überhaupt etabliert und möglich gemacht, dass da überhaupt sowas wie Kultur stattfinden konnte in den einzelnen Plätzen. Ja, das war ja nicht nur Kultur, das waren ja dann auch, ich habe das nochmal, gerade heute habe ich nochmal was nachgeschaut, und zwar wie viele Filme im Dritten Reich produziert worden sind. Da gibt es so einen Index von Filmen, die von den Alliierten nach dem Dritten Reich erstmal verboten waren und die Stück für Stück wieder freigegeben worden sind, nach verschiedenen Kriterien genau beobachtet von den Besatzungsmächten. Die waren erstmal, und das sind Dutzende, wenn du da reingehst, ich weiß nicht, wie die heißen, aber das ist eine unglaubliche Rubrik und wie viele Regisseure damit betroffen waren, Veit Harlan zum Beispiel, also was da alles gespielt hat. Und damit hat er natürlich zu tun gehabt, weil das waren ja Propagandafilme. Das waren ja Filme, die zur Ermutigung dienten. Das heißt, man hat das Filmbusiness ja benutzt, um sowohl die Heimat, die sogenannte Heimatfront, die Leute zu Hause, zu ermutigen und sagen, das ist schon in Ordnung, wenn da fleißig gestorben wird in Nordafrika, wenn die Buben alle nicht mehr wiederkommen. Das lohnt sich schon, das ist auf jeden Fall richtig. Und das hat man in Spielfilmen verbrämt und hat dann immer wieder das Wort Mut, also heute würde man sagen Schlagwörter fürs Digital, gab es bestimmte Schlagwörter damals schon. Die waren ja absolut gerissen. Ja? Die Organisatoren und die Chefs dort, unglaublich, die haben dann Schlagwörter gebracht wie Mut, Durchhalten und Wille und solche Sachen. Das wurde in den Filmen dann auch richtig, in den Stories wurde das eingebaut, sodass man, dass die deutsche Frau, die wirklich durchhält, egal was kommt, ja, so wirklich zu Hause und die Stellung hält und die Kinder hat und dass man dieses immer wieder so, das hat man, und das hat er natürlich, die Filme dann, hat er mir ja erzählt, musste er ab und zu von der Front wieder zurück oder von der Etappe hinter der Front, musste er wieder nach Berlin, konnte wieder nach Hause, weil er musste solche neuen Filme holen. Ja, genau. So, von dem berichtet er auch in dieser Dokumentation. Ganz, ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Wenn du möchtest, können wir natürlich gerne mal über Martin Rickelt im Speziellen sprechen. Ja, ich sprechen. Finde, das ist noch ein Thema, weil das ist eine der Zentralfiguren, die auch mit dem habe ich ja dann sogar Grünwahlkampf gemacht. Dann saß ich noch in Karlsruhe am Stand. Genau. Unglaublich. Gibt so Fotos. Da war er schon so dünn. Da war er schon ganz ausgesagt. Ja, unglaublich dünn geworden am Ende. Aber er war da ein Kämpfer und hat mir diese ganzen Geschichten erzählt.
Und das kann man nochmal machen, das würde ich mal sagen. In dem Sinne, also Autogramme nochmal, diese Bilder, um das abzuschließen, das ist was wirklich, es ist auch heute noch wesentlich und mir bedeutet es schon ein bisschen mehr als wie früher, weil ab und zu finde ich die Schachteln, im Hintergrund gibt es Polizei hier, wir sind nämlich hier live. Immer. Ja? Es gibt keinen Podcast, den ich mache ohne Feuerwehr. Ja, wirklich, Podcast mit Feuerwehr. Immer. Dann machen wir einen neuen Podcast. Manchmal musst du aber eine Stunde warten, kommt keiner, oder? Ja, manchmal hat man Glück, ja. Jetzt ist aber was los unten. Heute ist ja ist gutes Wetter, Leute gehen wieder raus, ist ja klar, Wetter? Da ist ja wieder ehrlich? Was los. Ja, merkst fahren du die nicht. Leute jetzt mit der Feuerwehr zum Baden oder wen rein oder wie? So, jetzt ist ja. Das war jetzt noch zu den Autogrammkarten. Ja, also, um das abzuschließen. Jetzt. Ja, um das abzuschließen. Ich meine, wir können nochmal drauf zurückkommen, wenn mir noch was einfällt. Ah ja, doch, ich weiß noch was völlig Verrücktes. Ja, und zwar, das ist wirklich, das muss man im Zuge dessen der Vergangenheitsbewältigung auch mal darstellen. Ich hatte dann mal in den Nachrichten gehört, es gab ja eine der ganz großen Filmemacherinnen, die also in einer unglaublichen Größenordnung für Deutschland gearbeitet haben und die dann danach und zu Recht sozusagen an die Seite gestellt worden ist, das war Leni Riefenstahl. Ja. Leni Riefenstahl. Mhm. Man soll es nicht glauben. Also ich empfehle, ins Internet reinzugehen und sich nochmal den Lebenslauf anzuschauen. Ein Wahnsinn. Die war ja Tänzerin, eine Tänzerin und wurde erstmal auf Tänzer, war an der Bühne in Berlin und so weiter. Und kam dann zum Filmbusiness und hat diese Propagandafilme gemacht mit Technik und so weiter, die man heute noch verwendet. Noch alles, was wir in der Lindenstraße hatten, mit Kran und mit Fahrten auf so Schienen, das hat die aufgebaut. Perfektes Werbefilm, Perspektivenwechsel, das wird nur noch getoppt durch die heutigen Drohnen oder so. Ja, ja. Und diese Frau, die lebte noch. Ich dachte, sie ist längst tot, aber sie lebte noch und das irgendwie stand in der Zeitung, dass sie in Schwabing lebt und in München-Schwabing. Und dann hörte ich aus unserem Dorf Folgendes. Ja. Sie hat nämlich einmal einen Weltmeister im Skifahren gehabt. Zweimal. In diesem, also vor 20 Jahren, den Wasmeier und dann den Berauer. Ja, heißt Berauer, der Mann. Und der hat dann ein Sportgeschäft aufgemacht. Und das war 1936, war die Winterolympiade. Und da kannte Frau Riefenstahl den Berauer. Den Mann, der bei uns, mit dessen Buben bin ich dann in die Schule gegangen. Ja, der hatte später Kinder gekriegt. Und einer von den Buben hat das Sportgeschäft übernommen mit Skifahren und allem drum und dran. Und irgendwann kam ich einmal dann im Jahr 2000 oder so, kam ich dann in das Sportgeschäft rein. So, was macht ihr so? Sagt, ja, und so, was habt ihr da für ältere Ski? Da war so ein altes Paar Ski, also für unsere Begriffe etwas altmodisch. Ja, das ist von der Leni. Der Leni, die hat sich die Ski, die Bindung nochmal richten lassen. Da haben wir sie ja nochmal richtig die Ski hergerichtet. Sag ich, Leni. Ja, die Riefenstahl, weißt du schon? Und so. Sag ich, jetzt haben wir ja 2000. Also, ja, die war da. Ja, die kommt öfters, weil du kennst den Berauer gut, den Burm und so weiter. Und dann ratschen sie ein bisschen und der haben wir jetzt die Ski gerichtet. Und dann kann die wieder Skifahren. Wow. Und du musst dir vorstellen, ich habe es mir aufgeschrieben. Wie alt war sie damals? Die ist 1902 geboren, da war die 98. 98? Da hat sie sich die Ski errichten lassen. Dann ist sie gestorben? Und die ist da und gestorben ist sie 2003. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Wow. Ja, genau, mit 101. Ja. Genau, richtig. Und da habe ich gedacht, oh wow, und die alten Klicken, verstehst du? Man kann sich ja Skier überall reparieren lassen. Aber dann fährt die nach Schliersee zu dem erwachsenen Sohn, der war da vielleicht 50, von dem Berauer, der die Weltmeisterschaft gewonnen hat, damals 36. Ich meine, welchen Zeiten leben wir eigentlich? Und so alte Seilschaften. Und hast du sie richtig, auch kennengelernt? Hast nein, ich habe die nie gesehen. Ich habe nur die Ski da gesehen. Also nur symbolisch habe ich gedacht, wow, Halleluja. Na, irgendwann bin einmal zwischen München und Köln hin und her gependelt und war beim Drehen. Und dann habe ich in Nachrichten gehört, am Tag, bevor ich nach München gefahren bin, das war schon ein paar Tage her, dachte ich, ja, okay, gut, ist hat die Riefenstahl gestorben. Hat mich nicht so berührt. Und dann bin ich dann nach München gefahren. Irgendwann kam in den Nachrichten, dass just zu dem Zeitpunkt, als ich eigentlich mit dem Zug ankomme, die Riefenstahl beerdigt wird. Beerdigung. Irgendwie nachmittags oder mittags um 11, also um 11 oder irgendwas, so ein Zeichen. Dann habe ich gedacht, naja, Herrschaftszeiten zur Beerdigung, eigentlich, ja, soll ich vorbeigehen oder so, bevor ich daheim ins Dorf fahre? Und dann bin ich hin, auf den Friedhof. Echt? Das Auto abgestellt und bin dann dahin. Also hast du sie quasi auf dem allerletzten Weg dann doch noch begleitet? Naja, nun, es war nicht mein Interesse, die Frau Riefenstahl zu begleiten, um Gottes Willen. Ich meine, also mein Vater musste emigrieren im Dritten Reich, also ist kein Spaß. Und
Aber ich wollte sehen, einfach wie das, was ist das, was passiert da eigentlich? Das ist das für eine Veranstaltung. Weil das sind auch Leute, ich meine, sowas, wenn die sterben, sowas wächst nicht nach und das ist die Nazi-Zeit und das ist das als Stück Deutschland. Wie auch immer, jedenfalls, meine Neugierde kannte keine Grenzen, ich habe gesagt, du schaust einfach mal vorbei, da kannst du wieder gehen. Und dann bin ich da rein, da war das so eine Aussegnung und bevor jemand verbrannt wird und da war dann feierlich, alles still und da waren viele Leute da, viel, also sehr viel. Dann habe ich gedacht, oh, wow, Halleluja. Und habe mir dann angeschaut, wer da so kommt. Und dann habe ich auch, ich saß hinten und es dauerte eine Zeit lang, dann saß ich, guckte ich, wer vorne ist, die Verwandtschaft. Ja, ja, ja. Dann hatte sie aber einen Lebensgefährten, der war vielleicht so 50 oder 55, relativ jung. Verwandtschaft schon alle tot. Und ja, aber es waren nicht alle tot, denn autogrammkartenmäßig, kommen wir zum Thema, in den ersten zwei Reihen saßen die Fans. Wow. Ja? Und die hatten Autogrammkarten in der Hand. Ja. Du hast es richtig erraten, genau, die hatten nämlich so kleine Kärtchen. Da habe ich gedacht, was haben die für Kärtchen und so weiter. Ich weiß nicht, ob da so, gibt es so Begräbniskarten, die dann verteilt werden, Ewigkeit Amen und kommt Geburtsdatum und so. Und ob es die gab, weiß ich nicht. Aber die hatten Autogrammkarten von 1937 oder sowas. Ich habe mir dann irgendwie ein, zwei auch mal angeschaut. Und da hat sie unterschrieben gehabt, genauso wie wir das in der Lindenstraße gemacht haben, Schwarz-Weiß-Foto, Leni Riefenstahl für Susi oder ohne Susi, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall saßen da alte Leute, die waren natürlich alt, stell mal vor, 37 oder 38 waren die vielleicht Fans und waren 18, dann sind sie 20 geboren, da waren die auch 80 Jahre, als die gestorben ist oder 83 Jahre. Diese Leute standen und saßen da rum und haben die sogenannte letzte Ehre, weil das ihre Jugendzeit war und ihr Star war. Klar, ja. Ob sie jetzt da dem Nazitum anhingen oder nicht, sei dahingestellt. Aber die haben sie verehrt und da sind, haben die sich aufgemacht und sind extra noch einmal hin. Und das war mich gespenstisch. Ich habe gedacht, wow, die Nazizeit steht wieder auf. Weil die ja, das war so ähnlich wie der Besuch im KZ. Ich habe das ja schon mal in einer anderen Sache erzählt, dass diese Zeit, weil die, jetzt sind sie ja fast alle gestorben. Aber dass es einfach diese Menschen wirklich gab. Also ja, und dann kommen sie auch noch so gesammelt zusammen. Ja, genau. Dann kamen die noch zusammen. Ja. Und dann gab es, weiß nicht mehr, Musik und irgend sowas. Und dann so der blonde Typ, der so blond gefärbter Mann, vielleicht war er auch schon 60, 65, 70, das war dann der Lebensgefährte, ihr Freund. Ja, der Junge. Hat den Freund gehabt. Der junge Freund. Ja, der junge Freund. Für einen 103-Jährigen ist ein 60-Jähriger ein junger Hupfer. Genau. Das genau. Und dann habe ich gedacht, okay. Und irgendwie hieß es dann, ich weiß nicht, ob der das gesagt hat, so, jetzt gehen wir zum Leichenschmaus. Sag ich, ah, wo gibt es einen Leichenschmaus? Ja, freilich seid ihr alle eingeladen, kommt nur alle weiter. Und so, wow, dachte ich, Donnerwetter. Und ich weiß auch nicht mehr, wie die Ansprache verlief und ob der, was der Pfarrer gesagt hat oder wer das hielt, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gedacht, Herrschaft, wenn ich schon da bin, soll ich auch zum Leichenschmaus gehen. Ach Gott, ja, und ich bin mit. Ich bin dann hin, in einem Lokal, in der Straße so und so. Da habe ich das Auto rausgeholt und bin dann da hingefahren. Ja. Es war nicht um die Ecke. Aber du warst alleine da quasi. Bist da so ich war alleine. Aha. Aber ich habe einen getroffen. Ich habe einen getroffen, den ich kannte. Mhm. Einen Jungen, den ich kannte von einem anderen Film. Ich habe mal einen Kinofilm gemacht, wo ich einen Catcher spielte und der hatte seine Wohnung. Ein Catcher? Ja, ein Catcher im Ring. Ich habe wirklich im Ring, in meiner Gewichtsklasse. Was hast du eigentlich noch nicht gemacht? Was hast du eigentlich noch nicht gemacht? Nix. Ich habe eigentlich nichts. Nein, das ist aber, also hattest du jemanden, mit dem du dich da unterhalten kannst? Ja, und der hatte seine Wohnung zur Verfügung gestellt und der war so ein bisschen im zwielichtigen Milieu abgeglitten. Und da sagen wir, was machst denn du da? Gattinger heißt der Kürzen. Gattinger heißt der Name. Wurscht, Vornamen weiß man nicht, heißt Gattinger. Gattinger, was machst denn du da? Sagte, ja, Rampelmann, ich bin auch da, ich kenne die gut, ich war mit dir befreundet, auch mit ihrem Freund und so weiter. Mit der Leni, ja. Dachte ich, wow. Der hat sie im zwielichtigen Milieu, das drücke ich jetzt mal so allgemein aus, er hat dann auch eine Zeit unfreiwillig, irgendwo wurde er mal sozusagen irgendwo untergebracht und hat mir dann erzählt, naja, ich bin wieder draußen, freilich. Und da sag ich, hast du ein Handy? Ja, ja, freilich, habe ich ein Handy wieder. Und so, das war die Zeit, wo man so kleine Knochen hatte. Ich hatte dann noch kein Handy, aber er hatte bereits eins. Und dann habe ich gesagt, Gott, gehen wir jetzt zum Leichenschmaus. So, freilich gehen wir dahin, da gehst du jetzt mit. Da kam ich also mit dem und natürlich besonders gut, weil er kannte sie. Ja, so, warum auch immer. Und dann waren wir da und dann, ja, und da waren riesen Tische mit Essen und es gab riesen Würste. Ich weiß, es gab einfach einen Haufen Leberkäse und Wurst bis zum Abwinken. Ja, das ist doch Paradies für dich.
Ich bin jetzt ja bloß nicht so Wurstfresser. Ich kaufe ja kein Fleisch mehr, das muss ich auch mal sagen. Ach so, echt? Ja. Nein, ich kaufe kein Fleisch mehr. Aber ab und zu mal, wenn es irgendwo auf einer Feier was gibt, so ein paar belegte Brote mit einem guten Salami drauf, dann haue ich da schon mal rein. Das ist so Reminiszenz. Ja, aber ich kauf eigentlich schon lange Zeit kein Fleisch mehr. Und ich habe Landwirtschaft studiert und ich war im Schlachthof. Also es ist, mir bekommt es einfach nicht. Es ist einfach nicht gut. Auf jeden Fall, um es abzuschließen, wir waren beim Leinschmaus, da ist nichts Schlimmes passiert. Ich hörte mir eigentlich eher die Geschichte vom Gattinger an, was er alles erlebt hat. Und dann war auch gut. Aber ich fand es faszinierend, noch einmal die Leute zu sehen, die zu so jemand gehen. Ja, sicher, klar. Ja. Und das ist auch etwas... Ja, so ähnlich wie in der Lindenstraße, wer weiß, wo diese Autogrammkarten landen, eigentlich dann, wenn jetzt Mutter Beimer, möge es ihr nicht vergönnt sein. Gott bewahre, muss man Gott dazu bewahre, sagen. Gott bewahre. Da so würden auch Fans hinkommen, natürlich. Da kommt so, die macht bestimmt, hat bestimmt ein Testament drin, dass es eine gescheite Beerdigung gibt, dass es richtige und ordentlichen Leichenschmaus gibt, also ordentlich. Nicht so wie beim Dings, bei dem aus Berlin, von dem ich erzählt habe das letzte Mal, wo es dann sehr dünn belegte Brotschnittchen gab. Aber guck mal, ist ja erstaunlich, dass auch das dann, auch so ein Eindruck eines Leichenschmauses, bleibt dann auch haften. Ne? Wenn der Abgang dann mit dünn belegten Brotschnittchen da war, dann bleibt das dir so sehr im Kopf, dass es heute Erwähnung findet. Das ist auch erstaunlich. Absolut, das sind so wesentliche Sachen, weil du mich gefragt hast, ob ich auch einige Berühmtheiten sozusagen in dem Leben irgendwie dann kennengelernt habe oder damit mit zu tun habe. Wobei ich, wie gesagt, ich möchte jetzt wirklich sagen, ich bin jetzt kein Verfechter von der Eigenheit oder der sagen wir mal so, von Frau Riefenstahl. Klar machen, dass ich bin jetzt nicht dahin, weil ich sage, oh, das war alles ganz toll. Ja. Und, aber man kann das ja auch mit einem gewissen, sagen wir mal, wissenschaftlichen Interesse sich das angucken, einfach, dass man gucken kann, wie läuft das ab, was passiert hier eigentlich gerade und das mit so einem Abstand sehen, aber auch einfach mal als Betrachter oder als Zeitzeuge, dass sie jetzt auch nur erzählen kann. Das ist auch sehr interessant. Ja, das ist halt auch deutsche Historie. Genau. Ich meine, das ist 20. Jahrhundert pur. Von Anfang an. Ja. Also, man muss sich vorstellen, so eine Frau hat ein gesamtes Jahrhundert gelebt, von 1902 bis 2003. So, und jetzt kommt der Schlenker, so jetzt. Wie Anna Teluren. Die hat ja da haben wir auch so eine. Ja, genau. Auch in dem Alter. Wie alt war die? 102 oder 103, bis sie gestorben ist. Sie hat ja ein neues gelebt, nicht so weit weg von hier. Ja. Ja, und dann nehmen wir den Schlenker mal auf zur Lindenstraße zurück. Ich habe noch ein paar Fanfragen für dich. Meinst du, wir kriegen noch welche runter? Ja, klar, hast natürlich. Du noch immer her damit. Bisschen Energie. Schluck Kaffee noch, Moment. Ja, ich lese mal eine vor. Robert M. hat geschrieben, was mich interessieren würde, was hält Herr Rampelmann von Umbesetzungen? Da gab es ja in der Lindenstraße einige, die nicht so geglückt sind, wie zum Beispiel die Umbesetzung von Lydia Nolte. Sollte man eine Figur nicht lieber sterben lassen? Wir reden natürlich jetzt hier von Umbesetzungen, die einfach gemacht wurden. Ne? Also wo man jetzt, zum Beispiel gab es ja noch Marion Beimer wurde umbesetzt, weil die Schauspielerin nicht mehr mitspielen wollte. Frank Dressler, ich habe mir so ein paar aufgeschrieben. Mhm. Nico Zenker natürlich, Sandra Sarikakis. Es gab so ein paar Rollen, die einfach umbesetzt wurden und wo die neue Schauspielerin oder neue Schauspieler nicht so gut angekommen ist. Fallen dir da auch ein paar Beispiele ein und wie geht man als Umbesetzung damit um? Ja, also was ich weiß, ich meine, ich weiß jetzt nicht sämtliche Produktionshintergründe, aber was ich weiß, es war so gut wie nie ein Erfolg. Ja, das kann man sagen, genau. So, aus der Sicht der Fans passt es nicht. Eigentlich im Grunde auch aus der Sicht von der Produktion nicht, weil die Produktion hat ja dann immer darauf geachtet, dass wir sehr authentisch sind. Ja, ja. Er hat immer schon von der Besetzung vom Anfang her einfach Leute besetzt, die nicht 0815 sind. Leute, die eine bestimmte Individualität haben und sich komplett abheben vom sonstigen Seriengeschehen, wo man vielleicht schon anfing, auch in den 80er, 90ern, eben Beauty und hübsch und girly und gut aussehender Liebhaber zu besetzen. Das hatten wir alles nebenbei auch. Wir hatten unglaublich hübsche Frauen, wir hatten auch mittelmäßig gut aussehende. Wir hatten natürlich gar keine schlecht aussehenden Frauen, auch klar. Aber das hatten wir eigentlich mitlaufen lassen. Und dadurch wird eigentlich, sagen wir mal, so ein Haupttenor wird eigentlich dadurch unterbrochen. Was ich weiß noch, ist aus der das war ja vor meiner Zeit, also die ältere Dame Lydia Nolte war die Mutter von Bertha, Rehlein. Genau. Da weiß ich noch, das war noch zu meiner Zeit, da war die Darstellerin,
die erste ewig lang krank. Die war halt einfach schon alt. Oder Tilly Breitenbach? Ja, die war einfach dann krank. Ja. Und da hat man gewartet. Und das bedeutet ja für die Drehbuchschreiber immer die Hölle auf Erden, wenn man nicht weiß, ob der überhaupt kommt. Dann schreibst du was und schreibst was und schreibst was. Und das musste ja immer vorbereitet, also schon ein Jahr vorher geschrieben werden. Dann konnte man damit nicht arbeiten. Und da haben sie irgendwann mal beschlossen anscheinend, dass sie sagen, okay, wir wollen diese Rolle, diese Mutter-Kind-Beziehung. Das war ja auch sehr problematisch. Irgendwie war die Alte ja auch, wenn ich das so sagen darf, etwas abwertend. Aber die alte Dame oder die Mutter, die war ja auch sehr unterdrückerisch dem Rehlein gegenüber. Das ist richtig, ja. Ja, soweit. Ich habe jetzt einmal eine Folge gesehen, wo Rehlein besoffen nach Haus kommt. Gibt so eine Folge, die Rolle Rehlein kommt betrunken nach Hause. Wo warst du, Kind? Ja, genau. Sie war auch immer so ein bisschen ja, aristokratisch, so ein bisschen alt, spießig, so sollte die Mutter ja, so sein. So. Ja, also das Rehlein stand schon sehr unter ihren Pantoffeln. Ja, absolut. Also die hatte einen Tonfall und die hat nicht locker gelassen. Die stand da eisern. Nee, genau. Und das, war, das arme Rehlein ist da besoffen hin und her gewandt, hat sich festgehalten. Und dann hat die gesagt, Kind, wo warst du? Genau, so hat sie Mutter, lass mich doch jetzt einfach schlafen. Ja. Ich möchte wissen, wo du warst. Genau. Eine Traumrolle, absolut. Die hat dann... Und da hat man wahrscheinlich gesagt, okay, es soll offensichtlich diese Mutter, sagen wir mal, so eine alte Mutter, die auch die Nazi-Zeit erlebt hat. Das hat ja auch wieder was damit natürlich, zu tun. Natürlich, klar. Diese Frauen, die, verstehst du, was haben die? Die haben vielleicht den Verlust des Ehemannes erlebt. Der ist also im Krieg gefallen. Genau, das habe ich, das der hab Sohn ich auch noch. Auch dann, gelernt, wenn man so über ältere, verbitterte Rentner sich lustig macht oder sich ärgert, dass sie sind ja so entstanden, durch ihr Leben sind sie ja so geworden. Ja. Man hat ja viel durchgemacht und ist dann immer das Produkt seines gesamten Lebens, ist man, was man gerade darstellt. Man ist ja nicht, man kommt ja nicht so auf die Welt. Ne? Und das hat diese Dame gut dargespielt. Die Nachfolgerin, ich glaube, die hieß Ursula Ludwig, war auch ein ganz anderer Typ. Das kommt völlig auch anders. Ich weiß noch, das Bild kriege ich auch von der, stimmt. Ja, also das ist dann natürlich schwierig. Ja, die war gar nicht, die war in dem Sinne gar nicht, ich weiß, hatte die diese Strenge überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht, genau. Ja, und das ist natürlich, wenn man dann natürlich dann nicht jemand hat, der, sagen wir mal so wie ich jetzt, den gleichen Tonfall anstrebt, sagt, Kind, wo warst du? Ja, und da hat auf jeden Fall, das muss natürlich die Rolle, die muss natürlich dann identisch auch, sagen wir mal so, den Grundcharakter hergeben, wenn sie das nicht tut. Das ist fatal. Ja. Das ist dann, und irgendwann wurde das dann auch, ich weiß nicht, was mit der passiert ist, mit der anderen alten Dame, ob die dann gestorben ist oder also, was. Also, genau, die ist dann irgendwann gestorben und die Rolle selber ist dann aber auch irgendwann gestorben. Ich glaube, diese Nachfolgerin als Rolle. Genau, also Tilly Breitenbach ist, glaube ich, auch 93 gestorben. Ja, die starb dann, weil sie kam nicht mehr, genau. Ja, und die Nachfolgerin war, glaube ich, ein Jahr dabei und dann ist die Rolle gestorben. Ja, ja, dann hat man gesehen, dass das kein Erfolg ist, weil es ist ja auch schwer, so jemand dann zu finden. Ja, wer das noch hätte spielen können, das wäre die Dings gewesen, die von der Marwitz gespielt hat. Ja. Die hätte in die Rolle reinschlüpfen können, weil die war ja schon dabei. Ne? Die hätte man... Hättest du das gemacht, wärst du auch in die Lindenstraße gekommen, wenn du quasi eine Umbesetzung gewesen wärst für jemanden? Ist das, ja, ich meine, das ist ja für mich ein Geschäft gewesen. Okay. Mhm. Ja, also Fernsehen ist für mich ein Geschäft, wo ich halt Rollen, die mir gefallen, spiele und die mir nicht gefallen. Das ist halt einfach ein Geschäft und das muss man auch sehen. Das ist wie im Theater, wenn du einen Vertrag hast, dann kommt der Spielplan und sagst, oh Gott, na, in dem Stück, na, nee. Also, weißt du, muss man machen, ne? Ja, ja, okay. Das war übrigens die Hollywood-Schauspieler auch, gell? So jemand wie mein Vorbild Humphrey Bogart, die haben ja auch oft schlechte Filme gemacht. Oder stimmt, Filme, die waren so B-mäßig, ne? So B-Klasse-mäßig. Auch Casablanca war gar nicht als Top-Film angesetzt. Das war eigentlich ein B-Klasse-Film. Das war so ein, nehmen wir auch, wir haben die Bergmann, den Bogart, und dann haben wir noch, wen hat er noch gehabt? Ja, den Trompeter, wie heißt er noch? Den absoluten Star-Trompeter. Der As Time Goes By gespielt hat, Satchel Mouth, Louis Armstrong. Ach so, ja, okay. Genau, also die Besetzung hatten sie, aber es war eigentlich nicht als Topfilm, als was er dann geworden ist. Das kann manchmal passieren. Und hier bei uns, wie kamen wir jetzt drauf? Moment, von der Besetzung her, wie kam man drauf? Jetzt wissen wir schnell mal. Ja, dein Gedankengang dahin kann ich nicht. Ja, jetzt habe ich einen Sprung gemacht. Ha, live. Ja, Live-Sprung. Ich mache den Sprung zur nächsten Frage vielleicht, ganz gut. Ja, gut, okay, aber komm, wir wollen das schon lösen. War die Frage dann, wie gesagt, auf die, genau, diese Umbesetzung und mit den, mit diesen markanten älteren Damen sowas. Ja, sowas. Und mit der Umbesetzung selber hatte man, darum ging es ja, also eigentlich wenig Glück. Dann gab es noch irgendjemand, wen hatte man noch umbesetzt? Ja, die Rolle Chris hat man umbesetzt. Chris Barnsteck zum Beispiel, das glaube ich war nicht
nicht so arg schlimm, weil die war ja irgendwie gar keine Schauspielerin, die erste. Die hat man einfach als Original genau geholt. Silke Wülfing, die habe ich auch schon mal interviewt, die wohnt hier in Düsseldorf und ist Schreinerin und hat danach auch nicht mehr weiter gespielt. Also tatsächlich, die führt ein ganz anderes Leben jetzt und das ist auch in Ordnung für sie und ist ein ganz anderer Typ. Ja. War, glaube ich, nur 1,5 Jahre in der Lindenstraße, aber eine coole Rolle, aber genau, die Nachfolgerin ist schon gestorben inzwischen, Stefanie Mühle. Auch schon vor ein paar Jahren gestorben. Okay. Ja, also, kennst du noch Sandra Sarikakis, die Frau von, war das nach deiner, war die noch zu deiner Zeit da? Sandra, die Frau von Vasili? Ja. Die haben sie auch irgendwann umbesetzt. Das ist nicht so gut gewesen, weil die Originaldarstellerin war so eine Kölsche. Die hat auch Kölsch gesprochen, wie Kölnerin. Und dann kommt die Neue und spricht natürlich ganz anders. Ja. Das ist schwierig. Dann. Genau, also man sollte das, also in dem Format, finde ich, sollte man sich mal, man sieht es ja, dass die Unikate, also die Einzel, die wirklich speziellen Rollen, die man kann auch nicht Mutter Beiber umbesetzen, man kann auch so ein Olaf umbesetzen. Ich meine, ich hätte das, wenn jemand das vorher gespielt hätte, hätte ich gesagt, ja okay, was hat der gemacht? Dann hätte ich das einfach so gemacht, sozusagen. Okay, so, indem ich gesagt hätte, okay, dann bin ich da halt so gut wie möglich, weil ich verstand ja von der ganzen Sache nichts, als ich ankam. Ich dachte, wow, diese Serie, also was die alles für Sachen hat. Ein bisschen was wusste ich, aber eben nur 10%, was eigentlich da so abgeht. Und insofern hätte ich das wahrscheinlich einfach gemacht. Und das, ich glaube, auch für den Nachfolgenden ist es nicht so schlimm. Es ist, wenn es nicht hinhaut, ist es für die Produktion schlimm. Und eventuell kommen halt die Fans und sagen, ja mei, dich mögen wir nicht so, weil wir wollten den anderen, haben wir eigentlich lieber gehabt. Sicher. Na gut, okay, aber damit muss man dann auch leben. Aber wie gesagt, das blieb mir erspart. Ich blieb von vorne bis hinten das Original. Es kam auch keinen Olaf nach dir, da ist niemand mehr reingegangen. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Es gab auch nicht Willi Herren, kann man auch nicht nochmal. Eine Olli-Rolle. Das kannst du aber nicht nochmal. Wer soll denn das spielen? Kann kein Mensch spielen. Ja, ja. Oder den Zorro, die Rolle Zorro. So beliebt. Beneidenswert. Meine Güte, war der früher beliebt. Bei den Frauen. Wow. Halleluja. Felix Leidig ist jedes Mal dabei, hat eine Frage dabei zum Busunglück, ob wir uns da mal mit beschäftigen können. Er schreibt, es wäre noch toll, wenn ihr euch mal mit dem Busunglück beschäftigen könntet. Mich würde dabei besonders interessieren, ob die ganze Zeit klar fest war, wer stirbt oder ob es mehrere Möglichkeiten gibt, wer das Busunglück überlebt. Ob Herr Rampelmann was dazu sagen kann. Du warst ja auch dabei, wir haben ja eben schon kurz am Anfang gesagt, Olaf hat auch mit im Bus gesessen. Das war ja die Hochzeit von Erich und Helga. Zweiter Versuch, zweiter Anlauf und dann gibt es dieses Busunglück und alle, alle kommen danach ins Krankenhaus. 2-3 Rollen sterben auch. Mehrere sterben auch im Folge dessen viel später noch. Hubertchen zum Beispiel oder Enrico Pavarotti. Direkt gestorben beim Busunglück sind damals Benny Beimer. Das war natürlich dann der ganz große Aufhänger. Und dein Dieter Ranzo, mit dem du noch zusammengelebt hast zu dem Zeitpunkt. Nur die beiden sind gestorben und mehrere dann später noch und viele lagen dann im Krankenhaus. Genau. Ich habe mal gelesen, das ist auch schon wieder lange her, dass man das auch so gemacht hat, um sich auch so ein bisschen von Darstellern und von Figuren auf natürlichen Weg zu trennen. Das Hubertchen halt raus, Enrico später raus, Benny, der war ja schon, hat schon lange nicht mehr mitgespielt, so konnte man die Rolle aber beenden, indem man einfach gesagt hat, er hatte auch mit im Bus gesessen als Double sozusagen. Was hast du für Erinnerungen an diese Busfolge oder an diese Zeit? Also es gab ja, es gab so eine Art von ungeschriebenes Gesetz, dass man wünschen konnte, wenn eine Rolle beendet wird, ob die mit Tod oder nicht Tod passiert. Das wurde auch bei manchen, ob bei allen, weiß ich nicht, wurde das auch eingehalten. Ja. Also wenn einer gesagt hat, ich habe einfach die Schnauze gestrichen voll und ich möchte eine weitere Karriere machen und meine Idee ist, es geht erst dann, wenn ich in der Serie auch gestorben bin, dann glauben die anderen Produzenten, der kommt dann nie wieder und besetzen mich als Tarzan und dann ist alles gut. Also insofern weiß ich noch, das kann aber auch nicht irgendwie, das glaube ich, der Christian Karmann hatte, glaube ich, die Idee, dass er, weil er als Kind schon dabei war und überhaupt, eigentlich eher gar nicht mehr. Genau, der war auch schon davor nicht mehr bei euch dabei. Der hat, glaube ich, schon 1,5 Jahre vorher ausgestiegen. Die Rolle ist auch so im Off aufgetreten. Also man hat noch von ihm geredet, wohnt jetzt im anderen Stadtteil. Der wollte dann ein Schauspieler sein und hat das auch probiert mit, er muss ja erstmal eine Ausbildung. Ist er auch geworden.
Ja, aber ich meine, er hat sich entschlossen, als Schauspieler weiterzuarbeiten, meine ich damit, und hat dann Schauspielschule in New York besucht. Und das war sehr klug. Das heißt, er ist einmal aus dem deutschen Dunstkreis rausgegangen. Richtig, ja. Und hat gesagt, okay, ich gehe jetzt einmal woanders hin, da gibt es ja auch Schauspieler, da gibt es vielleicht auch Rollen für mich. Mhm, und da muss ich erst einmal den Beruf von einer anderen Seite lernen, weil es geht ja nicht, dass ich als Kind von Mutter Beimer einen Beruf erlerne. Das ist... Genau, Alternative wäre halt gewesen, wie Moritz Sachs, einfach dabei zu bleiben und dann heute noch da mit zu spielen. Ja, aber wollte er nicht. Genau, hat aber auch schöne Filme gemacht. Bang Boom Bang ist ein absoluter Kultfilm, den er gemacht hat, Serie und Tschüss gespielt bei RTL, hat aber auch viele Schlagzeilen gehabt, die nicht ganz so gut waren. Inzwischen betreibt er ein kleines Eiscafé in Berlin. Ja, da gehen wir mal hin. Genau, erst gehen wir zum Griechen, nicht zum Achilles, sondern ins Terzomondo. Ja, bitte. Und zum Nachtisch gehen wir ins Eiscafé Kammern. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee, das kann man machen. Diese Busfolge für euch damals auch was Besonderes? Hast du da natürlich, die Busfolge war der Hammer. Ja, weil es ist ja so, dass, wie gesagt, ich erzählte ja, dass wir immer so eine Kiste kriegen, so eine Schachtel mit Drehbüchern für ein halbes Jahr. Ja. Und da war ja dann, ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, die letzte Folge von diesen 26 Folgen war die Hochzeitsfolge mit dem Busunglück. Ach Gott. Und damit endete dann das Bewusstsein für die ganzen Schauspieler, sollte es enden. Mhm. Was ist denn jetzt mit dem Busunglück? Mhm. Da kommt die Nachricht, der Bus ist schwer verunglückt. Genau. Und das war alles. Und die Produktion hat, ich sagte es, glaube ich, im letzten Podcast, eisern dicht gehalten. Also es gab keine WikiLeaks. Es gab nicht irgendein Büromäuschen, die gesagt hat, ja, gibt's mir 100.000 Euro, ich sag was. Kein Mensch hat irgendwie was davon gewusst und man rätselte rum und das war die Zeit auch von Vertragsverlängerungen. Ah, also man hatte auch ein bisschen Angst. Ja, natürlich, ich hatte nicht die Angst, weil ich gedacht habe, naja, so ein Olaf, den schmeißen sie da nicht so schnell raus, der hat einfach, das Bayerische hat mich so ein bisschen abgesichert, dachte ich, ja, zu der Zeit, nein, das ist, glaube ich, nicht, weil, und dann wurde sie halt gerätselt und natürlich kam dann so etliche Leute in Frage, wo man gesagt hat, naja, der hat schon so viel gespielt und wer weiß warum, aber es war ungewiss und man ließ uns sehr lange, denn man musste ja erst einmal monatelang diese Rollen dann auch spielen, bis man zu dem Busunglück kam und da war die Vertragslage eben für manche da und bei den Verträgen ist es auch wieder so, die unterliegen auch die Absprachen einer Diskretion, das heißt, die Produktion spricht zu anderen Schauspielern nicht, was der Schauspieler verdient und wie lange sein Vertrag geht oder was man jetzt gerade so macht und der Schauspieler hat das auch nicht zu tun. Ja. Das ist so ein bisschen so ein Ehrenkodex. Verstehe ich. Und da blieb alles im Unklaren. Also mir ist aufgefallen beim Schauen nochmal dieser Folge vor einiger Zeit, dass nicht nur Benny Beimer gedoubelt wurde. Gut, der wurde halt nicht mehr engagiert. Man hat die Rolle halt so sterben lassen. Man hat ihn einmal so eingeblendet in der alten Aufnahme. Aber man hat es klar gesehen, das ist eine Einblendung. Er hat da nicht im Bus gesessen tatsächlich. Mhm. Auch Hubertchen. Hubertchen ist ja auch darauf infolgedessen gestorben. Aber der ist in der Folge auch nicht mehr aufgetreten. Also neben Rosi hat so ein Fake-Hubert so gesessen, den man so von der Seite gesehen hat. Konnte man erkennen. Also es ist schon interessant, wie man das dann auch gemacht hat. Man hat den Schauspieler, den man die Rolle Hubert, war eine der Lieblingsrollen damals. Ist ja zum Schluss ein bisschen tatterig geworden, hat auch viel vergessen und tüdelig und so. Ist eine coole Figur gewesen eigentlich. War auch mal spielsüchtig, ganz in Anfangszeiten. Das habe ich gehört davon. Das musst du dir mal angucken, das ist ganz großartig. Ist das gut, da hockt er immer natürlich im Akropolis an den Geldautomaten und haut da immer eins nach dem anderen rein. Am Ende seine ganze Rente verspielt und muss das dann immer aber auch kleinlaut dann beichten, natürlich wieder bei Röschen. Also der taucht auf jeden Fall als Schauspieler Robert Zimmerling nicht mehr auf in seiner letzten Folge. Sozusagen. Okay. Naja. Du kuschelst schon, was haben wir für die nächste Frage? Die Kati aus Bayern hat mir per Facebook eine Nachricht geschrieben. Erstmal liebe Grüße nach Bayern. Auch da haben wir gehört, gell? Nicht nur in England, sondern auch in Bayern. Aha. Und die schreibt, Franz Rampelmann erzählt so viele spannende Anekdoten, ach was, und Rolleneinblicke. Ich könnte ihm ewig zuhören. Ja, das hast du jetzt heute wieder gut gemacht. Was mich allgemein interessieren würde, wie war Annemarie Wendel so? Da hast du eh schon ein bisschen erzählt. Ist eine nähere Verbindung entstanden und wie war das Verhältnis zu Wolfgang Grönebaum? Was kannst du zu den beiden sagen? Wie stark war da die Familienbeziehung auch hinter den Kulissen?
Ja, die beiden. Ich meine, die beiden lernte ich ja dann kennen als meine Eltern. Plötzlich hatte ich zwei Eltern. Das war ja auch, die länger blieben als irgendein paar Drehtage. Ja, genau. Einmal. Das war ja dann am Anfang auch ein richtiges Pressebüro-Ereignis, weil als ich kam, ja, das wurde dann richtig vermarktet. Da gibt es auch Fotos davon, stimmt, wo ich ja mit den, zwischen den beiden so stehe. Das sind genau gar nicht so schlecht, die Fotos. Mhm. Da habe ich, glaube ich, so ein weißes Jackett an. Mhm. Genau. So ein leicht bayerisches, angehauchtes, leichtes Sommerjackett. Das war sozusagen die Vorstellung, die offizielle. Ja, wurde vorgestellt und die beiden, die ja damals sehr etabliert waren als Ehepaar, Hausmeister-Ehepaar, bekommen jetzt einen Sohn. Das war ja, da war die Serie schon wirklich gut etabliert nach 7 Jahren. Klar. Das heißt, man hat so eine Rolle schon mal eingeführt, auch über die Yellow Press. Also da gab es dann bunte Bilder und was ist das wohl für einer, der da jetzt kommt und was. Und erweckte also schon mal Neugier. Das heißt, das war sehr gut lanciert, das Ganze. Und so lernte ich die beiden eben kennen und die hatten es eigentlich immer beide zusammen relativ humorvoll. Mhm. Und er hatte dann zwischendurch mal, der Wolfgang Grönebaum, ja, zwischendurch hat er dann auch, naja, so hinter den Kulissen gesprochen, hat er dann keine so Lust mehr auf sie. Manchmal hat sie ihn ein bisschen genervt, glaube ich. Er war ja so ein Bär, war auch im Krieg gewesen, glaube ich, und er hat er schon erwachsene Söhne und kam dann immer zum Drehen, so aus dem Bergischen Land oben und hat auch oft einfach, war sehr grummelig, weil, ich weiß nicht warum, aber er hat viel geraucht und ich glaube, er hat auch gerne mal ein Bierchen gezischt. Das kann sein. Also ich kenne ihn ja auch sehr aus XY. Ne? Also da ist als er, Stimme. Ja, das ist unfassbar, diese Stimme. Ja. Und ja. Also gerade bei der Rolle Egon, ich weiß nicht, wie du das siehst, er hat sich ja am Ende auch gegen Olaf so ein bisschen aufgelehnt, ne? Als diese ganze Geschichte da war mit Mary und so. Das zum Sozialpfleger auf einmal, hat dann noch den Olaf mal verhauen, glaube ich. Richtig. Ja. Meine Güte, da lag am Tisch oder sowas und dann, ja, und dann mussten wir nach England fahren. Das war dann, das hat ihm gut gefallen in England. Ich weiß noch, wir waren in Canterbury. Mhm. Canterbury, eine Stadt, also nördlich von Dover, vielleicht 80 Kilometer oder sowas, heißt Canterbury. Mhm. Und da waren wir in einem Hotel, und es war ein schönes englisches, nobles Hotel mit einem riesen Billardtisch und so weiter. Und er hatte dann mit der Kostümbildnerin, wir hatten da eine ziemlich fesche, große Blonde. Ja, war ja so 1,80 Meter groß und hatte immer Stretch, orangefarbene und pinkfarbene Stretch-Jeans an. Und hatte eine Spitzenfigur. Ja, ja. Und die war für die Kostüme zuständig. Und mit der ist er in der Stadt spazieren gegangen. Und die haben sich gut verstanden. Und dann kam er ganz stolz, weil er mit der so spazieren ging. Und hat sich dann so englische Tweed-Jackets gekauft. Ah, ja. Weißt du, so dieses karierte englische aus dem wertvollen Stoff. Da hat er richtig Geld hingelegt und die hat ihn dann sozusagen mal fein eingekleidet in einem original englischen Geschäft. Mhm. Und er kam ganz gebauchpinselt und da hat er uns ganz stolz seine neue Kollektion gezeigt. Jetzt ist er englisch eingekleidet. Ah, ja. Ja, und das bedeutete aus der Generation, bedeutete schon, das war die feine Art, sich zu kleiden, englisch. Und da hat die ihn original in England rumgeführt. Das hat ihm gut gefallen. Und später, also ich erkenne zwei Farben von ihm. Ich weiß, dass er, hat die Wendel auch gesagt, genau, sag ich, vertraut sie eigentlich nur gut, was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht, also wenn da Drehschluss ist, gell, das dauert keine 2 Sekunden, der schminkt sich nicht ab, der macht gar nichts, der kommt schon immer so in seiner Lederhosen im Kostüm, ja, das dauert keine 2 Sekunden, ist er schon aus der Tür und im Auto und ist schon wieder weg. Also er hat wirklich also monatelang oder lange Zeit irgendwie seinen Dienst gemacht, aber irgendwie hat ihm das gar nicht mehr gefallen mit den jungen Leuten und diese Serie oder sowas. Das war für ihn, glaube ich, irgendwie. Obwohl seine Rolle am Ende doch ziemlich gut sich noch entwickelt hat. Er hat sich dann emanzipiert von Else, hat eine eigene Wohnung bekommen, hat wirklich auch die Scheidung durchgezogen. Ich meine, in der Rolle hatte er doch einiges noch zu spielen. Natürlich, und er hat auch dann selber, das muss ich noch sagen, eine Wendung gemacht. Mhm. Da auf einmal wurde er etwas umgänglicher, weil er zu mir auch grummelig. Grummelig. Kann auch sehen, wer weiß, was man alles erlebt hat im Leben. Und dann wurde er plötzlich netter und umgänglicher, dachte ich, was macht er denn? Er hatte was Neues, er hatte ein neues Spiel. Und zwar ein neues Lebensspiel, denn er hatte irgendwie eine intensive Beziehung zu Portugal ans Meer aufgebaut, zu irgendwelchen Leuten. Mhm. Und da fuhr er, wenn immer die Zeit es ihm gestattet hat, ist er hingeflogen und hat sich dort bräunen lassen, ist am Meer gewesen und kam total glücklich wieder. Also er wurde sanft wie ein Lämpchen, froh, zufrieden,
Weiß der Geier, es hat ihm einfach gefallen. Also wahrscheinlich, es war einfach, es war wirklich für ihn was Schönes. Da fuhr er so lange hin, bis er dann gestorben ist. Das war wirklich, und da wurde er umgänglich. Ich habe ja Ziehharmonika geübt, die große Rote, habe ich dann auf dem Bauch gehabt und da saß er da. Und man durfte da, glaube ich, noch auf dem Gang rauchen. Es gab so eine Raucherecke, dann saß er da, hat gewartet und so. Und dann habe ich gesagt, so, und was machst du? Hoffentlich fangen die bald mal an. Da war wieder grummelig. Da habe ich ein bisschen Ziehharmonika gespielt und da konnte ich so mit der, das, in der Stimmung von der Ziehharmonika, die kann man so verändern. Ja, da gibt's so Tasten. Ja, ja. Und hatte dann so ganz feines Schwingungseinstellung gehabt, so Vibrato, so ganz weit und ganz hohe Töne. Da habe ich ganz langsam, ganz, ganz fein was gespielt. Und da schaut er, sagt er, ja, das klingt ja wie im Himmel. Ach Gott, ja. Schöne Erinnerung. Ja, schöne Erinnerung, genau. Ich dachte, ja, so, wir können anders, aber das können wir auch. Und so war es dann ganz lustig mit ihm. Soweit zum Grönebaum. Und die Wendel, was war jetzt die Frage noch von der von Annemarie allgemein? Oder was war doch, was hatte die hier noch für eine Frage gehabt? Schauen wir nochmal schnell. Ja, Frage war ganz allgemein, wie war Annemarie Wendel so? Also. Da hast du ja im Prinzip schon gut erklärt, hier denke ich, da brauchen wir. Oder gibt es noch eine Geschichte, wo du sagst, Mensch, das war, daran erinnere ich mich besonders mit ihr? Annemarie Wendel war natürlich auch geschickt. Die hatten dann, war enorm geschäftstüchtig, enorm. Aha. Man wusste nie, wo sie überall ihre Finger drin hatte. Ja? So, sie hatte mir auch nicht alles gesagt. So, wenn wir uns trafen und so weiter, sag ich, was machst du denn so? Na ja, jetzt muss ich nach Dresden noch wieder zur Talkshow. Ah, hatte sie nicht nur eine, hat sie gleich noch eine gehabt oder sowas irgendwie. Sie wurde also der unglaublich hofiert. Hat sie das genossen? Fand sie das schön, dass sie da so am Ende ihres Lebens nochmal so wahnsinnig im Mittelpunkt stehen konnte? Ja, das war für sie auch gar nicht das Ende des Lebens. Über Jahre war das sozusagen das Highlight. Ja, okay. Weil sie halt, was die Schauspieler so brauchen, ist halt Bewunderung. Dass die Leute sagen, wow, was der so macht, da und da auf der Bühne, hinreißend, wie er da spricht und so weiter. Und klatschen Leute. Also Schauspieler haben sowas ganz gerne. Deswegen machen manche das wahrscheinlich deswegen. Und dann ist es auch gut so. Auf jeden Fall hat sie ja ganz viel Beachtung gekriegt und die hat sie sich auch reingeholt. Die hat sie auch eingefordert. Also es war nicht so, dass sie irgendwo hingegangen ist und gewartet hat, dass die Leute was machen. Also eins weiß ich noch, wie ich gelernt habe, mit einem Publikum auf der Bühne umzugehen, wenn man ein Lindenstraßenschauspieler ist. Da habe ich dann natürlich, ich habe es nicht imitiert, aber ich habe geklaut von ihr. Da war wenig los, war schlechtes Wetter, standen die unten da an der einen Bühne und wo wir auch da an der Ecke, wo diese Bärengeschichte war, wie hieß es noch, was für eine auf dem Gelände, da die Geschichte vom, wie hieß der Fernsehbär? Captain Blaubär, ja. Kein Blöd. Da in diesem Produktionsgebäude, da haben sie so eine Bühne hingebaut, auch zur 400. oder zur Folge oder sowas irgendwie und da mussten wir auf die Bühne und da war eigentlich gar nichts los, da standen dann, was weiß ich, ein paar Leute. Und er hat gesagt, was ist da los? Und da ist sie ans Mikrofon, an die Rampe vorne. Und ich dachte, ja, Mensch, ist nicht wenig los. Dann erzähl mal halt ein bisschen was und so weiter. Und dann hat sie losgelegt. Geht zu mir her, da alle und so weiter. Und dann wurde sie richtig laut und aggressiv. Ja, also, pass auf, soll ich euch mal was erzählen? Ich höre nichts, soll ich jetzt was erzählen? Die hat die angepackt, die Zuschauer. Da dachte ich, das kann man also auch, weil das war mir nicht fremd. Weil ich war ja die Schurblattler. Ja. Also ein bestimmtes so Publikums, so aggressives Verhalten kann ich mir auch bei mir vorstellen. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich war eigentlich eher vorsichtig. Ich habe gedacht, jetzt guckst du mal, wie das so läuft hier. Weil ich war ja relativ neu. Und da hat die da angepackt, ja, das ist mein Sohn und der gibt auch Autogramme, jetzt geht's mir her da und so weiter. Wer mag was? Und wir hatten die letzte Folge geschaut und da ging's bam, 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 bam. Und da hat sie dann eine Begeisterung nach oben gepusht. Ja, wusch, wusch, wusch. Wo die Leute dann anfingen zu glänzen und gesagt, ja, schau die Leute drauf, ja, da ist was los. Und dann habe ich auch noch, da habe ich dann ein bisschen rein in die Kerbe, habe ich dann rein, sage ich, ja, und so weiter. Und dann war es eine gelungene Veranstaltung. Aber nur, weil sie das einfach aus diesem tiefen Loch raus. Und das konnte sie enorm. Und dann sind wir, das weiß ich auch, die 400. Folge, das war wirklich auch kennzeichnend, das war wirklich klasse. Da haben wir erstmal 400 Autogramm gegeben und dann mussten wir beide zum Flugzeug nach München. Und da war es dann so, dass wir ein Taxi bekommen haben, ein Auto. Und das Taxi hatte irgendein Geräusch unten am Kardan. Es rieb so, irgendwie sowas. Und es geht schon, Mercedes fährt schon. Und dann fuhr der aber nicht so schnell. Und dann fing sie vorne an zu zittern. Was ist denn mit dem Auto los? Da stimmt was nicht. Mein, der fährt da so langsam. Und der arme Mann, es war auch, glaube ich, jemand, also kein Deutscher, sondern jemand, der aus dem Migrantenbereich war, irgendwie ein Türke oder ein Italiener, ich weiß es nicht mehr genau. Und der
konnte mit ihr überhaupt nicht umgehen. Der hat sich dann gefürchtet, geschämt und sie hat vorn geschimpft auf dem Vordersitz. Ich saß da hinten und habe gedacht, sorry, ist ja schon gut. Na, der konnte nicht einmal richtig Auto fahren. Und da ging es richtig. Oh Gott. Das war richtig. Ja, der konnte, ja, da am liebsten würde ich aussteigen. Geht das nicht? Können wir nicht ein anderes Tag? Also es ging richtig zur Sache. Richtig. Mhm. Dachte ich, ja, also die hat ein bisschen, Vogel hat sie schon. Allein das ist so. Dachte ich, was ist jetzt das? Oder ist sie überlastet und grantig und will einfach nur nach Hause ins Bett und jetzt kommt der erstmal. Aber Flughafen. War das denn immer mit so einem, ja, hart, aber herzlich Gedanken? War sie aber überhaupt nicht mehr herzlich. Das war überhaupt nicht herzlich. Das war die harte, absolut harte Unterdrückungsnummer, okay, dem Taxifahrer gegenüber. Okay. So wie im Hausflur, ja, so gnadenlos. Ja, okay. Dachte, ja, jetzt verwechselt die irgendwas, was manchmal vorkommen kann, ja, dass man ja das Rollenbild mal ins Leben einschiebt. Das, ja, sicher. Das ist ja gefährlich, das sollte man nicht machen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Irgendwie sind wir aus dem Taxi raus und der war auch heilfroh, dass wir weg waren. Und dann sind wir irgendwie in den Flieger und dann ging es wieder. Weil mit mir war sie eigentlich immer lieb. Und mir hat sie im Grunde immer in gewisser Weise sozusagen die Stange gehalten, wenn es irgendwo Auseinandersetzungen gab. Ah, was, lass doch die Leute reden und weiter. Wir machen unsere Rolle da, das ist alles so Schmarrn und so. Ah ja, wenn es irgendwo was gab und so, da hat sie sich. Und sie hat sich natürlich in mein Privatleben eingemischt auch. Und so, ah, was machst du denn da wieder und so weiter? Was ist denn das und das und das? Und halt so zwischen Fürsorge, Neugier und sich kümmern und ja, so eine Mischung. Man musste auch ein bisschen aufpassen, dass man ihr nicht alles erzählte, weil dann wusste sie wieder alles. Okay. Und wenn ich gesagt habe, Annemarie, jetzt ist schon gut. Na, das muss ich ja wissen, So war sie dann schon auch privat. Also es war schon, hatte dann eine bestimmte Skurrilität, aber wenn man das weiß, kann man damit umgehen. Das ist einfach, die Schauspieler sind farbig. Das ist, manche können unglaublich gut Geschichten erzählen und können, und du lachst dich einfach tot. Manche sagen gar nichts und das ist dann auch manchmal ein bisschen komisch, aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Leute dann. Und auf jeden Fall, so war sie. Das ist ein Teil von der guten Frau. Ah ja, eins weiß ich noch, genau, das passt auch da rein. Dann bin ich mit, ja komm, wenn man schon gefragt hat, Anna, ja, Endel, genau, ich gehe mit ihr, sagt sie, du kannst mir begleiten, ich muss in die Reinigung, kannst mir vielleicht helfen, weil da habe ich so ein Paket zum Abholen. Ja, Reinigung, Köln. Dann gehen wir in die Reinigung. Gehen wir so rein, waren zwei Leute vor uns gestanden. Ja, und da ist sie dann an den beiden Leuten wie ein Messer durch die, heißes Messer durch die kalte Butter durch, direkt an Tresen und gesagt, genau, ich hab doch bei Ihnen das Paket zum Abholen, das ist die Nummer 516, kann ich das bitte schon haben? Dann sagte ich, ja, einen Moment, nein, das ist mir passiert, wir brauchen das jetzt. Die hat da, die ist da reinmarschiert, ja, mit einer unglaublichen Frechheit. Und habe ich gedacht, ja, was, habe gesagt, ja, es ist, wir müssen es vielleicht doch weiter, aber wir können trotzdem war. Ich versuchte zu beschwichtigen, das war nicht so erfolgreich. Irgendwie habe ich dann gedacht, na, also mit der gehe ich in kein Lokal mehr rein. Das ist ja unglaublich peinlich. Das ist ja schrecklich. Ja. Also ich bin ja kein unsensibler Mensch, aber die beiden anderen, die guckten dann an, die haben gedacht, sie haben es, das ist irgendwie so. Dann hat sie natürlich den Vorteil, dass man sie kennt. Ja, viele kennen sie. Ja, auch wenn er nicht Lindenstraße kennt, kennt sie trotzdem. Ne? Das ist ein Bekanntheitsbonus. Ja. Und dann, Gott sei Dank, ja, weil sonst hätte man gesagt, hätte der gesagt, wissen Sie was, jetzt nehmen Sie mal Ihr Paket und kommen Sie bitte nie wieder. Das hat er dann nicht gesagt. Aber es war natürlich schon ein bisschen zäh. Wollen wir noch eine Frage machen? Ja, natürlich. Ich habe noch eine per WhatsApp. Die können wir uns mal anhören. Denn das ist ja auch möglich, habe ich beim letzten Mal gesagt. Also wer möchte, wer sich traut, kann auch eine Sprachnachricht schicken. Eine Tonanfrage? Eine Tonanfrage. Rufnummer sage ich nochmal fürs nächste Mal. 0151 1844 2394. Und eine habe ich da auf dem Weg für dich. Und da hören wir mal rein. Hallo, hier ist der Michael aus Mannheim. Ich habe mal eine Frage. Und zwar bei den Folgen 1000 und so mit dem Gewehr, waren das Platzpatronen alles oder richtige Patronen? Und hier ist die Antwort vom Experten. Waren das Platzpatronen alles oder richtige Patronen? Entschuldigung, ich muss noch einen Schluck Kaffee. Nimm mal in Ruhe. Also ich kann ja schon mal mutmaßen, ich nehme an, es waren Platzpatronen. Und ich nehme auch an, wenn du mir jetzt diese Frage beantwortest, du hast ja geschossen. Olaf hat ja so ein paar Schießübungen gemacht im Wald. Ich nehme an, daran anschließend folgt jetzt auch eine Erzählung, wie das so war mit dem Gewehr. Mhm. Ja, genau, richtig. Ich habe natürlich bedauert, dass es nicht richtige Patronen waren, weil das hätte natürlich noch mehr Originalität gegeben. Das stimmt. Aber soweit ich das weiß, macht es auch keinen Unterschied vom Gefühl her. Mhm, weil die Platzpatronen sind vorne so zugefaltet und sind ja die Original, das sind ziemlich lange, die sind ungefähr 5 cm lange Geschosse, sind so lang, ja, und 6 cm, die vorne eingefaltet sind.
Und der Knall kommt dadurch zustande, dass dieses Falten vorne aufgesplittert wird, also dieser Falz. Okay. Das ist wie so, also würde man so eine Tüte vorne zusammentun. Mhm. Und dann knallt es natürlich auch und hat entsprechend auch einen Rückstoß. Mhm. Das heißt, das Ding bewegt sich ordentlich. Hat er so richtig so, man sieht ja, das so gut zurück. Ja. Also es haut einem jetzt nicht das Schulterblatt kaputt, aber man muss es schon wissen. Es hat ja auch Zielfernrohr und so weiter. Mhm. Und also es wurde erstmal, muss man ausholen, und zwar, es ist eine echte Waffe. Also die Waffe ist ein wirkliches M16. Ja. Also dieses Standardgewehr war das von den, das es bei den Amerikanern in der ganzen Welt gibt, in verschiedenen Ausführungen. Und das Ding ist offensichtlich so robust, so wie die, das ist das Gegenstück von der, wie heißt die, die Kalaschnikow, die es gibt bei den Russen. Und so ein Ding wurde halt besorgt, weil das ist offensichtlich als Geschichte illegal auf dem Markt auch leichter zu bekommen. Weil davon gibt es viele, die halt irgendwo mal vom Lastwagen runtergefallen sind oder so. Ja. Und jemand hat das dann sozusagen mal illegal verscherbelt. Also ich denke mal, auf dem schwarzen Markt, wo Olaf sich das besorgt hat, ist sowas dann auch... Also es ist realistisch, dass er sich das irgendwie hat... Das ist realistisch, dass Olaf sich das besorgen konnte. Ja, das ist realistisch. Deswegen ist es etwas leichter, als wenn es ein sehr ausgefallenes Modell von irgendwas ist. Und hier ist auch die Standardmunition ist sehr leicht zu bekommen, also illegal natürlich, aber ich denke mal, also das waren ja auch zu Zeiten, wir haben ja immer noch Amerikaner bei uns, also das wurde dann schon alles irgendwie arrangiert. Beim Film ist es so, wenn du so richtige Waffen hast, kann man die nicht einfach dem Schauspieler geben, nach dem Motto, hier hast du die Waffe, wie ein Requisit, also wie ein Messer oder wie wie irgendwie eine Nähnadel, sondern es ist ja nötig, dass eine Aufsicht dabei ist. Ja. Und wir hatten eine Aufsichtsperson, das war ein ehemaliger Polizist, der hat also sein Ruhestandsgeld aufgebessert damit, dass er verschiedene Waffen besaß und er hat die Waffen und sich selber an den Film vermietet. Das heißt, der hat die mitgebracht in einem schönen schmalen Koffer, da war das alles drin und war die ganze Zeit dabei. Das heißt, er ist immer in Reichweite. Steht dann auch neben der Kamera und guckt, also der geht nicht weg, darf nicht weggehen. Er muss dieses Ding, könnte ja sein, dass der Schauspieler irgendwas damit macht und also irgendwie aus Versehen was passiert oder irgendwas ist. Er muss also sofort reagieren können und das Ding dann beaufsichtigt wegnehmen können. Und der war also dabei und der hat mir das dann gezeigt und es ist nicht sehr schwer, also das ist ja auch sehr handlich zu machen, aber man muss eben Sachen auch im Handling wissen, wie man das Magazin einschiebt und dann muss es so, kriegt so einen bestimmten Schlag, das macht dann was her filmisch, klack, bumm, so, dann geht es rein und dann einmal durchziehen oder dann einmal so, dass eine Patrone oben in den Schacht kommt. Schacht ist das Ding, wo eine Patrone drin ist, bevor sie abgefeuert wird und dass genug Patronen drin sind und so weiter und so weiter und so weiter. Also das Ganze, das hat er mir dann gezeigt und habe ein bisschen mit rumgespielt und dann konnte ich das einigermaßen. Und dann ging es ab in den Wald und im Wald wurde dann halt damit geschossen. Und da gibt es Bilder, die habe ich mir auch nochmal angeschaut. Irgendwo fiel mir das nochmal vor die Füße letztens in der Folge. Und zwar, das ist sehr gut gefilmt, weil man sieht von vorne schräg auf den Lauf, sieht man wie die Patronen, also die abgeschossenen Hülsen, rechts aus dem Schacht abgeworfen werden, ausgeworfen werden. Und da das ja auch so automatisches Gewehr ist oder halbautomatisch, das kann man einstellen auf Einzelschuss, auf halbautomatisch und auf ganz automatisch, glaube ich, ist beim Abdrücken einfach, macht so eine Dang, 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 dann geht ein Schuss nach dem anderen und dann fliegt die Patrone raus, was für ein Film natürlich unglaublich. Ja, sieht gut aus, klar. Das sieht gut aus und man war sich, wenn man das nicht in der Wiederholung geschaut hat, nicht ganz sicher, ob nicht dann auch die Kugel vorn rausfliegt. Das hat so einen Charakter gehabt von so Blitzen, dung, 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 irgendwie sowas. Letztendlich war es, das war genau im Winkel vor der Kamera sehr gut gefilmt, sodass man gedacht hat, Moment, fliegt da nicht doch die Kugel oder sowas? Ist es nicht doch ein echtes Gewehr? Raffiniert. Schön. Kann man beim Film äußerst sehr gut gemacht. Und insofern waren es also Platzpatronen. Die haben also genau den Rückstoß und wir haben viel geschossen. Da lag, beim Film musst du ja alles wiederholen. Ja, und dann hast du ein automatisches Gewehr. Und dann die ganzen Bilder. Du sagst, oh Franz, okay, wunderbar, jetzt haben wir das von der Gabi Zenker, das Bild. Genau, also, ja. So, dann habe ich das Das sah auch sehr gut aus. Das war schon sehr, sehr stimmungsvoll. Man hat da richtig drauf hingefiebert. Man wusste, Olaf plant hier wirklich, das ist keine fixe Idee, sondern der will hier richtig, richtig was professionell aufziehen und am Ende auch umsetzen.
Ja. Und da musst du ja gut zielen können, weil dein Plan war ja eigentlich, von oben aus dem Fenster heraus Richtung Akropolis drei Leute abzu, mindestens Vier. drei, vier. Genau, und die dann auch mussten ja relativ schnell geschossen werden, weil sonst bewegen sie sich ja alle. Das war, musste ja in dem Moment funktionieren. Ja, Es und ist das hat er dann. halt geübt. Das war wirklich von der Übung her, muss man sich auch vorstellen, dass er natürlich erstmal das Zielfernrohr muss man erstmal einrichten auf Ja, sowas. ja, Ne? ja. Das geht ja nicht einfach, dass du es draufsteckst, sondern das muss natürlich dann in der bestimmten, das sieht man ja auch im Film, wenn man so einen Genau. Soldatenfilm oder sowas, wo Genau. der dann oben noch ein bisschen dreht. Und Ja. dann guckt man mal, dass das wirklich mit Kimme und Korn und so weiter übereinstimmt, also mit dem Zapfen vorne, dass man das. Und das ist jetzt kein Scharfschützengewehr. Man muss auch sehen, das ist eigentlich so ein allgemeines Sturmgewehr. Und auf die Entfernung von dem Fenster bis zu den Leuten zum Akropolis, da zielgerecht in einen Kopf zu schießen, das erfordert höchste Präzision und Genau. ruhig halten. Und da darf natürlich dann nichts schieflaufen, ne? Und deswegen wurde ja dann auch, hat ja Olaf auch, um das ruhig zu halten und die Ja, Kraft zu haben, ja. hat er Hanteltraining Stimmt, auch gemacht. das noch. Genau, also es war schon Also wirklich gut sehr, sehr gut, recherchiert, was sehr, sehr macht gut man? vorbereitet. Genau, also das war sehr, sehr gut und die Platzpatronen und ja, die hatte der auch so unter Aufsicht und so. Und dann habe ich dann, ich glaube, dann hast du ein Kilo mitgenommen von den abgeschossenen Patronen und habe die dann, da dachte ich, ist gut und habe die dann an verschiedene Leute Ah geschenkt. Und das sind ja ja, nur noch, das ist dann nur noch so nach dem Motto Reminiszenz oder irgendwie ja. Ja, sowas. ist auch schön, weil das sowas ist ja auch was für dich, das spielt man ja nicht alle Tage, das ist ja auch ein bisschen was Besonderes Ja, das gewesen, ne? Und ist. auch eine Und coole Entwicklung dieser Rolle, die da ja nicht zu Ende war. Also danach ging es ja mit Olaf noch einige Zeit na weiter und ja, er trotzdem hatte war das das. Gewehr ja noch. Na, Ja, klar. genau. Lars Bensen hat noch uns was mitgegeben auf dem Weg. Er sagt, ihr erwähnt zwar, dass Ute Moras Ehemann, Christoph Lindert, auch Schauspieler war und sie am Set besucht habe, aber nie aufgetreten sei. Das ist falsch, sagt er. Gut, dass wir hier die gesamte Wikipedia dabei haben bei den Hörern. Denn er hatte tatsächlich eine kleine und kurze Rolle in der Lindenstraße Mitte 89, trat er als Herr Hamisch auf, der Vater von Benny Beimers damaliger Freundin Cornelia. Haben wir das jetzt hiermit Aha. auch nachgelegt? Also Ah. natürlich, das sind alles so Sachen, die fallen ein. Dann habe ich noch von mehreren Leuten gehört, die gesagt haben, also ich habe, das war mein Ding, ich habe ja gesagt, die Rolle Hajo ist am Ende so ein bisschen ausgeplätschert. Und da haben viele gesagt, ja, das stimmt zwar, aber am Ende war er ja verantwortlich für Erich Schillers Tod. Das ist natürlich richtig. Ganz am Ende ist Hajo ganz groß rausgegangen und wurde dann verhaftet. Aber die Jahre davor, die meinte ich eher, da ist er so ein bisschen depressiv vor sich hergewandert und hatte nicht mehr viel zu tun. Aber das ist natürlich richtig. Am Ende Hajo ist mit einem großen Knall aus der Serie rausgegangen. Das nochmal kurz nachgelegt. Und dann eine Frage noch für dich. Eine von einem Martin, der hat uns eine E-Mail geschrieben, ganz schön altmodisch, und der hat gefragt, eine Frage, wie wurde in Folge 1000, schließt sich jetzt an, der Sturz im Treppenhaus von Ines mit dem Gewehr so überzeugend dargestellt? Hatte sie eine Stuntfrau? Weißt du das? Also, ich schaue mal schnell in meinen Gedächtniskasten. Ich glaube ja, das war ein Double. Weil das war schon ein harter Sturz und also Ja. das glaube ich, das hätte die Birgitta Weizenegger so nicht hingekriegt. Die ist zwar sportlich, die hat auch mal so Dreikampf oder sowas gemacht oder so Laufen, Schwimmen, Radfahren. Also sie hat sich schon eingebracht und geht auch Skifahren immer noch, ne? Weiß ich, habe letztens mal mit ihr telefoniert. Und geht im Allgäu unten in die Berge hoch. Also die ist durchaus sportlich und schwimmt gern und so weiter. Aber das wurde wirklich gedoubelt, weil da darf man keinen Fehler machen. Und das muss Ja. natürlich dann auch öfters passieren. Und Ja. die Stufen sind ja auch kein Spaß. Also diese Stufen, die da aus diesem Treppenhaus, die sind auch hart, die sind steinhart. Also das ist Das ist schon ein realistisches ja Treppenhaus. schon, das ist natürlich, dann kriegt man dann Knieschoner. Ich habe ja Ja. sowas auch gelernt, Stunt, ich konnte so Treppen runterfallen, ohne mir was weh zu tun. Ja, krass. Ja, sehr, sehr entspannt, also ich habe da sehr viel trainiert darauf, aber das hat sie nicht gemacht. Das wurde also nachgestellt, aber das ist aber legitim, weil Absolut, wir sind ja auch absolut. sehr versichert. Man muss immer sehen, wenn Ja. die Schauspieler gedoubelt werden, ist das nicht, weil die etwas nicht können, sondern weil sie am Rande der Gefahr von der Produktion aus dem Gefahrenbereich herausgezogen werden, weil die Produktion unglaublich viel Geld zahlt für Versicherungen. Wir waren alle sehr, sehr hoch versichert. Wenn es ausfiel,
Und eine Rolle fällt aus und die Drehbücher müssen umgeschrieben werden und es muss irgendwas passieren oder jemand anders muss engagiert werden und so weiter. Da fangen sofort die Kosten an zu laufen. Klar, natürlich, klar. Und ja. dafür und damit das nicht passiert, nicht, dass einer sagt, oh mein, ich habe mir so einen Haks gebrochen. Da wird quasi einfach jegliches Risiko vermieden, kann man sagen. Naja, nicht jedes. Also meine Schläge waren schon richtig. Also die Ohrfeigen, die mir die Domna mal gegeben hat, also das war richtig. Und sie hat nicht schlecht zugehauen. Und, das glaube ich. Ja, das ja. Ich. Und das sie hatte ja auch schon, allen Grund dazu. Naja, nun. Aber auf jeden Fall, das ging. Das waren jetzt so kleine Stunts oder auch ja. mit der, ja genau, die verschiedenen Sachen, die wir dann so, so wie Ohrfeigen oder mal irgendwo hinfallen oder sowas. Ja, ja, ja. Das geht schon. Aber so richtig brutale Sachen. Wir hatten dann immer wieder, ich glaube, die waren aus Hamburg. Ich kannte die auch von früher. Das war ein Stunt-Double. Mit denen hatte ich dann in München auch mal zusammengearbeitet. Mhm. Die waren auch so, sehr treu, kamen die immer wieder, sagt, hey, gibt es wieder was? Ja, ja, wir müssen irgendein Auto, weißt du, so Autostunts oder sowas. Mhm. Wenn jemand da zusammengefahren wird oder irgendwas, sowas gab es ja auch öfters. Du wirst dich erinnern, dass jemand auf der Straße gab es irgendwelche Scherze. Ja, es gab öfter, öfter Unfälle natürlich bei euch auf der Straße, ganz klar. Ja. Also, oder auch der dann runterfällt, so ein Sturz zum Beispiel oder so, ja, wird auch zum Teil dann je nachdem, also der einer meiner Ausbilder, die ich hatte, der ist von der Isarbrücke runtergesprungen, der hat die großen Sprünge gemacht in München. Und weißt du, wie das aufgefangen wird unten, wie man den Sicherheit hat? Das ist nicht mit Pappkartons? Ja, genau, es wird ein Riesenhaufen von sehr gleichförmig zusammengestellten Pappkartons. Ja. Also keine harten Umzugskartons, aber welche, die schon ein bisschen, die dann leicht beim Schlag einknicken. Mhm. Und dann fallen die natürlich oft mit dem Rücken dann auf die Kartons. Ja. Das haben die sehr viel trainiert und haben auch einen Rückenverstärker drin. Aber trotzdem ist kein Spaß dafür, 30 Meter runterzufallen. Durchaus, ja. Magst du noch eine Frage? Zwei hätte ich noch. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, ja komm, lass uns die Fragen fertig machen. Dann machen wir es noch schnell. Ja. Der Franco-Fan, also gar keine Frage, ist eigentlich nur ein witziger Kommentar. Die tragischste Rollenentwicklung fand ich die von Andy Zenker, als Tiger gesprungen und als Bettvorleger geendet. Das ist natürlich tatsächlich so. Also er ist natürlich als Draufgänger reingekommen und am Ende ist er jetzt nur noch da. Ja. Das ist so, Andy Zenker ist nicht, hat sich jetzt so ein bisschen, der ist auch ausgeplätschert, kann man sagen. Ja, das ist leider Gottes so, weil ich meine, ich kannte ihn ja gut und er war absolut der schnelle, zum Schlag bereite Typ. Also er war absoluter Action-Typ. Ja, immer. Das hat mir dann leid getan, mit dem hätte ich gerne mal Schlägerei gemacht oder so. Das glaube ich, und dann schreibt noch jemand, wie heißt er? Talking and Shaking hat sich genannt. Toller Podcast. Vielen lieben Dank. Könnte Franz Hampelmann einfach stundenlang zuhören. Seine Stimme. Ich finde seine Stimme unheimlich beruhigend. Im Gegensatz zu Olaf, der oft aufbrausend war, wobei ich die Rolle Olaf super fand. Eine Frage habe ich und vielleicht wird diese ja gestellt. Wäre toll. Was denkt Franz Hampelmann, wo Olaf die letzten Jahre war? Was hat Olaf gemacht? Sollte es mal zu einer Neuauflage kommen? Es wäre ja möglich. Wie könnte sich Franz vorstellen, Olaf wieder zu integrieren? Welche Storyline? Ja, das ist natürlich eine tolle Frage an die Fantasie. Genau, weil Olaf ist dann weg und hat dann irgendwo Zuflucht gesucht. Und mangels Verwandten hat er vielleicht, ja, was ich immer dachte, er ist vielleicht einfach nach Südamerika, nach Paraguay. Paraguay. Sehr speziell, ja. Ein Staat, von dem man wenig weiß, wo auch wo es nicht ganz so ordentlich zugeht, wo auch noch viele Deutsche sind, vielleicht auch noch viele Altnazis und ihre Kinder. So Alt-Nazi-Gemeinden und so weiter in Paraguay. Nicht Uruguay, vielleicht Argentinien. wo auch zu Hause hat man da auch Waffen und so weiter. Mhm. Und lässt sich nichts gefallen, dass er da vielleicht eine Verbindung hat. Und vielleicht, ja, gab es mal so einen Richter, gab es mal so einen Politiker in Hamburg. Der ist da auch hin ausgewandert. Der ist dann über Drogen gestolpert. Richter Gnadenlos. Ronald Schill. Ja, genau, der Typ, ja. Genau. Der ist auch, glaube ich, der wohnt auch in Paraguay. Irgendwann haben sie ihn dann mal mit Drogen wieder erwischt. Also fürchterliche Geschichten. Oder Olaf ist eben in den vorderen Orient, ist irgendwo nach Libanon und hat da irgendwie vielleicht, was weiß ich, mit einer Araberin eine Familie aufgebaut, einer Libanesin, hängt aber immer noch der Revolution nach und so weiter und hat, und kommt vielleicht, oder er kommt eben dann, oder ist dann zur ISIS gegangen, ja, zum IS oder sowas, ja, weil er gesagt hat, okay, irgendwie, und hat dann da noch ein paar Deutsche und kommt dann her, hat er so ein Vollbart und kommt dann wieder und lässt sich dann das Sturmgewehr, lässt er sich dann per Post nachschicken, das kommt dann auch wieder
Und so fängt er also an, eine bestimmte Aktualität und Unterwanderung in Bezug auf diese ganzen negativer Syrien-Konflikt, Ja. dass er damit zu tun haben könnte und so Das weiter. wäre auch, wenn dann eine politische Rückkehr. Ja, es ist schon einfach nur so, dass er irgendwo, was weiß ich, Hotel in Biarritz mitbetrieben hätte und kommt dann wieder. Das finde ich ein bisschen langweilig. Er sollte schon aus politischen Gründen kommen und hat vielleicht auch irgendetwas gesucht, was hier politisch sozusagen los ist. Und er sagt, ja, jetzt müssen wir mal schauen, weil dann guck mal in der Lindenstraße, schauen wir mal, wo der Willi Herne, der Olli ist. Den können wir schon mal rekrutieren und vielleicht sind ein paar Unglückliche da und dann fangen wir mal wieder an Ja, und so weil weiter. Olli ist jetzt ja möglicherweise gestorben. Der ist jetzt in der Serie schon mal gestorben, hat man ihn auf diesem Rad gesehen, also diesem Elektrofahrzeug. Aber eigentlich ist es doch ganz cool auch, dass du als Olaf nicht gestorben bist, dass du aus dem Off Leuten noch ein bisschen Angst gemacht hast über die Jahre, ohne dein Zutun, einfach nur aufgrund des Schaffens dieser Rolle an sich. Und dass du so, dass diese Rolle so, ja, so im Ungewissen geblieben ist. Das ist doch Ja, eigentlich das ist sehr, sehr halt, interessant, oder? ja, das lässt natürlich Spekulationen offen und dann kann man halt Spekulationen. Das ist ja gar nicht schlimm. Ja. Man kann natürlich dann noch ein dreiteiliges Buch schreiben oder sowas. Ja, Action mit Olaf oder sowas. Olaf in Sibirien, verstehst du? Hat eine fesche Russin kennengelernt, die ist zu Hause nach Hause, weil sie Ländereien geerbt hat. Also es müsste schon was Handfestes sein. Also jetzt nicht nach Thailand. Ja, Ich war ja genau. auch in Thailand. War sehr viel auf Reisen in den letzten Jahren und war auch in Thailand, habe dann die deutschen älteren Herren im Flugzeug kennengelernt. Sehr Ah, interessant. diese Die wirklich. klassischen Menschen, von denen man immer spricht. Bitte? Ja, die gibt es total wirklich. Und zwar noch zuhauf. Die sind jetzt auch, weil das ist nicht mehr so in Mode, die Ja, deutschen jungen Männer, ja. die gehen jetzt nicht nach Thailand, um sich sozusagen dann liebevoll mit einer Frau zusammen zu tun. Aber das haben die gemacht. Aha. Sagt er, ich hab geheiratet mit meiner Frau, ich habe so eine liebe Frau. Ich wohne ein halbes Jahr in Deutschland und ich wohne ein halbes Jahr in Thailand. Ja. Und die haben da auch Geld, weil die Thai-Frauen, die haben dann Ländereien geerbt und so Ach weiter. so. Ja, 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 ja. Die hatte als junges Mädchen dann, die war da vielleicht 19. Schnucki, 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 Schnuck. Und dann ist er mal dahin gefahren. Dann war sie mal in Deutschland. Aber da sagt er, das ist hier viel bequemer, viel schöner. Der Mann hat mir das erzählt und so. Sowas hat Olaf natürlich nicht. Also das gemütliche, erotische Hintergrundleben in einer warmen Gegend in Thailand, irgendwo mit der netten Frau und den netten Thai-Kindern oder den Mischkindern. Und er lebt von einer guten deutschen Rente und fährt dann nach Hause, um seine Stammtischbrüder zu. Na, ist zu langweilig. Na, Olaf muss schon eine harte, kristalline Struktur haben. Entweder in Putins Land ja, Ja, so, ja. oder in Polen zum Beispiel, eine hübsche Polin, die dann einen Bauernhof haben zu Hause und die dann aber so auch eine politische Abteilung bilden mit Gewehr und mit Jagd und Schießen und so weiter. Und dann bringt er ein paar Polen mit und dann gibt es erstmal eine polnische Gemeinde und Ja, da dann hast du durchaus hast du richtige Vorstellungen davon. ja, Das ist schon interessant. was Kräftiges. Der ist ja jetzt nicht als alter Mann rausgegangen, sondern eigentlich verzweifelt und Genau, also schon so ein bisschen, sie ihm da so ein Kind unterjubeln wollte, sozusagen. Das war ja ja, das Ding, ja da hat auch. er die Ines rausgeschmissen und ist dann am Ende selber so ein bisschen versumpft in der eigenen Wohnung und irgendwann. Ja, das ja. Also das geht ja überhaupt nicht, wo das ja sein innigster Wunsch war Ja, und so richtig. weiter. Und da hat er alles überstanden, was man sich nur über. Und da hat er dann extra nochmal so einen Test gemacht, ob er dann auch zeugungsfähig ist. Und ich glaube, es kam raus, dass er zeugungsfähig wäre, Nee, nee. oder? Kam es nicht Das raus? ist unfähig wäre, aber er hat es nicht einsehen wollen und dachte, ja, was wissen die denn schon? Ah, Mir hat man so. auch gesagt, meine Ines überlebt das nicht. Und das war dann so sein Antrieb zu sagen, deswegen ist alles Ah, möglich. deswegen. Das kann ja auch sein. Absolut, genau. Also auch das ist auch, da könnte man natürlich noch nachlegen, dass er mit einer Frau und drei Kindern kommt. Und so, dann, 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 so, Olli pfeifen und sagt eben, okay, das ist meine russische Frau, das ist der Dings und das ist die da. Und das sind meine drei Kinder. Okay, Ja, wunderbar, und habt ihr Wohnung frei hier. witzig ist ja, dass Olaf tatsächlich hätte zurückkommen können, einfach nur aus der Motivation raus, den zeige ich es nochmal, der Zieglerin. Und du hattest ja doch immer noch, Olaf hat ja mit vielen, die jetzt noch da waren, auch Gabi und so, natürlich kein gutes Verhältnis, aber man Naja. hätte es noch verkaufen können, dass er sagt, so, ich komme nochmal zurück, ich bin hier der Kling und das wäre möglich gewesen, obwohl deine direkten Spielpartner alle schon nicht mehr da gewesen sind. Ja, unter Umständen kann man natürlich sagen, dann würde er nochmal kommen und könnte natürlich, ja, ich meine, in der Bäckerei mal aufräumen und so weiter und schauen, wo die Rolle Ines geblieben ist. Na, die würde er verschonen, weil das war so die letzte und da hat er eigentlich eher dann auch. Aber die anderen oder die jetzt, die denn da.
Die mit dem Fenstersturz hätte ich beinahe gesagt. Also die Zieglerin, das war schon. Ja. Also da hätte es keine Gnade gegeben. Also nee, das finde ich. Ines hat auch ihre gerechte Strafe bekommen. Die ist auch nicht glücklich aus der Lindenstraße rausgegangen. Die hat sich noch dann den neuen Arzt verliebt, dann Ernesto Stadler. Oh Mann. Der hat sie aber dann doch wieder für jemand anders eingetauscht und sie ist dann frustriert auch abgehauen. Das war das Ende von der Rolle Ines. Also vielleicht als kleine. Ja, aber da hätte er sich nochmal, die hätte er nochmal aufsuchen können. Er hat gesagt, Ines, wie geht's denn dir? Ja, Mai und so weiter, ich arbeite jetzt da so und so. Und so sagen, ja komm. Und dann hat er natürlich Geld gemacht. Ah ja, das wäre natürlich auch interessant, wenn Olaf natürlich als nicht als armer Schlucker. Genau. Wenn er als gemachter Mann zurückkommt und mir kann keiner was wollt ihr denn? Und jetzt bin ich hier plötzlich wieder. Das wäre natürlich wirklich gut gewesen. Der geht dann mit der Rolle, wie heißt sie, Molina, wie heißt noch die Hausbesitzerin, die neue, wie heißt sie? Angelina. Angelina, nicht Molina, Angelina. Genau, mit dir, da kommt er her, weil Angelina hat ja dann renoviert oben. Ah, ne? Genau. Und er holt sich das Haus. Und dann hat er das ferngeschaut, das sind Eigentumswohnungen in der Hausnummer 3. Ah, kann man da auch 2 kaufen? Ja, kann man auch. Kann man auch 4 kaufen? Ja, weil dann würde ich ganz oben wohnen, in Sperlingsruhe würde er dann wohnen. Mhm. Und die 2 unteren Wohnungen würde ich vermieten oder sowas. Kann man die kaufen? Da würde er einen Strohmann vorschicken, sozusagen, und würde aus Südamerika 4 Wohnungen kaufen. Und dann kommt er mit einer netten, feschen Südamerikanerin, temperamentvoll, alles dran, ja, was man sich freut. Aus Paraguay und sagt und zieht erst einmal ein. Ja. Und zwar gleich mit einem deutschen Schäferhund. Ne? Oben. Im vierten Stock. Ja, es ist so wie die Mäuse. Unten haben es dann Mäuse. Ja, ja. Und oben zieht er schon mal mit einem jungen Schäferhund natürlich ein. Und weil es ja seine Eigentumswohnung ist, kann er alle Tiere mitbringen, die er will. Ja, natürlich. Eben, meine ich doch. Hat er dann und keine Mäuse. Also dann, er zieht keine Mäuse. Oder ein Pitbull oder sowas. Ja, ne? Ja. Und dann mit einem jungen Pitbull oder so. Oder ein Dobermann oder sowas. Sowas Deutsches. Mit so einem Stachelhalsband oder sowas. Ne? Also man sieht sich jetzt durchaus, hier wäre was möglich gewesen. Ja, mit der Angelina hätte er sicher gut gekonnt. Stimmt, ja, das wäre wär so wär die auch eine gute Kombination. Und dann sagt er, naja, wissen Sie und so weiter. Ich meine, ich habe jetzt die letzten 5 Jahre lang, ich meine, wenn Sie wissen, was ich für Geld gesehen habe und so weiter. Und genau, ich kaufe 4 Wohnungen, zahle bar. Wow, das hätte Angelina sehen müssen. Dann hätten da die Augen, die italienischen, gefunkelt. Und dann hätte er, dann wäre er eingezogen. Und dann wohnt er irgendwie, Mutter Beimer wohnt ja jetzt im Altersabteilung mit dem eigenen Zimmer gerade noch einmal. Ja, richtig. Dann gesagt, na, Frau Beimer, und? Sind Sie minimalistisch geworden? So hätte ich dann, das wäre schon schön gewesen. Ja, ja, ja. Und dann wäre er rüber zur Zenker. So, Frau Zenker, sagen Sie mal, hören Sie mich jetzt endlich einmal. Das wäre ja auch im Prinzip auch schon ein bisschen früher gegangen. Das hätte man ja auch schon nach 5 Jahren oder so mal machen können. Ne? Es absolut. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du mit der Legende mal aufräumen, noch als letzte Rauschmeißerfrage. Es gibt einen Presseartikel auch über dich. Und da steht auch drin, dass man dir so nach dem Ende von Olaf nicht so recht gesagt hat, wann geht's denn jetzt weiter? Und du dann irgendwann selber gesagt hast, okay, dann suche ich mir was anderes. Ich will nicht warten. Ich bin nicht Schauspieler geworden, um zu warten. Ist das ja, so? Ja. Na, es war ja eigentlich, es ist ja auch so, dass ich so wie es dann war zu der Zeit, hatte ich schon alles gespielt. Ja. Also es wurde auch etwas im Inneren etwas unruhig. Mhm. Und es ist wirklich fatal, wenn man, was heißt fatal? Sehr viele Leute machen so, die bleiben halt bei einem Job, obwohl sie eigentlich mit dem Job jetzt nicht mehr so viel zu tun haben wie noch 10 Jahre vorher. Stimmt. Ja, also, genau. Das ist, ich meine, das Schicksal von einem Arzt oder einem Zahnarzt. Ich meine, was wissen wir, wenn der 55 Jahre alt ist und sagt, ich kann einfach diese offenen Schnauzen nicht mehr sehen. Es tut mir furchtbar leid. Ich werde wahnsinnig. Ja. Also ich kenne das von Tierärzten daheim zum Beispiel. Die wurden dann auch im Alkohol. Wir hatten einen Tierarzt, so einen jungen, feschen mit einer unglaublich netten Tierärztin. Ja, der war noch gar nicht so alt, der war vielleicht 45, aber das roch, hat man gerochen. Der hat gesoffen. Mm. Der hat einfach das Leid der Tiere und das Operieren und wieder einen Hund kastrieren und wieder Kühe besorgen. Ich mein, irgendwie, da kommst du aus der Mühle nicht raus. Ja. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn ich die Sache erstmal aus, dann lass uns doch mal richtig beenden. Verstehst du? Dann habe ich dann auch eine sehr nette Reportage gemacht, also eine Reporterin gehabt, von der TZ gibt es ja so einen Artikel. Und dann war es das auch. Und das habe ich dann auch. Genau, ich glaube, den Artikel jetzt, meine ich sogar. Da drin steht auch irgendwie, man hat dir nicht so recht gesagt, wann geht es jetzt wieder weiter. Und da hast du gesagt, ja komm, eigentlich habe ich auch alles gespielt und dann schließen wir das lieber ab.
Ja, Ne? Und genau, das ist dann, denke genau. ich, auch eine gute Sache. Dann kann man ja immer noch 5 Jahre später, Genau, wenn eine genau. Geschichte, die ist unvermeidlich, wenn man sagt, naja, jetzt bräuchte man schon nochmal den Olaf Klingler wieder, dann kann man ja anfragen, das Ja, heißt, wenn man noch ja, lebt. ja. Andere, die halt da mit dem Autounfall raus sind, wie Claudia, da brauchst du nicht mehr anfragen, Ja, und das weil die passt ist. halt, deswegen finde ich es eigentlich auch ganz cool, weil es passt halt auch zu Olaf, dass der so unberechenbar auch geblieben ist. Also er Ja. ist weg und bis heute weiß man nicht, was aus ihm Ja, geworden damit ist. müssen die Fans jetzt auch leben. Aber bei eBay gibt es Autogramme, die Ach kann man was, kaufen. ach was. Und wenn man natürlich, ich habe ja auch noch welche, ich habe ja natürlich welche gehortet. Ja, eben, eigentlich sollte Ja, man dich doch anschreiben. Du willst doch da nicht, dass habe andere ich. Leute mit deiner Unterschrift Geld machen, oder? Ach, Machst du das jetzt ist, Werbung für ja, eBay? Geld machen, 2,99 für Autogramm. Da musst, und die müssen, da sind, also ich weiß nicht, ob das Geld machen ist, aber ich habe ja dann, als ich. Also dann sah, habe ich nämlich dann bei der Frau von Wiesotzki oben im Ja. Pressebüro geschaut, wo die Vorräte sind von den Autogrammkarten. Ja, ach so. Ja, Ach ah, ich bin ja so. ein schlaues Füchslein. Und dann habe ich gesagt, sage mal, die Schachtel da oben, ja, das sind ja noch welche von mir. Ja, da haben wir noch auf Vorrat bestellt gehabt, irgendwie so. Ne? Sag ich, ja, was macht's jetzt damit? Ja, so ich hole mir die schon mal raus, ne? Und dann, ich glaube, ich musste sie bezahlen. Ich glaube, Ah, okay. ja, irgendein Spezialpreis oder irgendwie sowas. Jedenfalls habe ich noch ein ganzes, so ein Paket, das ist ein richtiges zugeklebtes Paket, das ist noch nicht offen, von der Druckerei noch bestimmt mit 10, 20, 50, 4x50, 6x50, Du weißt schon, was du hier gerade anleierst, ne? mit Du sorgst dafür, 300 dass Autogrammen. jetzt jede Menge Leute Autogramme von dir haben wollen. Ja, bitte bei Schlichting bestellen. Ich Ja, komme dann mit genau. dem Das kommt Autogramm, nämlich dann komme bei ich mir dann. an. Das kann man machen, aber die sind eigentlich nicht für die Jetztzeit bestimmt, sondern ich habe mir gedacht, wenn ich einmal im Altersheim bin und da gibt es so junge, also so mittelalterliche Pflegerinnen, die Ja. besteche ich damit. Ja, so, dann sage ich, ja, wissen Sie schon, seien Sie ein bisschen nett zu mir und so ein bisschen mehr Leberwurst und so, okay, und dann und tun Sie mich vorsichtig waschen, wenn ich das so und so weiter und jetzt so nicht mit der Wurzelbürste so drüber einmal in der Woche. Okay, wir beenden den Podcast an dieser Oh, Stelle. schade, jetzt wo es lustig wird. Auf jeden Fall war das die Idee und wer Autogramme will, das ist Ja. aber wirklich so, der kann natürlich gerne sich melden. Wir haben heute so lange darüber gesprochen und auch hier bei dir, das ist einfach, du hast ja diesen Anlaufportal, einfach schreiben oder anrufen und sagen, wir Genau. wollen gerne und ich gebe auch mehr als 3 Autogramme. Nicht, ich bin jetzt nicht mehr so geizig wie Das früher. ist nett, das ist nett. Jawohl, Sir. So machen wir Ich es. bedanke mich, dass du wieder da warst. Ich glaube, heute haben wir also letztes Mal war es ein bisschen kürzer. Das haben wir heute jetzt wieder reingeholt. Also mehr als das reingeholt. Wir sind tatsächlich noch weitere zweimal da. Es kommt sogar am Lindenstraße schon lange nicht mehr im Fernsehen, schon ewig nicht mehr. Wir sind immer noch da. Nächste Woche gibt es eine weitere Folge. Übernächste Woche gibt es auch noch eine weitere Folge. Also, wenn ihr noch Fragen habt, was ist? Muss noch was sagen? Ja, ich wollte noch schon mal darauf hinweisen, als alter Radiomann, du musst jetzt sagen, wann diese Sendung hier sozusagen auch das nächste Mal oder generell mäßig Um immer gesendet 18:40 Uhr, wird. um 18:40 Uhr, ist ja ganz Also, klar. Und wer da nicht einschaltet, der hat es natürlich auch verpasst. Das ist ja ganz klar. ja, Das ist ja genau, wir kommen ganz. wirklich um 18:40 Uhr raus. Das ist nämlich unser Lochfüller. Wir füllen nämlich wirklich die Zeit, wirklich aktuell. Und zwar nicht vorher, noch nicht Nee. Sonntagmittags, gibt es noch nichts. Selbst heute an Ostern ist der Osterhase nicht früher vorbeigekommen. Und das werden wir nächste Woche genauso fortsetzen. Es geht genau weiter. Um 18:40 Uhr und dann aber auch doppelt und dreifach und vierfach so lang wie eine normale Lindenstraße. Dafür aber auch mit Themen, die am Rande der Lindenstraße spielen. Aber sowas mit Autogrammkarten für mich als alten Sammler sehr, sehr, sehr spannend. Mal schauen, in welche Überraschungskiste wir dann nächste Woche greifen. Sehr Vielen, vielen gut. Dank. Bleibt gesund, sagt man ja Jawohl. heutzutage. Ne? Ja, Und bis ja, zum ja, nächsten ja, Mal. ja. Wir sind schon gesund. Keine Angst.